Was soll's? Wieso ist denn die Welt bloß so grässlich? Nicht mal eine letzte Zigarette. Sie werden sich noch umbringen, Horace. Diese Zigaretten machen Sie völlig fertig. Ich weiß, es ist widerlich, aber eins muss ich betonen, ich bin ganz und gar nicht abhängig. Schön, Sie zu sehen, Jessica. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe gehört, dass Sie hier zu finden sind. Wie gern würde ich Ihnen etwas spendieren, Mama. Oh nein, danke. Ich habe gerade 2 Kannen Tee getrunken und dabei ein Kapitel fertig geschrieben. Ich gratuliere zu Ihrer Nominierung. Und ich zu Ihrer. Aber wen interessiert es schon, ob einer von uns gewinnt, seien wir ehrlich, Krimis und Poesie. Also jetzt aber genug von diesen albernen Preisverleihungen. Sagen Sie mir, wie geht es eigentlich Elsie Perkins und dieser anderen, dieser wunderbaren Nora noch was? Oh, ich befürchte, Horace, Sie haben in Cabot Cove viele gebrochene Herzen hinterlassen. Sie schreiben wieder etwas? Oh, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Wollen Sie es hören? Ja. Wieso ist denn die Welt bloß so grässlich? Bin einsam und schutzlos, find alles sehr hässlich. Das taugt nicht. Ich weiß, weg damit. Und gehen wir zu dem Empfang? Wenn es Freibier gibt, natürlich gehen wir. Oh, kommen Sie schnell, sonst fangen die ohne uns an. Oh je, es gießt immer noch in Strömen. Fürchten Sie sich nicht, Jessica. Ich habe ein Abwehrmittel gegen die Elemente. Sie könnten nicht zufällig $20 entbehren bis Montag. Mr. Post, ich bin Tiffany Harrow. Ich regle die Preisverleihung. Tiffany, kommen Sie herein. Danke. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Marrakesch, Nairobi? Nein, ich wollte nur sagen, wie glücklich ich bin, dass Sie beim Bankett zur Preisverleihung am Samstag der Zeremonienmeister sind. Oh, Tiffany, ich nehme stark an, dass ich die Trophäen nicht ohne die mir eigene Eleganz verteilen werde. Schade, dass Ihnen dieses Jahr kein Preis verliehen wird, Mr. Post. Selbst die mächtige Eiche muss Sonnenstrahlen auf das Gras fallen lassen, damit es wächst und nicht verwelkt. Und nennen Sie mich Hemsley. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Oh nein, vielen Dank. Übrigens, alle sprechen von dem neuen Roman, den Sie bald veröffentlichen, Hemsley. Oh ja,
Und wissen Sie, es ist so ziemlich das Beste, was ich je geschrieben habe. Der einzig authentische Roman über den Vietnamkrieg. Darf ich ihn mal sehen? Noch niemand hat ihn gesehen. Das ist das einzige Exemplar. Nicht mal mein Verleger hat einen Blick hineingeworfen. Aber wenn Sie wiederkommen könnten, nachher, nach der Party, meine ich. Oh ja. Ja. Ich könnte Ihnen etwas daraus vorlesen. Ich finde Bücher wie Ehre immer sehr stimulierend. Wer ist da? Helmsley, mach auf. Oh, entschuldigen Sie mich. Alexis, Liebling, das ist aber wirklich eine Überraschung. Das glaube ich dir gern. Tiffany Harrow, Alexis Post. Meine Frau. Das Komitee ist Ihnen wirklich äußerst dankbar für Ihre Mithilfe, Mr. Post. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch, Mrs. Post. Täusche ich mich oder werden Sie ständig jünger? Oh, Alexis, Liebling, ich bitte dich, sie ist ein Mitglied des Komitees. Es interessiert mich nicht. Helmsley, es heißt, dass du für dein neues Buch einen sechsstelligen Vorschuss bekommen hast. Lass uns mal in Ruhe über die $264.000 reden, die ich dir in den letzten 7 Jahren gegeben habe. Also, du weißt doch im Grunde genommen ebenso gut wie ich, dass ich eine lange Durststrecke hatte. Ich will mein Geld haben. Aus dem Vorschuss. Keine Ausreden. Kein dummes Gequatsche. Aber natürlich. Ich meine es ernst, Helmsley. Mein Anwalt wird dir dazu einen Vertrag vorlegen. Du siehst fantastisch aus, Alexis. Ganz fantastisch. Geht's dir gut, Liebling? Ich arbeite viel. An der neuen Kollektion für den nächsten Frühling und Sommer. Ich will dich nicht weiter von den jungen Damen abhalten. Ich denke noch immer an die Zeit in Kenia, Alexis. An deinen starken, festen, hingebungsvollen Körper. So übel warst du damals auch nicht. Komm doch nach der Party zu mir. Auf einen Drink. Dankeschön. Es würde mir die besten Erinnerungen bloß verderben. Und, Helmsley, wenn du diesen Vertrag nicht unterschreibst, werde ich dich vor Gericht zerren und ausquetschen wie eine Zitrone. Das kannst du dir merken, verstanden? Das klassische Zeitalter ist als einziges von Interesse für mich. Geschichte als Literatur ist das, was meinem Talent angemessen ist. Manche glauben, ihr neues Buch Perikles in Parnassos wäre eine Metapher für die kommunistische Hexenjagd der frühen 50er. Manche Menschen amüsieren sich auch damit, auf dem Kopf zu stehen und dummes Zeug zu quatschen. Geben Sie mir bitte Ihr Autogramm, Mr. Winslow? Aber ja. Mein großer Charme liegt in meiner Fähigkeit, meine Leser auf verschiedene Weisen zu interessieren und zu fesseln. Bitte schön. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, es ist eine ziemliche Zumutung, aber ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und ich dachte, dass Sie vielleicht... Tut mir leid, mein Anwalt erlaubt es mir nicht, unangeforderte Manuskripte zu lesen. Guten Tag. Wie war das? Für welches Blatt schreiben Sie, mein Lieber? Nicht, dass das besonders wichtig ist. Helmsley Post? Nein, keine Autogramme. Ich gebe prinzipiell keine. Ich möchte Sie nur sprechen. Es gehört ganz sicher nicht zu meinen Gewohnheiten, mich in öffentlichen Toiletten mit Unbekannten zu unterhalten. Ich bin Frank Lipinski. Sie ignorieren meine Anrufe. Ebenso wie meine Briefe. Jetzt werden Sie ja nicht grob mit mir, Schalter. Seit 4 Monaten warte ich vergeblich auf eine Antwort. Weshalb? Sie brechen mir den... Ich habe zufällig in der Zeitung von Ihrem neuen Buch gelesen, Post, von Ihrem neuen Roman. Ja, Hilfe! Holen Sie irgendjemanden! Er will mich aushauen! Sie sind nicht zu bringen, wenn ich nur beweisen hätte. Nein, lassen Sie mich auf. Ich bin nicht verletzt. Es ist alles in Ordnung. Seien Sie nicht zynisch, Horace. Es ist eine Ehre, nominiert zu... So ein Zirkus. Randolph Germain, einer der Juroren, ein Talkmaster ist das. Wann wird der mal Zeit zum Lesen? Einen Augenblick. Sind Sie nicht J.B. Fletcher? Das bin ich. Ich bin eine begeisterte Leserin von Ihnen. Darf ich Sie bitten, mir ein Autogramm zu geben? Sicher, gerne. Und das ist Horace Lipschitz. Freut mich. Guten Tag.
Mrs. Fletcher, ich bin auch Schriftstellerin. Horace. Naja, keine richtige, noch nicht, aber ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und wollte Sie fragen, ob Sie sie möglicherweise mal lesen würden. Wissen Sie, Jessica, ich habe gerade furchtbaren Durst. Und bitte, es ist so wichtig für mich. Sie dürfen mir glauben, mein Hals ist bald nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe für Sie, aber geben Sie es her, ich will es lesen. Oh, danke, danke, mein Name und meine Adresse stehen drauf. David Delancey, ich muss sagen, das hört sich gut an. Ja, das habe ich auch gedacht. Es ist nur mein Künstlername, wissen Sie? Also bis bald, ich melde mich. Dankeschön. Streunende Hunde, alkoholisierte Poeten, hoffnungsvolle Nachwuchsschriftsteller. Kein Wunder, dass ich sie so verehre. Ihr Kleid sagt mir, dass Sie wohl kaum inkognito gekommen sind. Lucinda, ich muss gratulieren. Schon 10 Wochen auf der Bestsellerliste. Ist das nicht erstaunlich? Alle lesen plötzlich wilde Männerfantasien. Solche Sachen verkaufen sich immer gut. Über und auch unter dem Ladentisch, Mike. Alle haben mir gesagt, dass ich über ein intimes Thema schreiben sollte. Mein nächstes Buch wird vermutlich literarischer. Wirklich? Ja. Ich bin dabei, sämtliche berühmten Werke zu lesen. Sämtliche berühmten Werke? Wo sind Sie inzwischen, meine Liebe? Bei Aristoteles. Entschuldigen Sie mich. Oh, eine flüssige Verehrung für einen der Altäre der Anmut. Oh, danke schön. Ist es nicht nett, dass wir Schriftsteller Gelegenheit haben, uns auf diese Weise etwas kennenzulernen? Oh, ich bin keine Schriftstellerin. Die meisten sind ganz arm dran, finde ich. Viel mehr liegen Macht und Geld im Verlagswesen. Ich bin Tiffany Harrow. Jessica Fletcher. Und das ist Horace Lynchfield. Oh, aber ja, Krimis und Poesie, richtig? Oh, würden Sie mich bitte entschuldigen? Da ist jemand, dem ich Hallo sagen möchte. Die größten Romane haben alle immer vom Krieg gehandelt. Habe ich recht? Denken Sie an mein Buch Koreanische Chronik. Ich habe damit den Maßstab für eine ganze Generation gelegt. Wovon handelt das neue Buch, Hemsley? Das, mit dem Sie so geheimnisvoll tun? Das Werk ist ein großer Roman über den Vietnamkrieg. Bemerkenswert. Soweit ich weiß, waren Sie bloß eine Woche in Vietnam. Als Korrespondent für den Playboy. Es ist jedenfalls nicht dieser blödsinnige Quatsch, den Sie verfassen, Adrian. Griechische Knaben, die geziert herumalbern. Ich veröffentliche aber wenigstens. Sie in den letzten 7 Jahren ja wohl nicht mehr. Und wann bekommen wir Ihre neuesten Wälzer zu Gesicht? Das einzige Exemplar ist sicherheitshalber in meinem Zimmer weggeschlossen. Es gibt Gerüchte, das Buch sei so missraten, dass Sie es nicht mal Ihrem Verleger geben. Oh. Seien Sie besser vorsichtig, Adrian. Ich habe Sie vor 10 Jahren verdroschen. Und ich kann es wieder tun. Seien Sie vorsichtig. Inzwischen treibe ich Kampfsport. Donnerzucker. Stürme brausen. Blüten ächzen. Biegen sich. Blaue Vögel fliegen. Die Schmerzen siegen. Oh, Horace, ich bekomme sofort Gänsehaut. Ich selbst auch. Was soll es bedeuten? Das weiß ich wirklich nicht. Lucinda, Liebling, lass uns etwas plaudern. Aber doch nicht jetzt, Hemsley. Horace trägt mir seine unwiderstehliche Poesie vor. Ach, komm doch mit. Ich signiere dir schnell mal die koreanische Chronik. Ich konnte das aus bestimmten Gründen nicht lesen. Ich weiß nicht mal so recht, wieso. War das etwa zu viel Blut und Grauen für Sie, Lynchfield? Nein, zu viel schlechte Grammatik. So. Oh. Horace, ist Ihnen was passiert? Kommen Sie, weiter. Aufhören, jetzt reicht's aber. Habt ihr den Verstand verloren? Schon in Ordnung, Jessica, schon gut. Oh nein, bitte tut sie's nicht. Ich sollte sie in 1000 kleine Stücke zerfetzen, sie pathetischer Schwächling. Mr. Post, ich möchte vorschlagen, dass Sie aufhören, sich zu benehmen wie ein aufsässiger Halbwüchsiger. Sich verhauen wie kleine Kinder auf der Straße. Hat es wehgetan? Ja. Er hatte Glück, dass ich mich beherrschen konnte. Tut mir leid, ich dachte, das wäre das Zimmer von Mr. Post. Das ist es. Sind Sie von der Presse? Nein, ich glaube, ich habe auf der Party gestern versehentlich seinen Regenschirm mitgenommen. Glauben Sie? Ja, ich habe die Initialen HP am Griff gesehen und natürlich dachte ich, eigentlich hatte ich gehofft, er hat meinen. Möglich wäre das.
Dann kommen Sie doch herein und sehen Sie nach. Ein Degen, getarnt als Regenschirm? Das ist eine ungewöhnliche Waffe. Ich frage nochmal, Mrs. Fletcher, gehört dieser Schirm Ihnen? Nein, er gehört mir nicht. Und sagen Sie vielleicht Ihren Namen? Ich bin Melvin Comstock, der stellvertretende Staatsanwalt. Ich bin für diesen Fall hier zuständig. Das ist Lieutenant Meyer. Er ist vom Morddezernat und assistiert mir. Also, was ich fragen wollte, ist, in welcher Beziehung stehen Sie selbst zum Opfer? Ich hatte ihn erst gestern Abend kennengelernt, auf dem Empfang für die Buchpreisverleihung. Preisverleihung? Ja, sehr viele waren da. Adrian Winslow, Lucinda Lark, alle möglichen Schriftsteller. Da ist ja noch mehr drin, als ich gedacht habe. Gehen Sie ans Fenster und sagen Sie uns sofort Bescheid, wenn das Fernsehteam eintrifft, verstanden? Und wo ist das Manuskript? Welches Manuskript? Mr. Posts neuester Roman. Er sagte, das einzige Exemplar wäre in seinem Zimmer aufbewahrt. Es liegt sicher irgendwo herum. Ich sehe hier absolut keine Manuskripte. Vielleicht unter dem Bett. Geben Sie mir bitte die Lokalredaktion, ja? Frank! Mel Comstock! Ich habe was für Sie. Hamsley Post ist ermordet worden. In seinem Zimmer im Cromwell. Ich habe keine Manuskripte gefunden, aber einen Schlüssel. 2441, merkwürdig. Dieses Hotel hat keine 24 Stockwerke. Ja, jemand soll gleich herkommen. Wieso nicht? Naja, am besten gleich zu mir. Alles klar? Haben Sie den Lippenstiftfleck auf dem Laken gesehen? Es scheint, dass Mr. Post heute Nacht ein Rendezvous hatte. Meyer, den Schlüssel. Ma'am, bitte. Natürlich. Danke. Wilde Männerfantasien. Signiert von der Autorin. Für den alten Meister in Dankbarkeit von seiner ergebenen Lucinda Lark. Das hatte ich auch bemerkt, Ma'am. Geben Sie es mir bitte, Ma'am. Mr. Comstock, es ist datiert. Gestriges Datum. Ja, tatsächlich. Das ist also dieses Buch, von dem jetzt alle sprechen. Stimmt, Lucinda Lark. Ich werde sie vernehmen müssen. Ich frage mich, warum eine Brille im Bett liegt. Hallo, Gwen. Ja, sagen Sie dem Staatsanwalt, hier ist alles unter Kontrolle. Und schicken Sie meine Biografie und ein Foto rüber zu Frank von der Times. Ma'am? Ma'am, würden Sie jetzt bitte die Herumstocherei lassen? Das hier ist ein Tatort. Ja, gut, gut. Oh, wer hat angerufen? Mr. Comstock, ich nehme an, Sie haben diesen Brief von Frank Lipinski aus Brooklyn gelesen. Er bedroht Mr. Post. Soll ich gehen? Nein, würden Sie sich ruhig verhalten, wenn es möglich wäre? Bitte, Gwen, bleiben Sie einen Augenblick dran, ja? Hallo. Sir, die Männer vom Labor sind da. Wo sollen Sie anfangen? Ich werde mich später wieder melden. Lieutenant, ich würde vorschlagen, dass Sie hier drüben... Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Mrs. Fletcher, aber ich möchte nicht, dass Sie sich in diesen Fall weiter einmischen, verstanden? Ich würde nur versuchen, Ihre Hilfe wird hier nicht benötigt. Ich garantiere, dass ich den Mörder von Hamsley Post noch vor den 6 Uhr Nachrichten verhafte. Also, vielen Dank und guten Tag. Also, meine Herren, in 2 Stunden haben Sie herausgefunden, wem dieser Schachtelspieß mit dem putzvollen Griff gehört. Sie geben also zu, dass das Ihr Ding ist. Richtig. Ich habe ihn erst kürzlich gekauft. Er ist eine Neuerwerbung. Und Sie haben ihn mit der Absicht gekauft, Mr. Post zu ermorden? Nein, die Absicht war, den Regen abzuhalten. Können Sie Ihren Aufenthaltsort für die letzte Nacht belegen? Ja, ich war nach diesem Empfang nochmal in der Hotelbar. Danach weiß ich im Grunde gar nichts mehr und gegen Mittag wachte ich in meinem Bett auf. Es ist so, Mr. Comstock. Offensichtlich hat jemand aus Versehen den Schirm von Horace genommen. Sicher ein Gast der Cocktailparty. Mit Ihnen rede ich noch. Einen Moment. Hören Sie auf, Mr. Lynchfield zu schikanieren und kümmern Sie sich darum, von wem die Lippenstiftlecken auf dem Laken stammen. Mrs. Fletcher. Und wem gehört dieser mysteriöse Zimmerschlüssel? Also, wem gehört er? Einer Frau namens Tiffany Harrow. Sie wartet draußen. Na gut, Mrs. Fletcher, jetzt werden Sie sich hoffentlich von einer Ihrer fixen Ideen verabschieden. Bringen Sie sie herein. Und dann, Mr. Comstock, wissen Sie ebenso gut wie ich, dass ein wertvolles Manuskript spurlos aus Mr. Posts Zimmer verschwunden ist.
Miss Harrow? Hallo. Erzählen Sie mir, wieso haben wir im Zimmer des Mordopfers Ihren Schlüssel gefunden? Ich habe den Zimmerschlüssel Mr. Post während der Cocktailparty gegeben. Oh, interessant. Sie missverstehen mich. Mr. Post wollte mir aus seinem neuen Buch vorlesen. Und weil ich nicht zu ihm gehen wollte, haben wir vereinbart, uns in meinem Zimmer zu treffen. Ich habe ihm meinen Schlüssel gegeben, damit er nicht vergisst, wo er mich findet. Wann ist er in Ihr Zimmer gekommen? Gar nicht. Ich habe eine Weile auf ihn gewartet und dann rief ein Freund an und wir gingen gemeinsam essen. Und wer war dieser Freund? Adrian Winslow, der Schriftsteller. Danke vielmals, Miss Harrow. Ich glaube, das war alles. Dankeschön. So, jetzt reicht es, Lynchfield. Hören wir endlich mit dem Schattenboxen auf. Sie und Post hatten auf der Cocktailparty einen Streit. Sie haben ihn mit einer Waffe... Das ist nicht wahr. Die Pistole war nicht echt. Ja, Gwen? Ich nehme an, es interessiert Sie, dass Mr. Sims von der New York Post auf der Eins sitzt. Oh, ja, das ist gut. Sagen Sie ihm, er möchte kurz warten. Also, ich frage Sie, Lynchfield. Sind Sie der Mörder von Hemsley Post? Naja. Ja oder nein, jetzt ist Schluss. Um vollkommen ehrlich zu sein, Mr. Comstock, ich, Na? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Nun reicht es mir aber. Bringen Sie ihn nach unten, Meyer. Wuchten Sie diesen Mann ein. Oh, ich glaube nicht, was hier vorgeht. Sie können gehen, Mrs. Fletcher. Sie stehen nicht mehr unter Verdacht. Das ist sehr freundlich. Jesse, hallo, wie geht's? Hören Sie zu. Ich habe eine heiße Sache für Sie. Schreiben Sie auf. Assistant District Attorney Melvin Comstock verhaftete höchstpersönlich den Mörder des berühmten Schriftstellers Hemsley Post. So, jetzt hören Sie mal zu. Horace Lynchfield kenne ich als ruhigen, freundlichen Mann, der niemandem ein Haar krümmt. Offenbar legen Sie mehr Wert darauf, Ihren Namen im Fernsehen zu hören, als den wirklichen Mörder von Hemsley Post zu finden. Wenn Sie dazu weder fähig noch willens sind, kann ich es ja machen. Ich telefoniere. Sind Sie völlig... Hallo, da bin ich. Mir geht's lang. Das ist ein furchtbarer Mensch. Horace, ich werde Ihnen auf der Stelle einen Anwalt besorgen. Könnten Sie mir auch ein paar Zigaretten Mrs. Fletcher, ich rate Ihnen zu gehen, damit Sie nicht Comstock in die Augen... Keine Sorge. Aber dieser profilierungssüchtige Kerl wird auf keinen Fall meinen Freund ins Gefängnis bringen, bloß damit er Karriere machen kann. Hey, Ma'am, hier ist jedem klar, dass Comstock verrückt ist, aber wir dürfen nicht... das noch. Entschuldigen Sie, ich nehme an, eigentlich bin natürlich, ich hier falsch. Natürlich, schon gut, das entscheidet sich, da machen Sie kein Theater. Halt, eine Sekunde, warten Sie mal. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Donovan, schicken Sie die Männer nach Hause. Sir? Wir haben Richter Weiler. Sie wissen, dass er es nicht liebt, die Kunden dabei zu haben. Er will bloß die Damen. Jetzt sagen Sie ihnen, Sie sollen gehen, bevor es noch Ärger gibt. Meine Damen, hier entlang. Komm noch mal vorbei. Also, meine Herren, das war ein Irrtum. Gehen Sie nach Hause zu den Frauen und Kindern. Aber das gilt nicht für Sie, junge Frau. Kommen Sie. Nein, hier geht's lang. Bitte sehr. Hören Sie, im Ernst, ich glaube, dass Ihnen da ein grober Fehler unterlaufen ist. Das glaube ich aber nicht, mein Junge. Anweisung vom Richter. Am besten, Sie gehen nach Hause. In Ordnung. Wenn Sie es sagen, dann gehe ich. Selbstverständlich. In Ordnung. Wiedersehen. Oh ja, den haben wir gerade hier im Gewahrsam. Ich werde die Anklage persönlich bearbeiten. Glauben Sie mir, dieser Mann könnte gefährlich sein. Ich bin sicher, er hat Verbindung zu diesen kommunistischen Antikernkraftgruppen. Ich gebe eine Pressemitteilung heraus. Wir haben ein Problem. Und Sie sind sicher, dass Mr. Lynchfield nicht zurückgekehrt ist? Hier ist Mrs. Jessica Fletcher. Ich hätte eine Nachricht für ihn. Vielen Dank, es ist äußerst wichtig für mich. Bitten Sie ihn, mich zurückzurufen, so wie er wieder da ist. Ja, danke schön. Stimmt irgendwas nicht, Miss Harrow? Ach, es ist nur ein Staubkorn in meiner Kontaktlinse. Ja. Ich trage selbst keine, aber ich denke, dass man manchmal Schwierigkeiten bekommt. Ganz besonders, wenn man sie erst seit kurzem trägt. Mrs. Fletcher, ich finde das ganz furchtbar mit Horace Lynchfield. Er ist wirklich ein netter Mann. Tja, wenn er verurteilt wird, werden seine Gedichte sicherlich Bestseller. Er ist ganz bestimmt unschuldig. So oder so, sämtliche Talkshows werden ihn haben wollen. Miss Harrow, wissen Sie, dass das neue Manuskript von Hemsley Post verschwunden ist? Wirklich? Aber wer weiß, vielleicht gab es ja gar kein Manuskript. Doch, ich habe es sogar gesehen. Also waren Sie doch in seinem Zimmer.
Das war, bevor ich zu dieser Cocktailparty ging. Seine Frau kam zu ihm und sie fingen an, sich um eine Menge Geld zu streiten. Vor Ihnen um Geld? Nicht besonders feinfühlig. So war es nicht ganz. Ich habe an der Tür gelauscht. Würden Sie mich entschuldigen? Ich habe eine Verabredung. Miss Harrow, hören Sie, ich möchte gern einem Freund helfen, der ohne Beweise des Mordes beschuldigt wird. Was immer Sie gehört haben. Auch dann, wenn es rein zufällig war, könnte sehr wichtig sein. Natürlich, Sie haben recht. Als ich draußen war, hat sie ihn sofort darauf angesprochen. Es ging um eine große Summe. Mein allerherzlichstes Beileid, Mrs. Post. Das ist sehr freundlich, Mrs. Fletcher, aber Hemsley und ich lebten bereits seit 10 Jahren getrennt. Daryl, ich sagte Blauentaft. Vielleicht war es so für alle das Beste. Wie meinen Sie bitte? Hemsley war schon seit langem ohne Inspiration. Ein verzweifelter Mann. Das ist mir neu. Ich habe gehört, er hätte gerade einen bedeutenden Roman geschrieben. Tatsächlich? Ich weiß nicht. Er war schon seit Jahren nicht mehr in der Lage zu schreiben. Eigenartig. Dann frage ich mich, wieso Sie in sein Hotelzimmer gegangen sind und gestern Abend von seinem Vorschuss $264.000 gefordert haben. Woher wissen Sie das? Ich habe kein Verlangen, mich in Ihre Privatangelegenheiten einzumischen. Aber Horace Lynchfield steht in dringendem Verdacht, Ihren Mann ermordet zu haben. Ich war es nicht. Aber Sie waren in seinem Zimmer. Die Polizei weiß, Ihr Mann hatte ein kleines Abenteuer. Ich war sicher nicht daran beteiligt. Das Schreiben war nicht das Einzige, mit dem Hemsley völlig am Ende war. Und er hat immer versucht, Frauen zu verführen. Es war ihm ganz egal, bei allen möglichen Gelegenheiten. Er war eben ein Spieler. Möge er Frieden finden, wo immer er auch ist. Das wünsche ich ihm. Die Legende lebt weiter. Entschuldigen Sie mich. Horace! Hallo, Jessica! Horace! Moment, ich bin unterwegs. Oh, Horace, wo waren Sie bloß? Wir haben überall nach Ihnen gesucht. Wie verrückt. Ich wusste, das war irgendwie ein Fehler. Aber nun sind Sie auf der Flucht, das macht es noch komplizierter. Sie müssen sofort zu Mr. Comstock gehen und sich der Polizei das stellen. Das hatte ich befürchtet, aber wie wär's vorher mit einem Drink? Schluss! Auf der Schule haben sie mir furchtbare Namen gegeben. Nervensäge, Brillenschlange. Ich bin jetzt auch dabei, ihr Buch zu lesen. Ich finde es irgendwie... Verwerflich? Die Kritik hat es so genannt. Ja, verwerflich. Ja. Ich hatte gehofft, Sie signieren es mir vielleicht. Es ist mir ein Vergnügen. Verzeihen Sie bitte, Mr. Comstock, aber ich bin sicher, Sie suchen Mr. Lynchfield. Ich habe schon gehört, dass du entkommen bist. Nicht entkommen, verloren haben Sie ihn. Gwen, bitten Sie Lieutenant Meyer zu mir. Mr. Comstock, ist es nicht allmählich an der Zeit, ein paar wichtige Fragen zu stellen? Ich meine zum Beispiel, was ist mit der Widmung in Miss Larks Buch? Das war ein Versehen. Ja, ich hatte es am Tag zuvor signiert und mich einfach im Datum geirrt. Hm. Solche Sachen machen mir häufig Probleme. Sie werden doch nicht glauben, dass ich Hemsleys Mörderin bin. Aber egal, ich habe ja ein Alibi. Ich habe diesen Abend und dann eine herrlich lange Nacht mit dem romantischsten Mann der Welt verbracht. Wer soll das sein? Horace. Aber wenn ich die Nacht in Lucindas Arm verbracht habe, kann ich unmöglich Hemsley Posts Mörder sein. So ein Pech, Lucinda lag und ich erinnere mich nicht mehr. Vielleicht stimmt es überhaupt nicht. Wieso nicht? Möglicherweise braucht sie bloß selbst ein Alibi. Das wäre aber schade, die Erinnerung kommt langsam wieder. Oh, Horace, Sie sollten diesen Fall besser nicht so leicht nehmen. Immerhin geht es um den Mord an Hemsley Post. Ich weiß. Ich bin mir fast sicher, dass ich nicht war. Also kann ich Ihnen helfen, irgendwas zu... Gehen Sie wieder ins Hotel. Trinken Sie keinen Tropfen. Halten Sie sich raus. Sie wollen irgendwo hin? Nach Brooklyn. Nein, keine Frage. Mr. Lipinski? Ja, da bin ich. Ich bin Jessica Fletcher. Die Schriftstellerin? Ja. Ich habe ein paar von Ihren Büchern gelesen. Leichte Kost, aber ganz vergnüglich. Ich habe nie behauptet, Dostojewski zu sein. Mr. Lipinski, es geht um einen Freund von mir, Horace Lynchfield. Der Kerl, der Hemsley Post ermordet hat? Wer hätte gedacht, dass ihn ein Dichter umbringt? Wie gut kannten Sie Mr. Post?
Ich kenne seine Bücher. Ich glaube, Sie haben Post doch mal persönlich getroffen in Vietnam. Sagen Sie, weshalb fragen Sie mich das alles? Ich möchte nur wissen, wieso Sie ihm neulich einen Drohbrief geschickt haben, wenn Sie den Mann nicht mal kennen. Sie verwechseln mich offensichtlich. Ich muss jetzt arbeiten. Entschuldigen Sie mich. Ich hätte das Taxi warten lassen sollen. Haben Sie sich verirrt? Ich bin hergekommen, um mit Frank Lipinski zu sprechen. Der muss hier irgendwo sein, netter Junge. Das ist wahr und sehr begabt. Das kann man sagen. Ich frage mich, was den wozu uns verschlagen hat. Es ist nicht einfach, sich mit Schreiben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Keine Sorge, Frank wird es schaffen, das weiß ich mit Sicherheit, wenn der Junge nur erst dieses Buch verkauft hat. Buch? Aber natürlich, Sie meinen bestimmt den Roman über Vietnam. Soweit ich weiß, gibt's nur diesen einen Roman. Wer weiß, vielleicht schreibt er noch einen neuen. Ganz fein, vielen Dank für Ihre Hilfe. Sagen Sie, wäre es möglich, vielleicht irgendwo in der Nähe ein Taxi zu bekommen? In dieser Gegend? Sehr witzig. Das Telefonbuch liegt beim Münzfernsprecher da drüben. Taxis fahren hier bei uns nicht, doch. Ich danke Ihnen vielmals. Es ist nicht meine. Aber verstehen Sie denn nicht? Ich glaube, das Manuskript, das Mr. Post niemandem zeigen wollte, stammt von Frank Lipinski. Sie haben doch seinen Drohbrief gesehen. Er lag auf dem Tisch in Posts Hotelzimmer. Verstehe. Wir werden die Sache sofort überprüfen. Ich hoffe sehr, dass Sie es sofort tun, Mr. Kamstag. Mr. Winslow. Ah, und wie lautet Ihr Name? Ich bin Jessica Fletcher. Ich wollte Ihr Buch gar nicht kaufen. Wir haben uns auf der Party gesehen. Ja. Man begegnet so vielen Menschen. Habe ich Sie gestern nicht auch im 21 gesehen? Sicher nicht. Gestern war ich in Four Seasons. Und der junge Mann in meiner Begleitung war ein berühmter Reporter. Mit ihm waren Sie essen, nicht mit Tiffany Harrow? Hat sie das etwa gesagt? Jetzt erinnere ich mich wieder. Sie sind die Kriminalschriftstellerin. Ah ja. Ziemlich schlicht gestrickte Fälle. Ich könnte es auch versuchen, aber ich habe seriösere Themen zu behandeln. Ich darf doch annehmen, dass Sie natürlich diesen Mord für einen Roman benutzen. Vielleicht. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mache. Und vor allem hat dieser Krimi hier ja noch immer kein Ende. Eins weiß ich. Mit Bestimmtheit hat es dieser Trottel Lynchfield nicht getan. Zu schwach. Kein Motiv. Oh nein. Eine plausiblere Verdächtige wäre Alexis Post. Die verschmähte Frau. So? Aber ich hatte eigentlich gedacht, Alexis hätte Hemsley damals den Aufpass gegeben. Nein, da haben Sie Unrecht. Andersherum war es. Deswegen hat sie ihn auch mit so viel Geld abgefunden. Sie hat ihn förmlich verjagt mit ihrem ewigen, eifersüchtigen Gehabe. Soll ich Ihnen was verraten? Als wir drei früher mal in Florenz im Urlaub waren, war sie sogar eifersüchtig auf mich. Mhm. Das war unglaublich. Ach, so eng waren Ihre Kontakte. Das ist mir neu. Ja. Ich war einmal Hemsleys Privatsekretär, bevor meine eigene Karriere anfing. Oh, Mr. Winslow, ich vergöttere Ihre Bücher. Ich würde gern Ihr neuestes Werk haben. Ja, aber selbstverständlich, sehr gern. Mrs. Fletcher, entschuldigen Sie mich. Natürlich. Ich möchte Sie bitten zu schreiben für die liebste Cornelia in tiefer Zuneigung. Einer wahren und liebevollen Freundin, also etwas ganz Einfaches und Schlichtes. Da drüben, Mrs. Fletcher. Dankeschön. Hallo, Mrs. Fletcher, erinnern Sie sich noch an mich? Oh, ja, die Schriftstellerin, Debbie Delancey. Ja, was halten Sie von meiner Geschichte? Oh, es tut mir so leid, Debbie, aber ich war furchtbar beschäftigt. Ich hatte noch keine Minute Zeit zum Lesen. Ja, natürlich. Ich lese sie bald, ich verspreche es. Sie haben meine Nummer? Ich rufe sie an. Danke. Mrs. Fletcher. Ich hoffe, Miss Harrow, ich störe eigentlich nicht. Wollte ich gerade... Ich wollte Sie bitten, mir zu helfen. Ich habe nämlich ein Problem. Tja, was gibt es denn? Mein Regenschirm ist weg. Eigentlich gehört er meinem Hotelportier und ich hätte ihn längst zurückgeben sollen. Warum kommen Sie zu mir? Jemand hat den Schirm gestern bei der Party für den Seinen gehalten und irrtümlich mitgenommen. Ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht. Oh nein, ich habe nach der Party meinen eigenen genommen. Das weiß ich ganz genau, weil er eigentlich ziemlich auffällig ist. Sie haben recht, das ist nicht meine.
Meiner auch nicht, schade. Sie müssen versehentlich nach dem Dinner Ihren eigenen Schirm mit Adrian Winslows vertauscht haben. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Nur sagt Mr. Winslow leider, dass er nicht mit Ihnen essen war. Dieser heimtückische Kerl. Hören Sie, ich war ängstlich, weil mein Zimmerschlüssel am Tatort gefunden worden ist. Adrian wollte daher jedem, der fragt, sagen, wir wären zusammen zum Dinner gegangen. Ich habe eben gesehen, dass Sie ein Manuskript in die Schublade gelegt haben. Sie wissen, dass der neue Roman von Hemsley Post vermisst wird. Ich habe ihn sicher nicht. Was ich weggelegt habe, ist die Autobiografie eines alten Filmstars. Das Übliche, mein Leben und Werk, Sie kennen das schon. Er sucht nach einem Verleger und ich habe mir gedacht, ich versuche es erstmal selbst, auf eigene Faust. Tatsächlich? Das wollen Sie versuchen? Ja. Nur zur Befriedigung meiner Neugier. Wo waren Sie gestern Abend? Als Hemsley Post dann doch nicht zu mir kam, da nahm ich ein paar Schlaftabletten und ging zu Bett. Erfolgreiche Frauen sind ja häufig ein bisschen allein. Ja? Frank Lipinski? Ja, wer sind Sie? Das ist ein Durchsuchungsbefehl. Treten Sie sich ein. Er kommt über die Feuerleiter. Nehmt ihn fest. Der Kerl ist vielleicht bewaffnet. Vorsicht, vielleicht ist er bewaffnet. Hände hoch! Lassen Sie die Tasche fallen. Lassen Sie sofort los. An die Wand. Hände flach, Beine auseinander. Auf dem Namensschild steht Hemsley Post. Da ist er, der neue Roman von Hemsley Post. Also gut, das war's. Was wollen Sie wissen? Ich gestehe, ich habe ihn ermordet. Und es tut mir nicht ein bisschen leid. Er gehört Ihnen. Einem anderen den Roman zu klauen, ist ja wohl der Gipfel der Niedertracht. Ich kann Lipinski keinen Vorwurf machen. Ich hätte Post auch ermordet. Wenn er es auch zugegeben haben muss. Irgendetwas damit ist völlig falsch. Wieso, was denn? Keine Ahnung. Etwas Bestimmtes weiß ich nicht. So viele andere Menschen hatten jede Menge Motive, Hemsley Post zu töten. Aber sie verwischen mit Geschick sämtliche Fährten. Da ist ja noch die Geschichte von dieser jungen Frau. Ich habe sie letzte Nacht gelesen. Ist sie gut oder eher dilettantisch? Eigentlich ist sie gar nicht mal so schlecht. Es geht um eine junge Frau, die sich erinnert, wie ihr ums Herz war, als auf einmal ihr Bruder nach Vietnam eingezogen wurde. Ich könnte mich bloß an die Nacht mit Lucinda Lark erinnern. Oh, was sehe ich? Die hätte ich Mr. Comstock geben sollen. Ich hatte diese Brille am Tag nach dem Mord gefunden. Ich frage mich, wie kommt die bloß in meine Tasche? Sie gehört da vermutlich Mr. Post. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich das nicht. Ich stelle mir vor, wenn jemand wie Hemsley Post eine Brille kauft, dann nimmt er ein Modell, das mehr Männlichkeit ausstrahlt. Meinen Sie nicht? Pfarrer, halten Sie bitte mal an. Jessica, was ist los? Was sehen Sie? Einen Optiker. Hier, das ist für Stuxy. Ich treffe Sie später im Hotel. Ich habe da mal eine Frage. Kennen Sie hier irgendwo zufällig eine Bar? Ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Madame, wo hat Ihr Optiker eigentlich sein Handwerk gelernt? In der Blindenanstalt? Diese Gläser sind völlig falsch für Sie. Das hatte ich bereits befürchtet. Das linke ist für einen leichten Astigmatismus und das rechte korrigiert eine Myopie. Ich mache Ihnen eine neue Brille. Eigentlich will ich bloß wissen, ob es lange dauern würde, diese beiden Gläser in ein anderes Gestell zu fassen.
Mrs. Fletcher, vielen Dank, dass Sie meine Geschichte gelesen haben. Ich habe gestern vergeblich versucht, Sie anzurufen. Ein Freund von mir hat ein Wochenendhäuschen. Ich fahre manchmal hin, um in Ruhe zu arbeiten. Er hat kein Telefon, aber als ich wieder zu Hause war, habe ich Ihre Nachricht gehört und bin gleich hergekommen. Einen Fernseher gibt es wohl auch nicht? Nein. Debbie, ich fand Ihre Kurzgeschichte wirklich sehr interessant. Ja? Offensichtlich aus dem Herzen geschrieben und aus einer persönlichen Erfahrung. Haben Sie vielleicht irgendwelche Vorschläge, wie sie noch zu straffen wäre oder so etwas? Ich habe hier hinten ein paar Bemerkungen gemacht. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Natürlich nicht. Ist es nicht grauenhaft? Wenn man endlich so weit ist, dass einem die passenden Worte einfallen, kann man sie nicht mehr lesen. Kann ich Ihre Brille ausleihen? Ja, aber ich denke nicht, dass sie Ihnen viel helfen wird. Danke sehr. Oh, wie ungeschickt von mir. Oh nein, das hat gar keinen Zweck. Am besten wäre es, wenn Sie es lesen würden. Ja, 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 das ist ganz richtig. Sie haben recht mit dem Anfang, das ist alles zu unpräzise. Die Gefühle für Ihren älteren Bruder, der in den Krieg muss, sind ziemlich stark und echt. Sie beide müssen sich sehr nahestehen. Unsere Eltern sind früh gestorben und er war sozusagen ein Ersatzvater für mich. In der Geschichte ist sein Name Joe. Vielleicht heißt er ja in Wirklichkeit Frank Lipinski. Offenbar wissen Sie es noch nicht. Gestern hat die Polizei Frank als Mörder von Hemsley Post verhaftet. Nein, 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 das ist ganz unmöglich. Er hat aber gesagt, dass er es war. Trotzdem sagen Sie die Wahrheit, er ist unschuldig. Er hat gelogen, um Sie zu schützen. Ihre Brille wurde im Bett von Mr. Post gefunden. Comstock hatte sie mir in die Tasche gelegt. Ich habe sie anders fassen lassen, damit sie ähnlich wie ihre Ersatzbrille aussieht. Das andere Gestell war aus Kunststoff. Ich erinnere mich genau, dass Sie es trugen, als Sie mich im Foyer ansprachen. Es tut mir leid, dass ich Sie täuschen musste. Ich wollte unbedingt sicher sein, dass ich recht habe, bevor ich irgendwelche Anschuldigungen mache. Ich war wegen der Brille in Sorge. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich sie verloren hatte. Mrs. Fletcher, ich... Oh Gott, ich habe es doch nicht absichtlich getan. Erzählen Sie mir alles. Ich will Ihnen helfen. Sie glauben mir doch nicht. Frank hatte seinen Roman an Post geschickt. Sein einziges Exemplar. Wir erfuhren schließlich, dass er Franks Buch einfach als sein eigenes ausgeben wollte. Frank war wütend. Und da wollten Sie Ihrem Bruder helfen? Ja, ich würde alles für ihn tun. Und dann ergab sich die Möglichkeit, den Roman wiederzuholen. Mr. Post hat gesehen, wie ich ein paar Schriftsteller in der Lobby angesprochen habe. Und er kam zu mir. Er sagte, er hätte Interessantes über meine Kurzgeschichte erfahren. Und er lud mich ein, nach der Cocktailparty in sein Hotelzimmer zu kommen, um über meine Zukunft zu sprechen. Ich merkte bald, was er im Sinn hatte. Ich war mir nicht ganz im Klaren, was ich tun sollte. Mit ihm sprechen oder einfach das Manuskript an mich reißen und wegrennen. Er benahm sich wie ein Tier. Ich musste mich wehren. Aber er war so kräftig. Er hat irrtümlich den Regenschirm von Horace mitgenommen nach der Party. Ich habe es nicht mit Absicht getan. Es war ein Versehen. Dann nahmen Sie die Tasche mit dem Manuskript und gaben beides Frank? Er hatte ihn abgeschrieben. Seinen ganzen Roman, Wort für Wort. Ich gehe sofort zur Polizei, Mrs. Fletcher. Ich will nicht, dass Frank das ausbaden muss. Erzählen Sie der Polizei, was passiert ist. Denn das ist ganz bestimmt ein klarer Fall von Notwehr. Sie glauben mir? Ja. Und das werden die Geschworenen auch. Falls es dazu kommen sollte. Horace, Sie können sich nicht mitten in der Ansprache davonstehlen, vor allem nicht als Gewinner. Oh doch, ich kann und hauptsächlich aus diesem Grund. Sehen Sie sich das doch nur mal an, das ist eine ganz billige Trophäe. Kein Mensch will so einen Unsinn haben. Egal, ich freue mich darüber. Sie sind wirklich ganz erschreckend, altmodisch, wissen Sie das? Also, was ich jetzt dringend brauche, ist eine Zigarette und einen steifen Drink. Lassen Sie uns hier verschwinden, ja? Ich weiß, es geht mich im Grunde nichts an, Horace, aber Ihre ständige Trinkerei wird offenbar schlimm. Meinen Sie, ich sollte es lassen? Das wäre, als wenn man einem Rennauto kein Benzin gibt. Sie wünschen bitte. Ah.
Und mit der Raucherei kann es auch irgendwie nicht mehr so weitergehen. Haben Sie sie erreicht? Ja, ich denke, wir werden um 8 da sein. Wahrscheinlich verpassen wir die Hors d'oeuvre. Ich glaube, das ist kein Verlust. Miss Fletcher, unser Berufsverband bietet das köstlichste Festessen nördlich von New York. Oh, Amos. Hauptsache, wir kommen rechtzeitig zur Ziehung. Denn sie verlosen heute Abend bestimmt tolle Gewinne. Und ich glaube, es ist mein Glückstag. Das will ich hoffen, Amos. Bringen Sie das Auto in die Werkstatt. Okay. Ich hole die Fahrkarten. Ist denn das die Mühe wert? Ich weiß nicht. Hör zu, niemand zwingt dich mitzukommen. Das ist ganz allein meine Privatsache. Ich begleite dich, Steve, das ist doch klar. Gut, wie du willst, das musst du selber entscheiden. Sie fahren nach Boston? Nein, nach Portland. Ach ja, nette Sache, diese Busse. Das ist richtig, um das Reisen wieder zu genießen und sich wohlzufühlen. Ich glaube, den meisten Menschen sind sie zu langsam. Die rasen bloß alle zum Treffen mit dem Totengräber, fürchte ich. Merken Sie es auch, in 20 Minuten werden wir Regen kriegen. Cyrus Laughing. Jessica Fletcher. Gleich geht's los, er kommt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Das ist der Bus nach Boston. Über Newcastle, Brunswick, Portland, Kennebunk, Dover, Portsmouth, Amesbury und Ipswich. Abfahrt in 3 Minuten. Dankeschön. Hier ist Ihr Ticket, Miss Fletcher. Danke, Amos. Oh, ich habe das Gepäck vergessen. Mein Begleiter bringt unsere Sachen. Wir haben nur Handgepäck. Das müssen Sie nicht verstauen. Ja. Ich dachte, Andy Reardon fährt gewöhnlich die Route. Ja, ma'am. Er hat eine Grippe. Ach, wirklich, der Ärmste. Da ist Ihre Tasche. Bitte sehr. Danke. Wir müssen langsam einsteigen. Kind, soll ich dir sagen, wer da ist? Jemand vom College? Unsinn, das ist J.B. Fletcher. Der wäre mir nicht aufgefallen. Hör doch zu. Schatz, du kennst sie. Das ist die Kriminalschriftstellerin. Wirklich? Der Fahrer meint, wir werden früher ankommen, als geplant war. Na, jedenfalls ist die Ziehung erst gegen Ende des Abends. Ich denke, das machen sie absichtlich, sodass niemand vorzeitig wegläuft. Oh, keiner täte sowas, Miss Fletcher. Ich weiß genau, meine Kollegen fressen Ihnen aus der Hand. Sie wollen mir wohl schmeicheln, Amos. Hm. Nächster Zwischenstopp, Newcastle. Thank you.
Wohin wollen Sie? Nach Porto. Das macht $9.60. Was ist denn los? Die Stromleitungen sind unterbrochen. Sie können weiterfahren, aber vorsichtig. Die Straßen sind überschwemmt. Aber man kommt durch, ja? Die Frage ist nur, wie lange. Na gut, vielen Dank. Ja, also dann. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, Sie sind doch J.D. Fletcher, nicht? Ja, richtig. Ja, natürlich sind Sie es. Das wusste ich sofort. Sie sind so eine wundervolle Schriftstellerin. Finden Sie? Ja, und Sie stehen sogar ganz an der Spitze der 10 meistgestohlenen Bücher. Das ist Ihnen vielleicht neu. Der meistgestohlenen. Ich bin Bibliothekarin. In der Bücherei, in der ich arbeite, mussten wir Ihre Romane in den letzten Jahren schon Dutzende von Mal neu anschaffen. Sie werden immer ausgeliehen, aber manche geben Sie einfach nicht mehr ab. Das schmeichelt mir sehr. Ist das wahr? Oh, da bin ich aber froh. Ich habe gehofft, dass Sie halten. Mit dem Auto geht gar nichts mehr. Wie viel macht es bis nach Porto? $9.60. Sagen Sie, irre ich mich oder sind Sie dem Bus vorhin eine Weile gefolgt? Ja, richtig, das war ich. Es war wahrscheinlich besser, Sie vorfahren zu lassen. Ich konnte kaum noch was sehen. Machen Sie sich's gemütlich. Es tut mir leid, es gibt ein technisches Problem. Irgendwas ist nass geworden. Ich sehe mal nach. Wenn Sie wollen, können Sie sich inzwischen die Beine vertreten. Das hat nicht lange gedauert. Nein, aber wir sind noch nicht da. Wirklich nicht? Kommen Sie, wir trinken einen Kaffee. Wenn das so weitergeht, werden wir den Nachtisch verpassen. Steve, bitte. Wieso lässt du es nicht einfach? Ich sagte, du sollst dich da raushalten. Jetzt geh doch schon. Ah,
guten Tag, die Herrschaften. Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz. Guten Tag. Wie haben Sie das noch geschafft? Im Radio habe ich gehört, dass die Rockwater Creek Brücke unter Wasser steht. Keine Ahnung, wir kommen von Cabot Cove. Ach, tatsächlich? Es hieß doch, die Straße sei gesperrt worden. Wir waren offenbar die Letzten, die durchgekommen sind. Ganz bestimmt. Dieses Tief ist sehr ungemütlich. Erinnert mich fast ein bisschen an Mary Ann, Herbst 72. Niemals werde ich das vergessen. Die Straße war fast weg. Ich bin vollkommen durchgeweicht. Kann ich mich hier irgendwo frisch machen? Oh, aber ja, die Toiletten sind gleich rechts. Na, hallo. Könnten Sie mir einen schwarzen Kaffee bringen? Ist das möglich? Für uns beide bitte auch. Ja, aber ein Weilchen wird das schon dauern, meine Damen. Und bekomme ich bitte eine Tasse Tee? Kommt sofort. Danke. Oh, warten Sie. Könnte ich vielleicht einen Drink haben? Klar, in der Bar. Die ist noch geschlossen. Aber wenn Sie eine Minute warten, werde ich sie aufmachen. Vielen Dank. Das ist völlig normales Herbstwetter. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt im November statistisch an jedem Tag bei ungefähr 2:1. Wie Sie hören, ist der Kopf meines Mannes randvoll mit allerlei interessanten Trivialitäten. Besser das als gähnende Leere im Gehirn. Wenn mein Mann Flüge gebucht hätte, würden wir jetzt nicht hier rumsitzen und warten. Oh, das sagen Sie so. Ich habe schon unzählige Mal auf Flughäfen rumgesessen und gewartet, hat mir nie besonders viel ausgemacht. Und wie meine verstorbene Frau gewöhnlich sagte, es ist pure Dummheit, sich um Nebensächlichkeiten, die man nicht mal ändern kann, zu sorgen. Entschuldigen Sie mich. Tja, ich will mir mal ansehen, was es zu essen gibt. Die Speisekarte für Sie, Ma'am. Danke, Ames. Ich fürchte, so wie die Dinge liegen, sollten wir etwas zu uns nehmen. Zu dumm, dass wir das Fest mal verpassen. Das bedauere ich auch. Es tut mir wirklich leid, Miss Fletcher. Es scheint, als wäre dieser Abend verdorben. Oh, Sie dürfen so etwas nicht sagen, Ames. Vielleicht kommen wir doch noch rechtzeitig zu meiner Ansprache. Das will ich hoffen. Kann ich hier irgendwo telefonieren? Draußen ist ein Münzfernsprecher. Hier ist Ihr Tee, Ma'am. Ich danke Ihnen vielmals. Hätten Sie vielleicht etwas zu essen? Ich habe vorhin da am Buffet diesen herrlichen Apfelkuchen gesehen. Ist der rausgemacht? Mein Geheimrezept. Wir hätten gern davon 2 Stück mit Sahne und eine Tasse Kaffee für mich. Kommt sofort. Ich sollte besser nicht länger an die schönen Gewinne denken. Unser Wirt ist kein übler Bäcker. Ja, nur leider ein Hauch zu wenig Zimt. Ich rufe in Portland an und sag Bescheid, was passiert ist. Und, fährt er jetzt endlich wieder? Tut mir wirklich leid. Es geht immer noch nicht weiter. Wo ist denn bloß das Buch geblieben? Entschuldigen Sie bitte. Sir! Ich glaube, wir müssen den Fahrer informieren und anfassen sollten wir zunächst mal nichts, bevor nicht der Coroner da war. Ames, natürlich ist das nicht Ihre Angelegenheit, aber der Fall ist nicht sehr kompliziert. Entweder warten Sie es oder ich oder einer von den anderen Fahrern. Ja, Ma'am, ich weiß, was Sie meinen. Mal sehen. Tja, der Mörder hat ihn auf jeden Fall durchsucht. Ironie des Schicksals. Wieso? Ich meine, ein Mann hat eine Strafe verbüßt, möchte ein neues Leben anfangen und wenige Stunden später wird es ausgelöscht. Woher wissen Sie das denn? Es könnte doch ebenso gut ein Besucher gewesen sein oder ein Angestellter des Gefängnisses. Nein, das glaube ich nicht. Er trägt einen neuen Anzug und nagelneue Schuhe. Und er hat das Ticket mit ungenutztem Geld bezahlt. Was ist das? Sowas. Ja, Sie hatten recht. Das sind seine Entlassungspapiere. Sein Name ist Gilbert Stoner.
schlimmer. Jedenfalls handelt es sich nicht um Raubmord. Das Portemonnaie wurde nicht angerührt. Ist sonst noch was drin? Nicht viel. Da haben wir noch den Führerschein und eine Fotografie. Jemand suchte nach etwas Bestimmtem. Amy, sein Koffer ist verschwunden. Ich sehe, Sie haben die gleiche Idee wie ich. Ich dachte, solange wir hier halten, könnte ich vielleicht... Hör zu, Miriam, Schatz, bitte reg dich nicht auf. Was sagst du da? Ich soll mich nicht aufregen. Du hast nicht gesehen, wie da sitzt. Dieses Ding steht dir so schuld. Ich habe versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitungen sind tot. Nur so einem Wetter wundert mich das auch. Tot? Sie meinen, dass wir nichts machen können und der Mörder ist einer von uns? Er wird uns alle umbringen, einen nach dem anderen, wie furchtbar. So, hier ist ein schöner, frischer Kaffee, Mem. Er wird Ihnen helfen, die Angst loszuwerden und nicht mehr so viel zu zittern. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie der Mörder und wollen mich damit vergiften. In Ordnung. Danke, tut mir leid. Der Kaffee geht auf Rechnung des Hauses, für alle. Trinken Sie doch. Verzeihung, mein Name ist Amos Tapper. Ich bin der Sheriff von Cabot Cove. Ich weiß, dass ich offiziell hier nichts zu sagen habe, aber als Hüter des Gesetzes habe ich die Verpflichtung, die Verantwortung zu übernehmen, bis die Polizei Bescheid weiß. Und ich wäre dankbar für Ihre Hilfe und Kooperation. Wir sind selbstverständlich bereit, Ihnen zu helfen, Sheriff, aber ich weiß nicht, wer der Mann war. Er heißt Stoner, Gilbert Stoner. Er ist heute Nachmittag aus dem Gefängnis entlassen worden. Amos, entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, langsam erinnere ich mich wieder. Ich habe seinen Namen gelesen bei Recherchen für ein Buch. Im Zusammenhang mit einem Raubüberfall. Ja, es ging um eine Bank in Augusta. Warten Sie mal, Stoner. Die Denver Trust Company. Sicher, daran erinnere ich mich gut. Das war ja ganz groß im Fernsehen. Ist etwa 10 Jahre her oder 15? Ja, natürlich. 3 Männer waren das. Sie wurden doch verhaftet, soviel ich weiß. Ja, einer. Ein anderer wurde auf der Flucht erschossen. Amos, ich glaube, es wäre wichtig festzustellen, wo die Fahrgäste im Einzelfall waren. Das ist eine gute Idee, Miss Fletcher. Und ich muss Sie leider auch alle nach Ihrem Namen fragen. Und vor allem, wieso Sie in diesem Bus... Jetzt reicht es. Einen Moment. Offenbar halten Sie einen von uns für den Mörder. Das ist das richtige Wort. Offenbar, Sir. Nur dann nicht, wenn dieser Stoner es geschafft hätte, die Hände über den Kopf zu heben und sich selbst einen 10-Zoll-Schraubenzieher in den Nacken zu stechen. Und das halte ich für sehr unglaubhaft. Dann fangen Sie hier an. Mein Name ist Kent Radford. Meine Frau Miriam, ich bin Mathelehrer am St. Justice College. Genau gesagt, Professor. Meine Frau ist Bibliothekarin. Die Leiterin der Bibliothek. Wir sind auf dem Weg nach Boston zu einer Recherche. Ich war bei diesem Automaten da drüben. Ich habe vorhin ein bisschen gespielt. Nicht zum Vergnügen. Nicht zum Vergnügen? Nein, ich befasse mich mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Das ist meine Spezialität. Und manche Spiele haben interessante mathematische Parameter. Sie sind auch spannend. Er sagt die Wahrheit. Ich habe ihn vorhin eine Zeit lang beim Spielen beobachtet. Und Sie sind? Cyrus Leffingwell. Woonsocket, Rhode Island. Postangestellter im Ruhestand. Briefträger. Aber ich habe keine Ahnung, wer dieser bedauernswerte Kerl ist. Wer sind Sie? Steve Pascal, Computeringenieur. Das ist meine Frau. Wir sind unterwegs nach Portland. Ich war hier die ganze Zeit über. Und ich war kurz draußen am Münzfernsprecher. Ich konnte nicht durchkommen. Die Leitung war tot. Entschuldigen Sie, Mr. Pascal, aber ich habe gesehen, wie Sie mit Mr. Stoner im Bus gesprochen haben. Und ich glaube, Sie hatten beide eine ziemlich hitzige Diskussion. Nein, das ist nicht wahr. Wir hatten nur ein kurzes Gespräch, nichts weiter. Jetzt zu Ihnen. Ich bin Joe Downing, der Kapitän des Fischkutters Mary Sue aus Gloucester. Ich mache Urlaub und besuche meine Familie und auch ich habe das Opfer noch nie zuvor gesehen. Ich habe mir in der Bar einen Whisky genehmigt. Carrie Drayson, ich habe vorhin meinen Mantel zum Trocknen aufgehängt. Wenn mein Wagen es geschafft hätte, wäre ich jetzt nicht mal hier. Mr. Drayson, das mag ja wahr sein, aber unter diesen Umständen wäre es mir lieber, wenn Sie dem Sheriff erklären würden, wieso Sie eine Waffe tragen. Eine Waffe? Oh, großer Gott, Kent! Da ist meine Erlaubnis zum Tragen einer Waffe.
Ich handle mit Juwelen. Der Inhalt dieses Koffers ist äußerst wertvoll. Ich muss mich schützen. Es wäre trotzdem besser, wenn Sie sie mir aushändigen würden. Tut mir leid, Sheriff. Sie sagten ja schon, der Fall ist nicht Ihre Sache. Und soviel ich weiß, läuft hier ein Mörder frei herum. Außerdem, wenn ich diesen Kerl hätte ermorden wollen, hätte ich ihm eine Kugel durch den Kopf gejagt. Das wäre einfacher gewesen. Allerdings. Da fällt mir der Schraubenzieher ein. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe meinen Werkzeugkasten offen vor dem Bus stehen lassen. Jeder hätte sich den Schraubenzieher rausnehmen können. Er war jedem Fahrgast zugänglich. Ich war hinten mit dem Motor beschäftigt. Ja, aber Sie waren auf gar keinen Fall außer Hörweite. Ich habe Stimmen gehört und ich hatte den Eindruck, dass vielleicht jemand ein- und ausgestiegen ist. Aber ich habe das nicht weiter beachtet. Das ist aber ein furchteinflößender Sturm. Mr. Pascal, verzeihen Sie mir bitte, aber Sie und das Opfer hatten nicht, wie Sie behauptet haben, ein kurzes Gespräch und nichts weiter. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Sie dem Mann auf dem Foto nicht nur zufällig ähneln. Es würde uns allen helfen, wenn Sie die Personen auf dem Foto identifizieren würden. Ich muss auf Ihre Fragen nicht eingehen. Nicht auf Ihre und auch sonst auf keine. Steve! Steve hat ihn nicht ermordet, das weiß ich. Mrs. Pascal, wer ist der Mann da auf diesem Foto? Er war Steves Vater. War? Er wurde erschossen gleich nach diesem Banküberfall. Und er war auch der Hauptschuldige, so hieß es. Stoner und der andere Mann konnten flüchten, aber Stoner wurde nach 3 Tagen gefasst. Aber der andere Mann, was geschah mit ihm? Er ist nie wieder gesehen worden, genauso wenig wie die Beute aus dem Überfall. Waren das nicht so um die 200.000 Dollar? Eine 500.000. Ma'am, dieser entflohene Gangster, wissen Sie oder Ihr Mann zufällig, wie er heißt oder sonst etwas? Nein, ich bedauere. Das nehme ich erstmal in Verwahrung. Ich glaube, am besten wäre es, wenn sich keiner von Ihnen entfernt. Ralph, wir werden noch ein paar Kannen Kaffee brauchen. Das glaube ich auch. Wer ist da drin? Niemand. Das ist ja der Punkt. Und da hinten am Ende des Korridors gibt es eine Tür nach draußen. Das bedeutet, dass der Professor hätte rausgehen können, ohne dass ihn jemand gesehen hätte. Genauso der Briefträger oder jede andere Person. Und diese andere Tür führt auch nach draußen, und zwar von der Bar aus und eine in die Küche. Was heißt das für uns? Sie gehen raus. Ja? Ich fürchte, dass Sie es müssen. Natürlich, Ma'am, es ist nötig. Sie begleiten mich doch. Oh, aber sicher. Wirklich, der Busfahrer hat recht. Der Schraubenzieher lag für jeden Griff bereit. Das ist wohl wahr. Darf ich kurz vorbei? Sehr sicher. Was haben Sie vor? Ich wünschte, ich wüsste es. Hey, warten Sie mal. Wieso leuchtet die Lampe? Was ist das? Der Temperaturschalter ist wohl defekt. Ich war doch früher mal Busfahrer, einen ganzen Sommer lang, bevor ich zur Polizei kam. Entschuldigen Sie, Miss Fletcher, ich will nur schnell etwas überprüfen. Thank you.
Ich möchte gern mit Ihnen reden. Habe ich gerechnet. Ich habe mich eben schlecht benommen, aber ich habe Stoner nicht getötet. Mr. Peske, könnten Sie mir schnell mit dem Koffer helfen? Alles da drin weicht immer mehr auf und ich selbst auch. Der Koffer ist durchwühlt worden. Wer weiß, vielleicht hat jemand das Gesuchte gefunden. Vielleicht auch nicht. Mr. Stoner hatte einen Mantel und ein Buch bei sich, das weiß ich genau. Diese Dinge müssten im Koffer sein. Das ergibt keinen Sinn. Hm. Mr. Peske, am besten erzählen Sie uns einfach, worüber Sie mit Mr. Stoner gesprochen haben. Ja, wieso nicht? Ich war noch in der Highschool, als sie meinen Dad erwischten. Von dem Tag an war mein Leben die Hölle. Alle wussten, ich bin der Sohn eines Bankräubers. Ich wollte Stoner in dem Bus treffen. Ich wollte den Anteil meines Vaters an dem Geld nach all dem, was ich damals Schlimmes erleben musste. Das habe ich gedacht. Jetzt weiß ich, es war dumm. Hat Ihr Gespräch Sie zu der Erkenntnis gebracht? Nicht das Gespräch, sondern wie er sich mir darstellte. Ein erbärmlicher, kranker Mann. Sein Leben war ruiniert, genau wie das meines Vaters. Plötzlich interessierte mich das Geld nicht mehr. Und dann habe ich den Bus wieder verlassen und es war vorbei. Und das war alles? Ich gebe meiner Frau recht. Es ist besser, Unabänderliches einfach zu vergessen. Mr. Peskel, da ist noch eine Frage offen. Woher wussten Sie, wann Mr. Stoner aus dem Gefängnis entlassen wird? Das ist leicht zu beantworten. Es stand im Morgenblatt. Lassen Sie mich mal sehen. Berüchtigter Bankräuber wieder auf freiem Fuß. Der Denver Trust Company Fall liegt 15 Jahre zurück. Nun gut. Hier, hören Sie mal. Als die Räuber nach der Tat flohen, wurde eine unschuldige Passantin, die 16-jährige Julie Gibbons, getötet. Zusammen mit Everett Peskel, einem der drei Gangster. Gibbons. Ganz recht. Julie Gibbons. Und unser Busfahrer hat den Namen Ben Gibbons. Tja. Das erklärt dann ja alles. Was erklärt das, Ames? Sie glauben es vielleicht wieder nicht, Miss Fletcher, aber ich wusste schon vor einer Stunde, wer unser Mörder ist. Wie ich ja bereits sagte, geht dieser Fall mich offiziell nichts an, aber ich kann als Zivilperson jemanden festnehmen und das habe ich vor zu tun. Ben Gibbons, hiermit verhafte ich Sie wegen des Mordes an Gilbert Stoner. Sie sind ja verrückt, so ein Unsinn, ich war es nicht. Oh doch. Im Bus hat Miss Fletcher klugerweise den Zündschlüssel betätigt und da sah ich, dass die Kontrolllampe aufleuchtete. Diese Kontrolllampe zeigt an, dass der Motor zu heiß geworden ist. Und den Motor darf man nicht starten, solange Übertemperatur herrscht. Dazu müsste die Startsperre von Hand gelöst werden. Hey, sind Sie auch ganz sicher? Ganz sicher, Ma'am. Also der Schutzschalter liegt schwer erreichbar hinten im Motorraum. Und das heißt, man braucht für diese Reparatur unbedingt ein Werkzeug. Wie zum Beispiel einen großen Schraubenzieher. Niemand von den Fahrgästen hat ihn aus ihrer Werkzeugkiste genommen. Weil sie ihn bei sich hatten die ganze Zeit. Mr. Gibbons, bei diesem Raubüberfall wurde eine unschuldige Passantin getötet. Ein junges Mädchen namens Julie Gibbons. Sie war meine Tochter. Sie werden jetzt erzählen, was passiert ist. Es verging kein Tag, wo ich nicht daran dachte. Jahrelang habe ich auf die Gelegenheit gewartet, sie zu rächen. Und dann hörte ich, dass Stoner aus dem Gefängnis entlassen werden sollte. Ich tauschte den Dienst mit dem anderen Busfahrer. Diese Motorpanne war tatsächlich von mir nur vorgetäuscht. Ich tat so, als ob ich an dem Temperaturschalter arbeitete. Wartete ab, bis er allein war. Als ich wieder in den Bus stieg, saß er da und schlief seelenruhig wie ein Baby. Und dieser Kerl hatte Julies Leben einfach ausgelöscht. Dass er noch lebte und meine Tochter tot sein sollte, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ich hob den Arm und dann trieb ich dem Mann diesen Schraubenzieher ins Knick. Ich konnte einfach nicht anders. Das war's dann, Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Wenn es nur so wäre. Bedauerlicherweise ist es das nicht. Der Schraubenzieher hat den Tod nicht verursacht. Einen Moment mal, Ma'am. Er hat gerade ein Geständnis abgelegt. Ja. Ja, ich bin sicher, Mr. Gibbons ist überzeugt, dass er Mr. Stoner getötet hat. Er hat zugestochen, das ist wahr. Aber Stoner war nicht eingeschlafen. Zu der Zeit lebte er nicht mehr. So ein haarsträubender Unsinn. Wie kommen Sie bloß darauf? Das kann ich Ihnen sagen.
An dem Schraubenzieher waren so gut wie keine Blutspuren und kaum welche an der Wunde. Sie hat völlig recht. Wie ist das möglich? Weil er bereits tot war. Das hätte ich um ein Haar nicht beachtet. Das Blut hatte schon begonnen, sich im unteren Teil des Körpers zu sammeln. Der Mord geschah etwa 10, 15 Minuten vorher. Die Blutergüsse an der Kehle. Aber nein, das kann nicht sein. Er hat wirklich geschlafen. Ich weiß es genau. Hören Sie doch, ich habe ihn ermordet. Ganz sicher. Tut mir leid, Mr. Gibbons. Aber ich bin sicher, dass der Coroner das bestätigen wird. Stoner ist durch Strangulieren und nicht durch Erstechen ums Leben gekommen. Oh, Kent, wie kannst du nur essen? Wieso nicht? Hungern hilft auch nicht weiter. Es ist sinnlos, das Telefon geht nicht. Ich wünschte, die Polizei würde kommen und sehen, was hier geschieht. Ach, mein Sohn hat ein Funkgerät bei uns hinten im Büro. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, aber wenn es jemand von Ihnen bedienen kann, kann er es gern probieren. Oh, ich weiß es. Zeigen Sie mal. Sicher, gern. Kommen Sie mit. Endlich gibt es was zu tun. Vor einem Jahr war ich im Urlaub auf Hawaii, es hat geregnet. Vor zwei Jahren war ich in Athen, es hat geregnet. In diesem Jahr wieder Regen. Versuchen Sie es mit Nordafrika. Die Niederschlagsmenge ist kaum der Rede wert, statistisch gesprochen. Ich konnte noch nie sehr viel mit Kamelen anfangen. Hier spricht Carrie Drayson, Cozy Corner Kitchen. Dies ist ein Notfall. Hört uns irgendjemand? Bitte melden. Haben Sie Erfolg? Notruf an alle. Hört mich irgendjemand? Bitte melden. Bei dem Wetter kann man nicht viel erwarten. Ja, Sie haben vielleicht recht. Mr. Drayson, Sie werden mir verzeihen, aber für jemanden, der eine Waffe trägt, sind Sie sehr unvorsichtig. Was soll das nun wieder bedeuten? Sie haben Ihren Koffer mit dem angeblich so wertvollen Inhalt ohne Bedenken nebenan auf dem Tisch gelassen. Merkwürdigerweise haben Sie nicht befürchtet, dass ihn jemand stiehlt. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass der Koffer tatsächlich Schmuck enthält. Würden Sie vielleicht erlauben, dass sich Sheriff Tappert den Inhalt ansieht? Meinetwegen, Mrs. Fletcher. Ich ermittle für die Gesellschaft, bei der die Denver Trust Company versichert war. Und Sie haben den Auftrag, Mr. Stoner zu verfolgen, in der Hoffnung, dass er Sie zu dem gestohlenen Geld führt. Das ist richtig. Sieht aus, als gäbe es ein paar Schwierigkeiten. Ja, so sieht es aus. Außerdem ist vielleicht nicht alles verloren. Wenn wir den Mörder fassen, finden wir möglicherweise die Beute. Ich weiß nicht, ob die Sache wirklich so leicht sein wird. Kent und ich wollten keine Kinder. Aber wir könnten uns bei unseren Gehältern wahrscheinlich auch gar keine leisten. Denken Sie etwa wir? Oh, danke. Ames, eins weiß ich. Wer immer es war, der Stoners Koffer durchwühlt hat, hat was Bestimmtes gesucht. Aber hat er es auch gefunden? Höchstwahrscheinlich war es Stoners Ex-Partner. Aber welcher von den Fahrgästen ist es? War es der College-Professor, der Postbote, der Kapitän oder eventuell Ralph? Ames, eine Sache verstehe ich gar nicht. Und zwar, Stoners Koffer ist da, aber wo ist sein Mantel und wo ist dieses Buch, das ich gesehen habe? Ja, das ist sehr seltsam. Da haben Sie ganz recht. Es kann sein. Ames, es geht los. Wohin gehen Sie? Zum Bus. Miss Fletcher, es ist furchtbar nass da draußen. Ach, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Das habe ich mir gedacht. Haben Sie auch gedacht, dass ich einen Schnupfen kriegen würde? Das ist nicht der Platz, auf dem er vorhin gesessen hat. Tatsächlich? Also, ich habe genau hier gesessen. Und das war Stoners Platz. Aha. Der Mantel und das Buch. Die Nacht, in der der Henker sang, von Hamilton Pound, erste Auflage. Schon eigenartig. Total zerflattert von außen. Und er hat trotzdem die meisten Seiten nicht aufgeschnitten. Oh nein, das hat gerade noch gefehlt. Bleiben Sie bitte alle ruhig. Ralph, haben Sie eine Taschenlampe? Ja. Hier ist sie.
Hätten Sie vielleicht Kerzen? Die brauchen wir nicht. Ich habe einen Generator hinten im Shop. Den nehme ich gleich in Betrieb. Da kann ich Ihnen helfen. Ich weiß noch, als kleines Mädchen war ich auf dem Ferienlager. Nachts haben wir uns Gruselgeschichten erzählt. Aber leider ist dieses Mal das Monster keine Erfindung. Wann haben Sie dieses Ding das letzte Mal benutzt? Vor 2, möglicherweise auch vor 3 Jahren. Damals hat es funktioniert. Es kam aus dem Büro. Mr. Grayson. Was ist passiert? Jemand hat ihn angeschossen. Es ist nur eine Fleischwunde. Grayson, wer war es? Ich weiß es nicht. Sheriff, das Funkgerät ist völlig kaputt. Da will uns jemand von der Außenwelt abschneiden. Wer immer es war, jetzt hat er eine Waffe. Die Pistole scheint weg zu sein, Miss Fletcher. Jemand muss die Waffe haben, Amos. Wir sollten noch mal versuchen zu telefonieren. Die Leitung ist jetzt vielleicht repariert. In Ordnung. Ralph, gehen Sie mit ihm. Ich möchte nicht, dass jetzt jemand allein bleibt. Ich hoffe, Sie verstehen. Hören Sie das auch? Ich glaube, das Gewitter zieht allmählich wieder ab. Verdammt, das tut weh. Ja, darf ich vielleicht mal? Ein Seemann weiß, wie er sich und seine Kameraden versorgt. Denn wenn wir auf See sind, ist es so, dass jeder dem anderen hilft. Anders geht's nicht. Gute Arbeit, Captain Downing. Danke. Sind Sie absolut sicher, dass Sie nicht sehen konnten, wer auf Sie geschossen hat? Ich weiß wirklich nichts. Ich wollte versuchen zu funken. Da kam jemand von hinten und schlug mich einfach nieder. Ich griff zur Pistole, sie ging los und als ich zu mir kam, lag ich auf dem Boden. Da waren Sie auf einmal im Raum. Wieso will irgendjemand, dass wir keinen Kontakt mit der Außenwelt herstellen? Weil er seine Arbeit noch nicht abgeschlossen hat. Wir sind ja noch nicht alle erwürgt. Vielleicht übertreiben Sie Ihre Angst etwas, Mrs. Redford. Wenn es im Ernst wäre, hätte der Angreifer Mr. Grayson auch ermorden können. Ich glaube, er will im Grunde nur irgendetwas sagen, das Stoner gehört. Und er will sicherstellen, dass niemand ihn stört, solange er diesen Gegenstand noch sucht. Sucht und was? Weiß nicht genau. Möglicherweise etwas, was ihn zu der verschwundenen Beute führt. Amos? Hm? Mr. Stoners Buch ist nicht mehr da. Was? Oh, erst die Pistole und jetzt noch das Buch. Was als nächstes? Moment mal, das kann nicht sein. Jemand stiehlt das Buch, läuft ins Büro und schlägt Grayson fast den Kopf ein. Es war nicht genügend Zeit dafür. Er konnte ja nicht wissen, wie lange der Strom ausfallen würde. Er weiß, er könnte auch einen Komplizen haben. Dann ist es noch schwieriger. Und vor allem noch gefährlicher, denn der Täter hat jetzt eine Waffe. Ich würde gern wissen, wo sich jeder der Anwesenden befand, bevor der Strom ausfiel. Steve und ich waren hier. Das sagen Sie. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Hören Sie auf, sich zu streiten. Es war dunkel. Wer weiß schon, wo jemand war? Das Telefon im Büro ist tot, genauso wie der Münzfernsprecher. Wir versuchen es in einer halben Stunde nochmal. Wieso fahren wir eigentlich nicht weiter? Oh nein, nein, das ist doch zu gefährlich. Die Straßen kann man nicht befahren. Können wir uns hier sicherer fühlen? Ich glaube, ich wäre im Augenblick wirklich lieber in unserem Bus. Nein, jetzt hören Sie zu. Unser Busfahrer hat vollkommen recht. Ich fürchte, wir müssen noch einige Stunden auf besseres Wetter warten. Wenn wir dann immer noch leben. Eigenartig, dass Sie das sagen, Mrs. Redford. Es ist denkbar, dass von den Männern hier einer zu den 3 Gangstern gehört, die diesen Raubüberfall damals gemeinsam begangen haben. Ich weiß nicht. Meinen Sie nicht, diese Schlussfolgerung ist ein bisschen gewagt, Ma'am? Es wäre aber möglich. Etwas weiß ich ganz genau. Es gab irgendjemanden im Bus, der für Stoner furchteinflößend war. Das war deutlich, als er einstieg und sich die Fahrgäste ansah. Kommen wir zurück zu dem vermissten Buch. Sie haben ganz recht, Sheriff. Keiner von uns hatte Zeit genug, um das Buch zu stehlen und im Büro dann auch Grayson anzugreifen. Wo kann das Buch hingelangt sein? Vielleicht, verzeihen Sie mir, das ist nur eine Hypothese, aber ein sehr gutes Versteck wäre möglicherweise ein großer Strickbeutel. Und eine Bibliothekarin weiß am besten, was das Buch für einen Wert hat. Das ist empörend. Und außerdem beleidigend, Mrs. Fletcher. Warum sehen wir nicht nach? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Um Himmels Willen, Miriam, wenn Sie sich gern zum Narren machen will, dann lass Sie es doch tun. Hier, Mrs. Fletcher. Wirklich, das finde ich unglaublich.
Miriam, das ist das Buch. Was soll das? Ich meine, ein toter Mann kann das Geld nicht brauchen, das es für eine teure Erstauflage gibt, aber wir schon. Ist doch bloß ein alter Krimi. Das stimmt eben nicht, Mr. Redford. Sie wissen es also auch. Ja. Hm. Der Krimi ist das Einzige, was dieser Schriftsteller je geschrieben hat. Es gab nur eine limitierte Auflage. Wie viel ist es wert? Fast 2000 Dollar. Es wäre viel mehr wert, aber der Einband und Buchrücken sind ziemlich beschädigt. Es wurde in dem Jahr veröffentlicht, in dem Stoner verhaftet wurde. Er hat es die ganze Zeit in seinem Besitz. Aber da er noch nicht mal die Seiten aufgeschnitten hat, war es nicht zum Lesen gedacht. Ein Schließfachschlüssel. Ist es das, wonach Sie gesucht haben, Captain Downing? Oder sollte ich sagen, Mr. Downing? In welche Rolle Sie auch schlüpfen, Sie können Ihr albernes Seemannsgarn fallen lassen. Ich bin sicher, ein Kapitän würde in so einem Fall einen Seemannsknoten binden und nichts anderes. Pfoten weg! Ich wusste, darauf würden Sie nicht kommen. Rühren Sie sich nicht! Und ich warne Sie alle, tun Sie nichts Dummes! Mrs. Fletcher, geben Sie sofort den Schlüssel heraus. Ich glaube, da haben wir den Mörder. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist jetzt alles vorbei. Sie täuschen sich. Ich habe Stoner nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Das können Sie der Polizei erzählen, wenn das Unwetter vorbei ist. Ich schwöre hoch und heilig, Sheriff, er war schon tot, als ich den Bus bestieg. Ja, sie ist richtig. Ich habe seine Taschen durchsucht und den Koffer genommen, aber er war nicht mehr am Leben. Also Sie haben mich kampfunfähig gemacht. Ja, ich wollte mehr Zeit gewinnen. Ich wusste, dass Stoner das Geld irgendwo versteckt haben musste und ich wollte wissen, wo, bevor die Polizei hier rumschnüffelt. Sie waren also Stoners Partner? Ja. Dieser Schweinehund hat mich betrogen, ist mit dem Geld abgehauen und hat es versteckt. Dann hatte Mrs. Fletcher recht. Sie waren es, vor dem er Angst hatte, als er den Bus stieg. Er hat sie trotz der albernen Verkleidung erkannt. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Denken Sie tatsächlich, dass ich so ein Ding im Bus durchziehen würde bei meiner Vergangenheit? Das hielt ich für zu gefährlich. Die Polizei wäre doch sofort dahinter gekommen. Ich hatte ja ein Motiv. Ich hätte ihn niemals in so einer Situation umgebracht, wo ich festsitze wie eine Maus in der Falle. Ja, ja, ich sagte es Ihnen schon. Die zuständigen Stellen werden alles untersuchen. Es tut mir so leid. Ich war wirklich dumm, aber jetzt weiß ich, dass Mr. Downing nicht gelogen hat. Was? Ja, und noch schlimmer. Von Anfang an hatten Sie recht. Vergeben Sie mir meine Sturheit. Ich bedauere, Ma'am. Ich verstehe nicht. Es ist wahr, oder nicht, Mr. Gibbons? Sie sind tatsächlich Stoners Ware. Das stimmt doch. Wenn Sie so wollen, ja, Ma'am. Ja, natürlich. Ich habe Ihnen ins Genick gestochen. Das wissen Sie doch schon längst. Aber was Sie uns nicht erzählten, ist, dass Sie Stoner vorher schon erwürgt hatten. Eigentlich sind das zwei Tatbestände. Ich muss schon sagen, Ma'am, es tut mir leid, aber... Doch, Mr. Gibbons, obwohl ich glaube, Sie wollten ihn nicht tatsächlich umbringen. Aber Sie haben es getan und das kann man beweisen. Ganz sicher, Ma'am. Als der Sheriff und ich die Leiche im Bus entdeckten, fiel mir auf, dass auf Stoners Kragen und Revers kleine Fettflecken waren. Darüber habe ich nicht mehr weiter nachgedacht, als Sie den Mord mit dem Schraubenzieher gestanden hatten. Wenn Sie ihn von hinten erstochen haben, hätten Ihre Hände auf keinen Fall sein Revers berühren dürfen oder seinen Kragen. Und wie Sie es erzählt haben, waren Sie hinter ihm. Es war keinesfalls das Ziel von mir, Stoner zu ermorden, das schwöre ich Ihnen. Ich wollte einfach nur, dass ihr begreift, wie viel Schmerz er mir zugefügt hat. Alle hatten den Bus verlassen, außer Stoner und dem jungen Mann. Ich zögerte die Arbeit am Motor hinaus und wartete auf die Gelegenheit, ihn allein anzutreffen. Er war widerwärtig, kaltblütig. Er sagte, das dumme Kind, das ihm damals im Weg herumgestanden hätte, wäre ihm verdammt egal. Er hätte seine Zeit abgesessen und niemand könnte ihm was anhaben. Dummes Kind, hat er gesagt. Sie war das süßeste Mädchen, das Sie je im Leben gesehen haben. Da bin ich plötzlich durchgedreht. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, als daran, ihn umzubringen. Als ich aus dem Bus stieg, zitterte ich so, dass ich dachte, ich würde ohnmächtig werden.
Mir wurde auf einmal klar, was ich getan hatte. Ich hatte einen Menschen getötet. Ich war nicht besser als er. Gleich darauf kam der Kapitän aus dem Restaurant und stieg in den Bus. Ich dachte, jetzt bin ich geliefert. Aber als ich durchs Fenster sah, war er dabei, Stoners Taschen zu durchsuchen. Und dann nahm er den Koffer und verschwand. Ich stand zunächst ganz fassungslos da und überlegte mir, was zu tun wäre. Und plötzlich sah ich die Lösung. Ich hatte keine Wahl mehr. Ich musste den Schraubenzieher nehmen. Aber wieso denn? Ich glaube, Sie wissen die Antwort darauf. Sie wussten, dass der Coroner herausfinden würde, dass er durch Erwürgen, nicht durch die Stichwunde gestorben ist. Durch das Geständnis, Stoner erstochen zu haben, wollten Sie vertuschen, dass Sie tatsächlich der Mörder sind. Wie Mr. Downing ganz richtig vermutet hatte, würde die Polizei erstmal die Vorgeschichte wissen wollen. Downing hat geglaubt, dass man ihn für den Hauptverdächtigen halten würde. Und Sie haben gehofft, einer Verhaftung wegen Mordes zu entgehen, mit dem Trick, einen Mord zuzugeben. Armer Kerl, irgendwie tut er mir leid. Nicht nur Ihnen, Mr. Leffingwell. Aber ich denke, ein guter Anwalt könnte ohne weiteres auf verminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren. Und in diesem Fall wäre es begreiflich. Und Sie fahren nicht weiter nach Portland? Tapper und ich müssen zurück nach Cabot Cove. Wie schade, es hat mich gefreut. Gute Reise. Das Vergnügen war meinerseits, Mr. Leffingwell. Hey, Miss, was ist los? Man hat Sie auf dem Bankett schrecklich vermisst, Miss Fletcher. Sheriff Bingley hat statt Ihrer eine Rede von über einer halben Stunde gehalten. Bingley tut nichts lieber, als sich selbst zuzuhören. Oh je. Ja, aber es sollte noch schlimmer kommen. Nach der Ansprache war die Ziehung für einen wunderbaren Fernseher. Ich wusste, wir hätten dabei sein sollen. Oh, Amos, das tut mir leid. Aber so schön ein Fernseher auch ist, Sie können bestimmt auch ohne ihn leben. Aber mein Name wurde nicht gezogen, Miss Fletcher. Sondern Ihre. Wie bitte? Junge, das ist mir egal. Du bewegst deinen blanken kleinen Hintern bis zum Gefängnis und gehst nicht wieder raus, bevor du nicht mit ihm geredet hast. Und wenn ich sage reden, meine ich, ich will seine Unterschrift und eine Kopie davon. Verstanden? Setz dich auf der Stelle in Bewegung, Henry. Ich habe 1 Million Dollar in dem Flugzeug sitzen, die mir verdammt wichtig sind, Junge. Oh, und noch etwas, hör zu. Sorg dafür, dass der Buchvertrag zustande kommt. Nur so werden wir irgendwann Geld sehen, Henry. Von oben sah alles so schön aus. Wie ist hier das Wetter? Recht gut, Ma'am. Gestern hatten wir fast 40 Grad. Oh, so heiß. Debbie Fletcher, ich würde Sie überall erkennen. Mr. Porter? Milton Porter zu Ihren Diensten. Es ist mir eine Ehre, Sie in Texas willkommen zu heißen. Die Fotografie, die Sie uns geschickt haben, wird Ihnen nicht gerecht. Das ist sehr schmeichelhaft. Ich möchte Ihnen sagen, wie stolz ich bin, dass Sie für uns als Zeugin aussagen, Madam.
Was glauben Sie, wie die schauen werden, wenn ich mit Ihnen den Gerichtssaal betrete? Denen fallen die Augen heraus. Oh, darauf freue ich mich schon. Es ist mir eine Freude, im Fall Harold Endicott als Zeugin aufzutreten. Wissen Sie schon allein der Gedanke, ihn des Plagiats anzuklagen? Die Anklage ist eine Sache, Gewinn eine andere. Wir antworten diesen Geiern mit einer 6 Millionen Dollar Schadenersatzklage wegen Rufmords. Wenn wir mit diesen Gaunern abgerechnet haben, werden sie nackt und bloß in ihren Stiefeln stecken. Nun, Mr. Porter, das Wichtigste hierbei ist nicht das Geld, sondern die gemeine Verunglimpfung von Mr. Endicotts Ruf als Schriftsteller. Sie haben recht. Jeder hat so seine Lebensregeln. Zuerst die Prinzipien, hm? Jedenfalls freue ich mich, dass Sie gekommen sind. Mr. Porter, wann werde ich aussagen? Es könnte jeden Tag sein, Mrs. Fletcher, aber vorher möchte ich Sie in eins der besten Restaurants führen. Und am Wochenende gebe ich eine Cocktailparty. Ich möchte, dass Sie mein Gast sind. Oh, Mrs. Fletcher! Ist alles in Ordnung, Ma'am? Es tut mir wirklich leid. Das sollte es auch. Ich helfe Ihnen hoch. Es geht schon. Danke, Mr. Porter. Es geht schon. Wirklich. Oh, ouch, ich glaube, ich kann nicht auftreten. Ganz vorsichtig. Henry, helfen Sie ihr in den Wagen. Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Fletcher. Wir werden Ihnen den verdammt besten Arzt im Staat Texas besorgen. Es ist sicher nur verstaucht. Henry, ich fahre Mrs. Fletcher selber zu Dr. Sam. Sie bleiben hier und lassen ein polizeiliches Protokoll aufnehmen. Notieren Sie alle Namen und Adressen der Zeugen. Oh, Mr. Porter, das ist doch wirklich... Fahrlässigkeit. Das hätte nicht passieren dürfen. Für uns geht es um 50.000 Dollar Minimum. Das ist ja Wahnsinn. Sie haben recht. Jetzt geht's um 100.000. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie. Tja, Mrs. Fletcher, leider eine schlechte Nachricht. Der Mittelfußknochen ist gebrochen. Oh, wie blöd. Aber die gute Nachricht ist, der Knochen ist nur angebrochen. Wir werden Sie mit einem Gehgips ausstatten. In ein paar Stunden wird es Ihnen möglich sein, schon ein bisschen rumzuhumpeln. Sie haben wohl recht, Dr. Carver. Für Sie ist das eine gute Nachricht, nehme ich an. Wissen Sie, das bewundere ich. Eine positive Sicht der Dinge und unseren Dr. Sam. Ich komme später noch mal vorbei. Ich danke Ihnen, Doktor. Dr. Allison. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ja? Ich möchte mit Ihnen über einen Patienten auf meiner Station sprechen, Barney Ogden. Schwester, ich kenne Mr. Ogdens Beschwerden sehr wohl. Es ist aber so, dem Mann fehlt gar nichts. Richtig, der Befund hat nichts ergeben. Dann sind wir ja einer Meinung. Auf Wiedersehen. Dr. Warner, bitte in die Aufnahme. Dr. Warner, in die Aufnahme. So, was haben Sie für ein Gefühl? Warm. Es sollte nicht weiter anschwellen. Sicherheitshalber bleiben Sie aber eine Nacht hier. Oh, na gut. Wenn Sie Schmerzen bekommen, möchte ich sofort darüber informiert werden. Ganz sicher. Ich bin keine Heldin. Was sich nicht verhindern lassen wird, ist der Juckreiz. Chicago, richtig? Was? Habe ich mir gedacht. Ich habe eine Cousine dort, die auch da zu Hause ist, geboren und aufgewachsen auf der Nordseite. Ich bin von der Südseite, Mrs. Fletcher. Ein paar hundert Meilen entfernt. Findet hier die wilde Party statt, ja? Miss Brooks. Oh, meine Süße, wir sind ja wie Zwillinge. Ich gebe meinen in Zahlung, wenn ich ihren haben kann. Oh, ihrer sieht nicht gerade sehr bequem aus. Soll ich Ihnen was sagen? Ich wollte unbedingt texanisch steppen. Es wurde aber ein Schublatt da draus. Können Sie bitte nachschenken, mein Schätzchen? Warum warten wir nicht, bis wir hier fertig sind? Kaffee und Gips passen nicht zusammen. Ist das nicht toll, wie nett die zu uns sind? Zigaretten, Bourbon, Sex. Pft, alles vorbei. Aber nicht vergessen, Mrs. Winthrop. Sie sagen es, mein Kleiner. Wir sehen uns sicher noch. Bis später. Wir machen einen Wettlauf auf dem Flur. Ich mache mit dir einen Wettlauf auf dem Flur. Maine ist wunderschön zu dieser Jahreszeit, Mrs. Fletcher. Oh, Maine ist zu jeder Jahreszeit schön, Miss Horton. Zugegeben, ich vermisse diese Schneegestöber überhaupt nicht. Wollen Sie meinen Ausweis? Ausweis? Meine Krankenversicherung. Nein, in Ihrem Falle brauchen wir das nicht. Oh, wieso denn? Machen Sie sich wegen des Geldes keine Gedanken, Mrs. Fletcher. Sie können sich denken, wer das alles bezahlen wird. Alle nötigen Untersuchungen, Marge. Die Kosten sind nebensächlich. Selbstverständlich, Mr. Porter. Oh, Schwester Wells bringt Sie auf Ihr Zimmer. Und ich hoffe, dass Sie sich hier bei uns wohlfühlen, Mrs. Fletcher. Da bin ich sicher, wenn es nicht zu lange dauert. Sie lassen mich wissen, wenn Sie irgendetwas brauchen. In der Zwischenzeit werde ich mich mit dem Flughafen in Verbindung setzen. Mr. Porter, das war ein Unfall. Ich möchte niemanden verklagen. Still, Madam. Wenn Sie so reden, bringen Sie uns Anwälte ums Geschäft. Guten Tag, Jenny. Tag, Dr. Kenyon. Kennen Sie schon... Das ist doch Mrs. J.B. Fletcher. Sehr erfreut. So wie Ihr Anwalt ins Telefon geschrien hat, weiß jetzt jeder alles in diesem Krankenhaus über Ihren Fall. Darf ich mal sehen? Oh, sicher, natürlich. Wie fühlt sich das an? Oh, nicht schlecht. Dr. Allison hat gute Arbeit geleistet. Allison, hä? Huh?
Ja, ich denke, es sieht gut aus. Falls das Bein anschwillt, möchte ich gleich informiert werden. Wenn der Gips nicht korrekt angelegt ist, kann es Probleme geben. Kommen Sie auch zu Sams Dinnerparty, Jenny? Nein, ich glaube, ich stehe nicht auf der Einladungsliste. Außerdem habe ich heute Nachtdienst. Ach, wie bedauerlich. Wir sehen uns sicher noch, Jessica. Das ist seltsam. Was? Der Gesichtsausdruck von Dr. Kenyon, als ich Dr. Allison erwähnte. Sie sollten die beiden mal erleben, wenn Dr. Sam da ist. Dann benehmen sie sich wie Schuljungs. No. Ist diese Art von Kompetenzgerangel nicht etwas kindisch? Für die nicht, leider. Aber ich kann es ihnen auch nicht verübeln. Letztes Jahr wurde ein Arzt gefeuert und Dr. Sam erzählte herum, dass er inkompetent sei. Und wieso betrifft das Allison und Kenyon? Es gibt ein Gerücht, dass Dr. Sam schon einen Ersatz für einen hat. Nur für einen? Ja, wir wissen aber nicht für wen. Dr. Sam rückt damit nicht heraus. Sie springen sich dauernd an die Gurgel. So, jetzt schön vorsichtig. Ja, so ist es gut. Okay, jetzt umdrehen. Mir scheint, dass Dr. Sam hier viel Macht ausübt. Sie haben recht. Eine schlechte Kritik von Sam Garver kann jeden von uns vernichten. Liegen Sie so bequem? Oh ja, vielen, vielen Dank, ja. Gut, wenn Sie irgendwas brauchen, können Sie hier klingeln und wir sehen uns später. Fein, danke, Jenny. Fahrt vorsichtig, ihr beiden. Ich möchte euch nicht in der Klinik wiedersehen. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Jedes Jahr legst du dich in diese Klinik, als hättest du kein Dach über dem Kopf. Ich will mich um meinen Körper auf die bestmöglichste Weise kümmern. Ich möchte mich nicht so gehen lassen wie manche Leute. Ich nenne keinen Namen. Oh, Dr. Sam. Dr. Sam, ich glaube, Billy Don will nicht, dass ich wieder gesund werde. Ach, Melanie, halt die Klappe. Das Einzige, was wirklich krank an dir ist, ist dein blödes Mundwerk. Nur warte so, Liebling. Wenn du nicht aufpasst, hast du gleich was am Hals. Einen schönen kleinen Prozess. Mit Porter sorgt schon dafür, du Esel. Warum sucht ihr euch immer meine Dinnerparty aus, um euch zu befenzen? Was halten Sie davon, Kenyon? Wenn zwei sich streiten, sollte man keine Partei ergreifen. Es ist viel zu gefährlich. Das ist es, was ich an Ihnen schätze. Ihre Unentschlossenheit. Wie dem auch sei, morgen komme ich zu meinem jährlichen Check-up. Haben Sie nicht vielleicht einen Wochenend-Spezialtarif, Sam? Was geht dich das an? Es ist mein Geld, Billy Don. Mein Vieh, mein Öl und mein Check-up. Das Telefon rettet mich. Tut mir leid, Doktor. Ich brauche Ihre Erlaubnis für ein paar Untersuchungen. Nein! Und würden Sie gefälligst die Güte haben, mich nie wieder zu Hause anzurufen? Ich möchte mich verabschieden, Dr. Sam. In 45 Minuten habe ich Dienst. Ich hätte Sie wahrscheinlich ohnehin verjagt. Das Essen war ganz hervorragend. Es war sehr freundlich von Ihnen, mich einzuladen. Überhaupt nicht. Übrigens lade ich Dr. Allison am Sonntag zum Brunch ein. Ich darf niemanden bevorzugen. Entschuldigen Sie, der Automat hat mein letztes Kleingeld verschluckt. Wäre es möglich, dass Sie mir einen Dollar wechseln, Mr. L. Orton? Nein. Sonst noch was? Oh, nein, entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Morgen nach nördlichem Nebelstärke nur vereinzelt auflaufende Bewölkung. Etwas sprühend. Entschuldigung, könnten Sie mir Geld wechseln? Ah, Schwester Horton. Mrs. Fletcher, Sie sollten aber noch nicht herumlaufen. Ich wollte so gern einen Tee haben. Wir hätten Ihnen doch einen bringen können. Ach, ich wollte Sie nicht stören. Es sind so viele Leute hier, die wirklich krank sind. Reden Sie nicht von Verantwortung, Allison. Ich habe keine Lust, Ihr Versagen auf meine Schulter zu nehmen. Hören Sie auf, Kenyon. Ich muss mir nicht sagen lassen, wie ich diese Schicht leiten soll. Und Ihre alte Krawatte beeindruckt mich auch nicht. Wenigstens besitze ich eine. Wenn Sie reden wollen, tun wir es lieber unter vier Augen. Sicher. Was zum Teufel ist in Sie gefahren, mich vor dem gesamten Team bloßzustellen? Dazu haben Sie selber beigetragen. Werden Sie bitte nicht laut. Hören Sie, Kenyon, ich bin bis oben bedient. Das Problem werden Sie nicht mehr länger haben. Was soll das nun wieder heißen? Das heißt, Sie werden gefeuert. Ich habe es frisch vom Alten. Kenyon, Sie sind der letzte Schweinehund. Leider sind Sie zu blöde, um es zu merken. Sie machen hier Urlaub vom ersten Tag an.
Das ist Dr. Semgawas Haus. Keine Antwort. Ich fahr gleich hin. Mann, haben Sie's gut. Dr. Ellison hat Ihnen Dr. Sams weltberühmte Pfannkuchen verschrieben. Weltberühmt. Wenigstens bei uns hier. Ja, appetitlich. Das kann man nicht unbedingt als Krankenhauskost bezeichnen. Um die Wahrheit zu sagen, das ist hier kein typisches Krankenhaus. Was ich damit sagen will, ist, wenn reiche, verwöhnte Leute krank werden, wollen sie auch weiterhin verwöhnt werden. So lautet Dr. Sams Regel Nummer 1. Hallo, Sie alle. Georgia, such dir einen hübschen Praktikanten. Na, meine Süße, Sie machen ja richtig Schlagzeilen. Seite 3. Oh, dieser Mr. Porter verliert wirklich keine Zeit, oder? Milt Porter würde sogar Gänseblümchen am Südpol pflanzen. Mein Schätzchen, könnte ich ein paar von den Pfannkuchen und einen Kaffee haben? Pfannkuchen ja, aber keinen Kaffee. Dr. Kenyon hat von Dr. Sam erfahren, dass Sie viel zu aufgedreht sind. Bis auf Weiteres ist Ihnen nur Möhrensaft gestattet. Dieses Zeug sieht aus wie vergiftet. Wie geht's Ihnen, Jenny? Verzeihen Sie, dass ich störe. Ich sollte mich wohl bei Ihnen entschuldigen, Mrs. Fletcher. Wegen gestern Abend. Ich war unhöflich. Oh, bitte, das ist doch nicht weiter schlimm. Kennen Sie Sally Winthrop? Barney Ogden, Ma'am. Hi, Barney. Setzen Sie sich. Kann ich Ihnen flüssige Karotten anbieten? Hier, nehmen Sie meine. Nein, 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 danke. Was ist los? Machen Sie Diät? Nein, es geht mir gut. Jedenfalls sagt jeder, es ginge mir gut. $1,000 am Tag. Da muss es mir doch gut gehen. Marge? 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 Dr. Kenyon, was ist denn los? Dr. Gabel ist tot. Was? Er wurde ermordet letzte Nacht. Ermordet? Nein. In der Radioreportage, die ich hörte, erwähnte man, dass bei ihm eingebrochen wurde. Ach, mein Gott. Die arme Marge. Kann ich ihm helfen? Oh, Mrs. Fletcher? Ja. Ich bin Lieutenant Ray Jenkins. Mord der Zahnarzt. Kann ich Sie eine Minute sprechen? Oh ja, natürlich. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke, Mann. Ich nehme Sie Ihnen ab. Oh, danke schön. Oh. Ich ermittle im Fall Sam Garber. Ich leite die Untersuchung. Oh ja. Ich habe von Ihrem Unfall gelesen. Tut mir wirklich leid. Oh, ich danke Ihnen. Sind Sie deshalb hier, Lieutenant? Ein Beileidsbesuch? Nein, Ma'am. Die Sache ist die. Ich weiß nicht recht, wie ich sagen soll. Ich sag's frei heraus. Ich möchte Sie um Hilfe bitten. Meine Hilfe? Wofür? Aufklärung eines Mordes. Den ein Einbrecher verübte? Oh, nein, Lieutenant. Ich bin nicht sicher, dass es ein Einbrecher war. Sehen Sie, wir fanden Dr. Gabers Leiche im Fischteich neben der Eingangstür. Vielleicht hat man ihn da hingeschafft. Oh. Und die Kugel, die ihn getötet hat, drang in den Körper aus einem Winkel von 45 Grad. Was bedeutet, dass der Doktor weder gesessen hat, noch... Oder von einem Basketballspieler getötet wurde. Zurzeit werden aber leider keine 2-Meter-Typen verhört. Und trotzdem bin ich noch nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann, Lieutenant. Ma'am, ich bin vor kurzem hierher versetzt worden. Aus einer Wildnis. Für mich ist Mord, wenn ein Typ in einer Bar einen anderen in einer Bar tötet. Doch solche Leute... Tja, ich weiß nicht, wie man mit vornehmen Leuten redet, wie man Fragen stellt. Ray, Sie heißen doch Ray, richtig? Ja, Ma'am. Vielleicht sollten wir zunächst den Tatort besichtigen? Das dauert nicht lange. Das Haus des Doktors liegt nur 5 Minuten entfernt. Es ist die Alarmanlage. Zeigen Sie mir, wie sie funktioniert. Man betätigt diesen Schalter, bevor man geht. Bei der Rückkehr hat man 60 Sekunden Zeit, den richtigen Code einzugeben, um die Tür zu öffnen. Und wenn man es nicht tut? Wenn man es nicht tut oder einen falschen Code eingibt, geht auf der Dienststelle ein Alarm los.
Zuerst rufen Sie im Haus an, um zu hören, ob was los ist. Wenn nicht der richtige Code eingegeben worden ist oder sich niemand am Telefon meldet, fährt sofort einer der Wachtposten her. Ja, und so wurde die Leiche von Gawa entdeckt. Um wie viel Uhr war das, als der Wachtposten kam? Um 23.15 Uhr. Der Alarm ging um 23.06 Uhr auf der Dienststelle los. Die Nachbarin sagt, sie hätte was gehört, was sie zunächst für eine Fehlzündung eines Autos hielt, kurz nach den 11 Uhr Nachrichten. Ich schätze, das war der Schuss, der Gawa tötet. Das hört sich logisch an. Was noch? Das ist wohl alles. Außer den Schlüsseln. Wir fanden sie da unten an der Tür. Merkwürdig. Warum lagen seine Schlüssel draußen? Vielleicht hat er sie fallen lassen. Aber er war doch schon im Haus. Warum waren die Schlüssel nicht in der Tasche? Fällt Ihnen dazu was ein? Tut mir leid, Bray. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Mrs. Fletcher. Oh, hallo, Dr. Kenyon. Wir wollten gerade einen Suchtrupp nach Ihnen losschicken. Wo waren Sie denn? Wie Sie sehen, war ich in guten Händen. Wiedersehen, Ray. Ich lasse es wissen, falls ich eine Inspiration bekomme. Danke, Ma'am. Das wäre sehr schön. Dankeschön. Oh, ob Sie mir wohl einen Rollstuhl besorgen könnten? Mein Bein macht sich leider wieder bemerkbar. Ja, natürlich. Wissen Sie, ich muss zugeben, dass ich nicht sehr überrascht war. Dr. Sam hatte viele Feinde. Zum Beispiel den Arzt, den er letztes Jahr entlassen hatte. Woher wissen Sie denn das? Oh, Krankenhäuser sind ähnlich wie Provinzstädte, Dr. Kenyon. Geheimnisse sind schwer zu bewahren. Dr. Sam ist ein brillanter Kopf, aber er war kühl und hielt auf Distanz. Er war oft schroff zu seinen Mitarbeitern. Aber nicht zu ihm. Nein, wirklich nicht, nein. Es war allgemein bekannt, dass ich als sein Nachfolger galt. Ich genoss sein totales Vertrauen. Hat er Ihnen das gesagt? Merkwürdig. Nun, nicht wörtlich, aber er setzte klare Zeichen. So viel ich gehört habe, war es so ähnlich mit Dr. Allison. Allison? Er hatte keine Chance. Allison ist ein zweitklassiger Arzt mit einer viertklassigen Persönlichkeit. Ich habe Sie beide gestern Abend hinter dieser Tür gehört. Ach, da sind wir ja schon. Ich mag Allison nicht und ich habe ihn nie gemocht. Irgendwie ist er mir nicht geheuer. Ein Straßenjunge, der die Straße nicht hinter sich lassen kann. Immer geht er auf Konfrontationskurs. Ich weiß nicht warum. Wenn man sich ihm stellt, hat er sofort irgendeine Antwort parat. Wissen Sie, dass er sogar eine Waffe in seinem Wagen hat? Wirklich? Kann ich Ihnen ins Bett helfen? Oh nein. Ich glaube, ich bleib hier noch ein Weilchen sitzen. Dann war Allison wohl derjenige, der durch einen neuen Arzt ersetzt werden sollte. Wir leben wirklich hier in einem Provinznest. Sie hatten recht. Dr. Kenyon, Sie haben gerade angedeutet, dass vielleicht Dr. Allison für Dr. Gawas Tod verantwortlich ist. Ich? Ich bin doch bloß ein Arzt, kein Polizist. Entschuldigen Sie mich. Oh, entschuldigen Sie bitte. Barney. Oh, Jessica, kommen Sie rein. Entschuldigen Sie, ich war kurz eingeschlafen. Ach, Sie hatten gerade Besuch. Ein Gauner, der Philipp heißt. Mein Neffe. Er treibt sich hier nur herum, weil er glaubt, dass ich bald sterben könnte. Was Sie nicht werden. Oder wünschen Sie sich das? Was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, dass wir es satt haben, uns Ihre schlecht gelaunte Visage anzuschauen. Was ist los, Barney? Finden Sie es hier so schön? Haben Sie keinen Ort, wo Sie hingehen können? Nein. Meine Frau starb vor etwa 9 Jahren. Wir haben auch keine Kinder. Was mir geblieben ist, ist Philipp und ein paar Vettern in Alaska. Der einzige Grund, weshalb Philipp hier herumhängt, ist nur, dass ich seinen Namen im Testament richtig schreibe. Aber Sie haben doch sicher Freunde. Freunde? Nein, ich habe keine Freunde. Ich weiß auch warum, mein Lieber. Sie kümmern sich um niemanden außer um sich selbst. Kommen Sie, JB, gehen wir auf die Terrasse. Die Stimmung hier ist ja schrecklich deprimierend. Hören Sie, Barney, falls Sie zufällig ein kleines Lächeln unter Ihrer Decke versteckt haben sollten, können Sie uns gerne begleiten. Wenn nicht, schicken wir ihn den Kaplan rein zur letzten Ölung. Ciao. Fahren wir, Schätzchen. Hi. Warten Sie, Schätzchen. Sadie, Sie waren aber ganz schön grob zu ihm. Nein, tut ihm gut.
Ich kenne diese Typen. Mein Mann Sepp war genauso. Total verkrampft. Besorgt um sein Geld, besorgt, dass er ausgenutzt werden könnte. Er sorgte sich zu Tode. Entschuldigen Sie. Jessica! Danke, Schwester. Sie waren eine große Hilfe. Ich weiß das zu schätzen. Sicher, ich tue, was ich kann. Das schulde ich unserem Dr. Sam. Ray! Oh, Mrs. Fletcher. Ray, ich habe gerade gesehen, wie einer Ihrer Männer Schwester Wells abgeführt hat. Ja, Ma'am, wir wollen Sie verhören. Es hängt mit dem Mord an Garver zusammen. Aber das ist doch unsinnig. Dieses Mädchen könnte niemandem was tun. Tut mir leid, Ma'am, doch der Sicherheitsbeamte, der Dr. Garvers Leiche entdeckte, sah sie gestern Nacht etwa 3 Häuser weiter. Er hat sie klar identifiziert. Bitte, das muss ein Irrtum sein. Das ist kein Irrtum, Mrs. Fletcher. Eine meiner Schwestern beobachtete, wie Jenny durch den Hinterausgang wegschlich, gegen 11. Sich wegschleichen ist ein sehr harter Ausdruck. Es ist angeordnet, sich abzumelden von der Station, bevor man geht. Das hat sie nicht. Warum? Weil sie sich auf den Weg machte, einen Mord zu begehen. Mrs. Fletcher? Mr. Potter. Ich habe mich aufgemacht, sobald ich Ihre Nachricht erhielt. Ja, schön. Interessant. Sie haben wohl Ihre Meinung geändert. Worüber? Unser gerichtliches Vorgehen gegen den Flughafen. Ich habe ein Dutzend zurück... Oh, nein. Ich möchte, dass Sie die Haftentlassung von Jenny Wells erreichen. Von wem? Jenny Wells. Sie ist Krankenschwester hier in der Klinik. Die Polizei verhört sie wegen des Garver-Mords. Ja, ich habe davon gehört. Die Staatsanwaltschaft glaubt, gute Beweise zu haben. Beweise geistiger Unzurechnungsfähigkeit vielleicht. Sie ist unschuldig. Tatsächlich? Sie wurde gesehen. Sehen Sie, Mr. Porter. Milton, ich habe mit Jenny gesprochen. Ja, sie hat das Krankenhaus verlassen, aber nur um mit Dr. Garver zu reden. Als sie zu seinem Haus kam, war es etwa 10 nach 11. Sie klopfte, aber es öffnete ihr niemand. So wie ich es sehe, ist sie da gewesen, kurz nachdem Dr. Garver umgebracht worden war, doch noch vor dem Eintreffen des Sicherheitsbeamten. Wenn Sie Ihrer Geschichte glauben. Das tue ich. Sie ist unschuldig. Und ich möchte, dass Sie dem armen Mädchen schnell aus der Patsche helfen. Arm. Ja, tatsächlich, Mrs. Fletcher, stecke ich zurzeit bis über beide Ohren in Arbeit. Ich muss am Montag nach Denver fliegen, um diese Sache vor dem obersten Gerichtshof zu vertreten. Und ich wollte ein Buch schreiben, was mich aber nicht davon abhielt, nach Texas zu fliegen. Ich lese Ihre Gedanken. Ja gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich sehe ein, es ist meine heilige Pflicht, dem Gericht zu dienen, die Hilflosen zu verteidigen, ungeachtet von Rasse, Hautfarbe und Glauben. Ja, das ist sehr rücksichtsvoll. Ach übrigens, wann muss ich eigentlich damit rechnen, im Fall Mr. Endicott auszusagen? Das kann jeden Tag sein. Ach, ich wollte Ihnen noch sagen, ich habe für Sie reserviert in einem sehr schönen Hotel. Wissen Sie, Mr. Porter, meinem Bein geht es schon sehr, sehr, sehr viel besser. Aber ich dachte, es wäre gut, noch etwas hier zu bleiben, bis sich die Umstände etwas geklärt haben. Wir bleiben in Verbindung. Auf Wiedersehen. Und gute Besserung. Dankeschön. Ich bin froh, dass Jenny frei ist. Ich will nur sicher sein, dass sie auch frei bleibt. Das wird sie. Außer es tauchen neue Beweise auf. Nun, wenn Sie Beweise wollen, dann suchen Sie sie woanders, was mich noch auf einen neuen Gedanken bringt, Lieutenant. Ich ging gern noch mal zum Tatort. Haben Sie eine Idee? Nein, nichts Spezielles, aber irgendwas stört mich und ich weiß nicht genau was. Ich hole Sie in 30 Minuten ab. Melanie, du regst dich so auf, dass du wirklich noch einmal kannst. Es ist so schrecklich. Es ist einfach nicht mehr dasselbe ohne Dr. Sam. Vielleicht kommst du ja jetzt mal zur Ruhe. Bitte, Billy Don, tu Mami doch einen großen Gefallen. Beweg dein Hintern zu Mid Porters Büro rüber und sieh zu, was mit dem Vertrag für die Ölrechte passiert ist. Dr. Mandonia, bitte kommen Sie zur Röntgenabteilung. Dr. Mandonia, bitte kommen Sie zur Röntgenabteilung. Einen schönen guten Tag. Hallo, Dr. Allison. Gehen Sie wieder aus? Ja, tatsächlich. Ich warte darauf, dass mich ein Freund abholt. Ich dachte, etwas Bewegung könnte mir gut tun. Übertreiben Sie es aber nicht. Ich möchte keine blauen Flecken am ersten Tag unter meiner Leitung. Oh, wirklich? Der Aufsichtsrat hat Dr. Kenyon und mich ernannt, den Laden gemeinsam zu leiten. Auf einer Interimsbasis. Schön, da kann ich nur gratulieren. Ich werde vorsichtig sein. Will man diesen anderen Arzt auch noch verpflichten?
Einen anderen Arzt? Wissen Sie den, den Dr. Gava engagierte, um Sie zu ersetzen? Oder war es Dr. Kenyon? Es war Kenyon, glauben Sie mir. Sehen Sie, der Alte war über meinen Stammbaum nicht sehr erfreut, doch er wusste auch einen guten Arzt zu schätzen. Das hat er Ihnen gesagt? So ist es. Interessant. Ich hätte gedacht, dass Dr. Gava sich nie seinen Untergebenen anvertraut. Ach, ich werde abgeholt. Wir sehen uns. Dr. Sam hat gestern Nacht mit der Klinik telefoniert. Ich habe mir das Gespräch angehört, bevor ich losfuhr. Angehört? Marge Horton, die Ober... Schwester, hat einen Anrufbeantworter an ihrem Apparat. Dr. Sam sprach manchmal Anweisungen für Patienten für den nächsten Tag drauf. Miss Horton schickte uns die Kassette vor etwa einer Stunde. Hören Sie. Marge, ich bin's. Ein paar Dinge für morgen. Ich komme etwas später. Ich will, dass Peabody aufsteht, egal wenn er sich auch beschwert. Zweitens, setzen sich Sadie Winthrop auf Möhrensaft. Sie ist zu nervös, das wird sie dämpfen. Noch was. Diese Schwester Wells entwickelt sich zu einem wirklichen Problem. Sie benimmt sich, als wäre sie Ärztin. Finden Sie einen Vorwand, um sie loszuwerden. Ich gehe jetzt schlafen. Bis morgen. Machen Sie es gut. Das wäre der zweite Stein im Puzzle. Wir hätten ein Beweisstück und wir hätten ein Motiv. Ach, das ist doch Quatsch. Aber Mrs. Fletcher... Lieutenant, Sie sind zu mir gekommen, nicht wahr? Sie wollten Hilfe von mir. Ma'am, ich erbat Hilfe, um Licht ins Dunkel zu bringen. Sie verteidigen dieses Mädchen nur aus reinem Instinkt. Man nennt es Menschenkenntnis. Aber bitte, wenn Sie nur Tatsachen sehen wollen, gehen wir. Also gut, beginnen wir mit Ihrer ursprünglichen Theorie. Gava ging kurz nach draußen. Ein Einbrecher folgte ihm. Nein, das Band widerspricht dem. Er sagte, er würde sich gleich schlafen legen. Und wenn er sich gleich schlafen legen wollte, warum war dann die Leiche hier? Nein. Die ganze Szene draußen war sorgfältig inszeniert. Der Mord muss drinnen im Haus stattgefunden haben. Er saß an seinem Schreibtisch, hat gerade auf den Anrufbeantworter gesprochen. Er legt auf? Er schaut auf. Dann, peng. Ich könnte mir vorstellen, dass es so passiert ist. Der Winkel stimmt nicht. Was wäre, wenn ich etwas näher käme? Das könnte eher ein 45-Grad-Winkel sein. Sie beweisen nur, dass Schwester Wells ihn getötet hat. Nur jemand, den er kannte, konnte ihm so nahe kommen. Wollen Sie damit sagen, dass Jenny seinen toten Körper bis zum Becken hinaus schaffte? Sie ist eine Krankenschwester. Sie ist es gewohnt, Patienten herumzuschieben, oder? Warum wurde überhaupt die Leiche in das Becken geworfen? Das Bassin wurde beheizt, wegen der Fische. So ist die Todeszeit schlechter zu bestimmen. Schlechter? Mhm. Der Wachposten kam um 23.15 Uhr. Die Nachbarin hörte den Schuss so gegen 23.05 Uhr. Der Zeitpunkt des Todes ist doch klar. Lieutenant, haben Sie Platzpatronen für Ihre Pistole? Mhm. Könnte ich beschaffen, glaube ich. Gut, ich möchte was ausprobieren. Sie haben doch sicher irgendwo eine Kamera versteckt, richtig? Wo ist sie draußen vor dem Fenster? Nein, wirklich. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass dieser nette junge Mann ein Polizist war.
Kommen Sie, was soll ich für Sie probieren? Kaffee, Seife, das ist mir völlig egal. Glauben Sie mir, ich werde alles wundervoll finden. Welches Produkt soll ich hochhalten? Ja, pardon, das hat wirklich mit der Polizei zu tun. Heute ist man in der Lage, Fernsehkameras ins Ohr einer Mücke zu stecken. Ich habe das natürlich nicht geglaubt. Ja? Ja, Lieutenant, ich bin bereit. Ist der Fernseher auf die gleiche Lautstärke eingestellt wie gestern Nacht? Ich habe immer die gleiche Lautstärke. Vor 12 Jahren kam ich gerade zu den Lottozahlen rein. Ich hatte mich wie ein Huhn zurechtgemacht. So war das. So hörte sich das neulich an. Genauso hat es sich angehört. Es hat funktioniert. Das stimmt. Ich habe den Schuss gehört. Nun habe ich was gewonnen. Sie hörten den Schuss? Einen Schuss? So ist es. Ich habe 2-mal geschossen. Du meine Güte, ich hab's falsch gemacht. Einer drinnen im Haus, der andere draußen. Der draußen wurde abgefeuert, um die Todeszeit zu vertuschen. Die Frage ist, wer hat geschossen? Wie viel Mal darf ich raten? Schwester Horton? Oh, Mrs. Fletcher, Sie haben mich aber erschreckt. Dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen, die Dr. Garber betreffen? Es fällt mir so schrecklich schwer, mir ein Bild zu machen, wie dieser Mann wirklich war. Das kann ich begreifen. Die Leute hier haben ihn leider alle nicht verstanden. Er war ein fantastischer Arzt, ein Genie. Ich wollte gerne etwas Persönliches erfahren. Wieso fragen Sie mich? Mir ist einfach Ihre Reaktion aufgefallen, als Sie von seinem Tode erfuhren. Und dann hörte ich das Band, das er letzte Nacht besprochen hat. Darauf klang er irgendwie wärmer. Bitte verzeihen Sie mir, was nicht darüber kam, wenn er mit anderen Leuten verkehrte. Wir hatten eine intime Beziehung. Ist es das, was Sie hören wollten, Mrs. Fletcher? Das war ein offenes Geheimnis. An dem Morgen, als man mir von Sam erzählte, ging ich nach Hause, um mich auszuweinen. Ich kam gegen Mittag zurück. Ich dachte, es ginge mir schon wieder besser. Als ich das Band auf dem Anrufbeantworter abhörte und ich... seine Stimme wiederhörte. Miss Horton, kommen Sie schnell! Die Polizei ist im Umkleideraum. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl. Was? Lieutenant, was ist passiert? Untersuchen Sie es. Sie haben kein Recht, hier dieses einfach Recht, so... Ma'am. Durchsuchungsbefehl. Wir haben einen Tipp bekommen. Einen Tipp? Von wem? Der Mann hat seinen Namen nicht genannt. Er gehört mir nicht. Ich habe das Ding nie vorher gesehen. Verlesen Sie ihr die Rechte und verhaften Sie sie. Mordverdacht. Mrs. Fletcher. Ist schon gut, Kind. Lieutenant, Sie machen einen furchtbaren Fehler. Ein Motiv, ein guter Anlass, jetzt noch die Waffe. Die Sachverständigen sollen entscheiden, ob es die Mordwaffe ist. Aber natürlich ist das die Mordwaffe. Warum sollte man jemanden die falsche Waffe unterschieben? Was hast du vor? Bist du denn vollständig verrückt? Du kannst den Mann doch nicht auf Kaution freilassen. Der ist zu gefährlich, um ihn einfach so rumlaufen zu lassen. Er wird noch früh genug draußen sein. In Ordnung, tu das bitte. Tja, wie ich Ihnen schon sagte, Mrs. Fletcher, Dr. Sam war einer meiner besten Klienten. Ein feiner Mann. Ich habe ihn aus 4 Fahrlässigkeitsklagen herausgepackt, bevor es zu Prozess kam. Ja, wir wollten über die Kaution von Jenny Welt sprechen. Ja... ja, wissen Sie, ich kann mir nicht so recht vorstellen, ob ich das hindrehen kann. Die Mordwaffe wurde zweifellos von dem richtigen Mörder in Ihren Schrank geschmuggelt. Sie mögen wohl davon überzeugt sein, Mrs. Fletcher, aber... ja? Dr. Kenyon ist hier, Sir, vom Krankenhaus. Er sagt, es sei sehr wichtig, er müsste mit Ihnen sprechen. Lassen Sie ihn bitte rein. Vielleicht ein Geständnis, Nun, das muss ich leider bezweifeln.
Mr. Porter, ich bin Dr. Wesley Kenyon. Wir haben uns kürzlich in der Klinik kennengelernt, Mrs. Fletcher. Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich bin hier wegen des Falls Jenny Wells. Ja, nun ja, wie ich Mrs. Fletcher schon gesagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Klinik hinter ihr steht, und zwar geschlossen. Und dass wir etwaige Kosten auf uns nehmen möchten. So tatsächlich? Dr. Kenyon, das ist eine noble Geste, finde ich. Allison hätte ihr zu Hilfe kommen sollen, gleich gestern Nacht. Noch ist nichts passiert. Sie sind sich natürlich bewusst, dass dies ein langwieriger und kostspieliger Prozess werden kann. Sir, das ist jetzt unerheblich. Wie Mrs. Fletcher bin ich davon überzeugt, dass sie unschuldig ist. Ich nehme den Fall mit Freude an. Die Augen von Texas ruhen auf dir. Ein schönes, langes Leben. Fertig. Hä? Das will ich sehen. Dumm, die dumm, bam, bam, guck, guck. Hä? Ich dachte, du sammelst Joker. Mhm. Na, wer gewinnt? Mhm. Ich bring sie gerade um. Du bringst wen um, Bruder? Ich? Na komm, nicht die Karten, schnell, schnell. Und um meine Güte, $6.80. Ihr zwei scheint echte Zocker zu sein. Es geht nicht um Geld, sondern ums Prinzip. Sie versucht mich nämlich auszutricksen. Was? Dank dir, Barney. Wie war's bei Milton Porter? Er übernimmt den Fall und die Klinik wird für das Honorar aufkommen. Möchte jemand etwas? Ja, ich hätte gern einen Tee. Kaffee, Schätzchen. Schwarz und mit Zucker. Einen großen, bitte. Gut. Geben Sie einen Möhrensaft. Und mir dasselbe. Ich gewöhne mich an das Zeug. Dein kaltes Herz beginnt zu schmelzen, Barney. Und du versuchst, dich mit Koffein umzubringen. Ich hatte eigentlich vor, mit dir nächsten Monat nach Hongkong abzuheben. Hongkong? Hongkong? Ist das eine Einladung? Natürlich, meine Liebe, aber wenn du nicht auf dich Acht gibst. Wenn du mich so weiterpflegst, komme ich nicht mit. Oh. Jessica, Jessica, wohin gehen Sie denn? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Haben wir was Falsches gesagt? Hier ist Mrs. Jessica Fletcher. Kann ich mit Lieutenant Jenkins sprechen, bitte? Es tut mir leid. Mir ist egal, wieso oder warum er keine Zeit hat. Ich muss sofort mit ihm reden. Ich frage Sie nochmal, Doktor. Ist das Ihr Revolver? Sind Sie verrückt? Ich sagte Ihnen doch schon nein. Ich besitze nicht mal einen. Sie sind ein Lügner, Allison. Sie haben mir selbst erzählt, Sie hätten eine Waffe im Wagen. Ich habe Ihnen viel erzählt, Kenyon. Nichts davon ist unbedingt wahr. Lieutenant, was soll das eigentlich alles bedeuten? Ich bekam einen Hinweis wegen des Revolvers. Lieutenant? Mrs. Fletcher. Was tun Sie denn da? Ich verhöre Dr. Allison wegen der Mordwaffe. Aber warum fragen Sie Dr. Allison? Haben Sie eine Spur, die zu ihm führt? Das nicht, aber... Das ist doch lächerlich. Lieutenant, darf ich Sie unter vier Augen sprechen? Entschuldigen Sie bitte. Lieutenant, wo haben Sie denn Ihren Verstand? Jetzt machen Sie aber einen Punkt. Das mit dem Schuss war doch Ihre Idee. Ich sagte, ich hätte gehört, dass Dr. Allison eine Waffe in seinem Wagen hat. Ich habe nicht gesagt, dass die hier ihm gehört. Ich hatte aber den Eindruck. Haben Sie wegen eines möglichen Waffenscheins nachgeforscht? Haben Sie alle Waffenregister im Staate kontrolliert? Ich weiß, was ich zu tun habe. Wirklich? Das frage ich mich aber allmählich. Sie kennen doch das Zentralregister. Ich hatte den Eindruck, Sie sei ein nettes, altes Mädchen. Man kann den Kuchen nicht immer an der Glasur erkennen. Doktor, befriedigende Antwort. Was soll das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was immer es ist, ich sage, diese Dame hat Mumm. Das freut mich. Danke, Mr. Porter. Ich glaube nicht für dein Pferd, was? Na gut, Lieutenant. Sie können jetzt herauskommen. Sie wissen, Lieutenant. Und obwohl Sie es vielleicht gerne sein möchten, Sie sind auch nicht Gary Cooper. Niemand hat Sie gebeten, sich hier einzumischen. Nein, und ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie sich eingemischt haben, Lieutenant. Marge, ich irre mich doch nicht. Wir waren doch kürzlich Zeugen einer ähnlichen Szene in der Nacht, als Dr. Garber getötet wurde. Ja, das waren wir. Ich weiß nicht, was Sie versuchen zu beweisen, aber dieser ganze Hokuspokus ist doch Quatsch. Nur, dass einer oder Sie beide an zwei Orten zu gleicher Zeit sein konnten. Für den Beweis, dass Sie Dr. Garber ermordet haben, ich muss es sagen, müssen wir uns leider bei Ihnen bedanken, Dr. Kenyon. Bei mir? Am Morgen nach der Tat, auf Anweisung von Dr. Garber, setzten Sie Sadie Winthrop von Kaffee auf Möhrensaft um. Schwester Horton hat den Anrufbeantworter erst mittags abgehört. Es gab nur eine Möglichkeit, dass Sie von den Anweisungen erfahren konnten, dass Sie noch in seinem Haus waren, als er Sie ins Telefon diktierte, kurz bevor er getötet wurde.
Hören Sie... Aber Sie mussten ihn vor 23 Uhr getötet haben. Jemand anderes musste zu seinem Haus gehen, den Alarm auslösen und schießen. Die falsche Todeszeit legten Sie so fest, dass sie mit dem öffentlich geführten Streit hinter verschlossenen Türen übereinstimmte. Was können Sie uns dazu sagen, Dr. Allison? Allison, kein Wort. Ich wusste, es würde nicht stichhaltig sein. Ich hätte niemals auf sie hören dürfen. Die haben null Beweise. Ach ja? Es war seine Idee. Aber ich habe mitgemacht. Warum erzählen Sie uns nicht, was passiert ist? Kenyon verabschiedete sich auf der Party von Dr. Garber, doch er ging nicht weg. Nachdem alle anderen gegangen waren, ging er ins Arbeitszimmer. Dr. Garber telefonierte. Als er auflegte, erschoss ihn Kenyon. Dann schleppte er die Leiche zum Eingang und nahm die Türschlüssel aus Dr. Garbers Tasche. Er warf die Leiche in das Wasserbecken. Das aufgewärmte Wasser sollte es erschweren, die genaue Todeszeit festzustellen. Er stellte die Alarmanlage an und verließ das Haus. Als er wieder in der Klinik war, täuschten wir auf dem Weg ins Büro einen Streit vor. Ich verließ die Klinik durch den Hinterausgang. Ich lief zu Dr. Garvers Haus. Es ist nur 5 Minuten entfernt. Ich schloss die Vordertür auf, die den Alarm auslöste, und warf die Schlüssel ins Haus. Dann schoss ich in die Luft. Auf die gleiche Weise kam ich zurück und verließ nach Kenyon das Büro. Das war's. Nicht ganz. Sie versteckten die Waffe in Jennys Schrank, als sie später unter Verdacht stand. Wir wollten, dass sich der Verdacht gegen sie erhärtet. Wir wussten, der Besitzer der Waffe kann nicht ermittelt werden. Das war auch so eine dieser brillanten Ideen von Mr. Intelligenz. Es war eine gute Idee. Nur, dass ich sie mit einem Idioten wie diesem hier teilen musste. Kinder, 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 Kinder! Beruhigen Sie sich. Man kriegt ja den Eindruck, dass Sie beide sich nicht mögen. Ich bin so froh, dass Sie hier waren und mir geholfen haben. Warum haben die das getan? Um zu überleben, Jenny. Einer von ihnen sollte entlassen werden. Das hätte seine Karriere zerstört. Sie beschlossen, sich zu verbünden und ihren Streit zu vergessen und erledigten Dr. Sam, bevor er einen von ihnen erledigen konnte. Und mir hängten sie die Tat an? Ja, aber erst nach dem Verbrechen. Sie waren der passende Sündenbock. Ich weiß nicht, wie ich ihnen das jemals vergelten kann. Indem sie ihren Weg weitergehen. Es gibt nicht viele gute Krankenschwestern wie sie. Oh, da fällt mir ein, können Sie mir schreiben, wie die beiden Turteltäubchen zurechtkommen? Auf Sadie und Barney. Gut, Wiedersehen, Mrs. Fletcher. Mrs. Fletcher! Guten Morgen. Oh, Sie sehen ja blendend aus. Mr. Porter, ich habe mich gefreut zu hören, dass der Fall Endicott beigelegt wurde. Beigelegt? Teufel, die haben aufgegeben. Dank Ihnen. Die hatten Schiss vor meiner großen Pistole. Aber ich bin enttäuscht, dass ich keine Klage gegen den Flughafen anstrengen darf. Ich hätte für Sie leicht ein paar 100.000 rausholen können. Das bezweifle ich nicht. Oder auch nicht. Vielleicht hätte mir die Zeit gefehlt. Ich habe einen neuen Fall. Gestern wurde er mir angetragen. So. 2 Ärzte, angeklagt wegen des vorsätzlichen Mordes an ihrem Arbeitgeber, der ein arroganter Tyrann gewesen sein muss. Sie meinen... Ja, richtig. Kenyon und Allison. Das war falsch. Sie können diesen Fall nicht gewinnen. Ma'am, ich habe meine Karriere auf Erfolg aufgebaut. Wenn Sie erlauben, dann werde ich Sie zum Flughafen bringen. Das ist nett, aber ein Taxi wartet auf mich. Leben Sie wohl, Mr. Porter. Leben Sie wohl? Mrs. Fletcher, ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Nach allem, was wir durchgemacht haben, leben Sie wohl? Ach, da ist noch etwas. Wir sehen uns vor Gericht. Thank you.
Mickey, wo steckst du? Ja, Dad? Du wolltest doch das Arrangement fertig machen. Habe ich doch. Nennst du das fertig? Du wolltest doch sowas. Ich wollte was mit Kraft und Swing, damit die Tennisgala in Schwung kommt. Okay. Was du da schreibst, ist Mist. Hat das hier Swing für dich? Ja, wenn du es so spielst, hat es keinen Swing. Ah, das wird eine Musiklektion, hä? 30 Jahre im Geschäft und du willst mich belehren. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Was ist los? Zu viel Arbeit oder was? Stell nie deine Familie. Dann such dir jemand anders. Ich habe dich ja nicht darum gebeten. Ah, da kommt dir ihre wieder hoch. Okay, du hast diesen Job. Was passt dir nicht? Dad. Schieß los, Junge, schieß los. Zeig's mir. Ich habe meinen Alten auch öfter angeschrien. Vielleicht bist du diesmal einfach im Unrecht. Im Unrecht? Ja. Yeah. Im Unrecht, diesmal jedenfalls. Ist das alles? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ah, du hast wirklich nicht viel von deinem alten Herrn. Du hast kein Talent, keinen Stil, keinen Schneid. Schneid hat nur deine Schwester in dieser Familie. Alles, was du kannst, ist lamentieren. Ich zeig's dir mal im richtigen Tempo. Hey, Buster! Buster, wo steckst du? Ja, Johnny? Hör zu. Hey, das klingt gut. Das hat echt Swing. Sehr gut, Mickey. Danke, Buster. Was weißt du schon? Du hast doch kein Ohr. Hör zu, ich brauch den Wagen. Los, schlaf nicht ein, ich geh essen im Tennisclub. Ja, Sir. Ja, Sir, gleich, Sir. Ich schlafe nicht ein. Ich schlafe schon nicht ein. Schlimm dich dahinter. Ja, ja, das war in einem Jazzkeller in Brooklyn. Weißt du noch? Max und Betty Gomez. Und das delikate Spiel ihrer Füße. Oh nein! Aber der große Star der Show war eine Stripperin, die mit einer Ente auftrat. Ist das dein Ernst? Ja. Sie war mit so einem Kerl verheiratet, mit so einem Ganoven, dem der Laden gehört hat. Er war ungefähr so schlau wie eine Sardine. Eines Tages hat er mich in sein Büro gestellt. Nimm ab. Hallo? Falsch gewählt? Piep, piep. Oh, Entschuldigung. Das war ein Scherz. Eine Sekunde. Mr. Valentine. Wenn man von Gangstern redet. Ich wüsste nicht, was ich ihm zu sagen hätte. Johnny, bitte. Sag ihm, er soll zur Hölle fahren. Johnny, das geht doch nicht. Dann lass dir was einfallen. Hallo, es tut mir furchtbar leid, aber Johnny ist gerade eben ausgestiegen. Ach, Mann. Ausgestiegen? Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Sein Leibwächter hat dich lachen hören. Na und? Du solltest dich lieber vorsehen. Milo ist ein harter Knochen. Schon gut, Buster.
Ich brauche den großen rosa Ring des Paten nicht mehr zu küssen. Vor dem bin ich sicher. Ach ja? Ja. Ja, ich habe eine ganz besondere Versicherung. Was meinst du denn mit? Vergiss es. Mach mir noch einen Drink, okay? Wie wär's denn mit Zyankali on the Rocks? Wenn du Selbstmordgelüste hast, das kannst du leichter kriegen. Platz 2 ist bereit für das Spiel von Mr. Olsen gegen Mr. Keller. Danke. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, wir warten auf Mr. Shannon. Sehr gut. Mr. Shannon verspätet sich immer höchstens um ein paar Minuten. Entschuldigen Sie. Unglaublich, wie die Typen von Johnny Dillon, auch wenn er gar nicht da ist. Peg, ich kann es noch gar nicht fassen, dich wiederzusehen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich auch. Deine Einladung ist genau im richtigen Moment gekommen. Ich habe gerade die Korrekturfahnen für mein neues Buch zurückgeschickt und muss einfach mal wieder andere Tapeten sehen. Ich habe richtig Lust, mit dir Erinnerungen aufzufrischen. Weißt du noch, wie wir im Schlafsaal ein Feuerchen gemacht und darauf Käsesandwiches getoastet haben? Aber dieses schreckliche Internatsessen war ja auch das Letzte. Ich krieg bis zum heutigen Tag keinen Rosenkohl runter. Die getoasteten Käsesandwiches waren allerdings auch nicht so toll. Ball war aus! Auch eine Brille, alter Knabe! Der Ball war drin, ich hab's genau gesehen. Oder was? Er war aus! Weit, weit aus! Ach, gib's doch zu, Opa, ich bin zu stark für dich. Du bist das? Ob du's glaubst oder nicht, das ist ein Profispieler wie Glaurosa. Er nimmt am Turnier teil. Der smarte Gentleman mit den guten Manieren, das ist der Clubtrainer Chico Miller. Höre ich da ein gewisses Interesse heraus? Vergiss es, Jess. Ich habe keine Lust auf eine Romanze. Aber seit deiner Scheidung von Johnny sind Jahre vergangen. Die Scheidung habe ich überlebt, aber die Ehe vermutlich nicht. Vorrundenspiel auf Platz 1. Ah, wie geht's? Mr. Anderson. Hallo. Ah, wie schön. Oh ja. Pünktlich ist er, aber für seine Begrüßung braucht er immer eine halbe Stunde. Gut, dich zu sehen. Ah, Jessica. Wie geht's dir, Kleines? Gut, Charlie. Weißt du, dass ich die Hauptrolle in der Verfilmung von einem deiner Bücher spielen sollte? Wirklich? Ja, ich habe abgelehnt. Das war nichts für mich. Zu anspruchslos. Alter Herzensbrecher. Hallo, mein Schatz. Hallo, Johnny. Wie geht's dir? Gut, Winnie. Du siehst hinreißend aus. Wahrscheinlich noch nicht hinreißend genug. Ah, Buster und Lou passen also noch auf dich auf. Du bist immer für eine Überraschung gut, mein Herz. Urlaub in Desert Palms. Das hat mich glatt umgehauen. Ich hatte Sehnsucht nach Terry und Mickey. Die haben mich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Ach, du weißt doch, wie das ist. Mickey schreibt mir meine Arrangements. Ich hab da eine große Fernsehshow, der Abschlussball des Tennisturniers. Was ist aus Mickys Jazzquartett geworden? Ach, durchgefallen. Das bei mir ist was Solides. Und was macht Terry so? Frag sie selbst. Ist das die kleine Terrence? Oh, mein Arm. Hast du mir gefehlt? Oh. Ich wollte dich immer anrufen. Wie schön, dass du gekommen bist. Du erinnerst dich noch an Jessica Fletcher? Hallo, Terry. Hallo. Ich habe zu Weihnachten ein Buch von Ihnen bekommen. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich es lesen. Sehr schmeichelhaft, danke. Setz dich. Du isst doch mit uns. Leider nicht. Ich treffe einen Freund. Welcher Freund? Ich muss dann gehen. Wir sehen uns ja. Bis nachher. Wiedersehen. Doch nicht dieser Tennisprolet. Platz 4 ist spielbereit. Na, jetzt brauche ich einen Drink. Hey, Süße. Wie sieht's aus? Johnny, sie ist alt genug, sie kann selber entscheiden. Das hast du schon mal gesagt, weißt du nicht? Und das war ein Fiasko. Terry, du sollst dich von ihm fernhalten, habe ich gesagt. Hören Sie, nein, wer hier zuhört, bist du. Ich hab dich im Auge, seit du in der Stadt bist. Du weißt, dass Terry meine Tochter ist und hechelst hinter ihr her, als wäre sie aus Gold. Was soll denn das? Rühr sie noch einmal an und du hast jede Menge Gold, aber nur in deinen Zähnen. Der große Star. Wollen Sie mir Angst machen, ha? Für mich sind Sie ein Niemand. Lass mich los! Sergeant Barnes, Polizei. Na, worum geht es? Eine Privatangelegenheit. Das Männchen wollte mir zeigen, was für ein toller Hecht er ist. Sie haben mich provoziert. Big hat recht, Daddy. Angefangen hast du. Ich bring dich nach Hause. Lou, Buster. Ruf mich an, Big.
Danke, Schatz. Sergeant, ich will nicht, dass der Typ sich an meiner Tochter vergreift. Sorgen Sie dafür. Ich bin nicht Ihr Angestellter. Erteilen Sie mir keine Befehle. Sie müssen hier neu sein. Erkundigen Sie sich. Jemand wird sich schon aufklären. Ich muss dir das erklären. Als Terry 17 war, hat sie heimlich geheiratet und ist durchgebrannt. Johnny setzte seine Leute auf den Jungen an, die den Mann ausfindig machten und ihm sein Hochzeitsgeschenk überreichten. Ein Ticket in ein fernes Land, nur hinflog. Johnny ließ die Ehe annullieren. Und das hat Terry ihm nie verziehen. Warum wohnt sie dann in seinem Haus? Um es ihm heimzuzahlen. Das war eben nur eine Kostprobe. Jess, ich hätte sie schon vor Jahren da rausholen sollen. Oh, Pat, das tut mir ja so leid für dich. Es wird schlimmer. Ich mache mir Sorgen um die beiden. Der Milchmann, der Milchmann! Bist du eingeschlafen? Ich habe deine Milch. Hey, Johnny, mach auf. Lass die Witze. Ich bitte dich, mach die Tür auf. Johnny! Johnny, bitte, das ist nicht komisch. Jetzt habe ich auch noch die Milch verschüttet. Johnny, mach auf! Johnny! 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 Lou! Lou, komm schnell! Lou! Was ist denn? Irgendwas ist mit Pap. Johnny, hörst du mich? Johnny, mach doch die Tür auf! Da stimmt was nicht! Johnny! Johnny! Oh nein. Nein. Johnny. Jemand hat Johnny umgebracht. Peg, fährst du nicht ein bisschen zu schnell? Entschuldige. Ich weiß, was in dir vorgeht. Ach ja? Du hattest wenigstens eine glückliche Ehe mit Frank. Ich bin nicht mal Witwe. Was ich bin, weiß ich nicht. Tut mir leid, Jesse. Danke, dass du mitkommst. Allein in diesem Haus, das würde ich nicht schaffen. Aber ich will bei meinen Kindern sein. Wie haben sie es aufgefasst? Naja, Mickey war völlig durcheinander. Aber er klang gefasst und was mit Terry ist, weiß ich nicht. Sie war immer schon ein bisschen labil. Schwer zu sagen, wie sie Johnnys Tod verkraften wird. Mr. Chapman, Mr. Beckett, auf Platz 6, bitte. Vic? Hey, Baby. Du kriegst Ärger. Ich kenne meinen Bruder. Er wird der Polizei sagen, dass du im Haus warst. Du musst dich verdrücken. Wieso? Ich habe nichts getan. Das glaubt dir doch keiner. Hey, ich habe hier ein Turnier laufen. Dann sag es ab. Willst du in einen Mordfall verwickelt werden? Verlass die Stadt, verlass das Land, wenn du kannst. Hier. Und versuch nicht, mich zu erreichen. Hey, Süße, Moment, was wird aus uns? Bitte stell dich nicht dumm. Mein Vater ist tot. Das heißt, ich brauche ihm nichts mehr vorzumachen. Um ehrlich zu sein, ich mag dich eigentlich gar nicht. Oh, ich weiß, was du magst. Du weißt gar nichts. Guten Tag, Mrs. Shannon. Mickey. Mom, gut, dass du da bist. Das ist Wahnsinn. Bist du okay? Ja. Den Umständen entsprechend. Ich war dabei, als sie ihn fanden. Sie? Lou und Buster. Sind Sie Mrs. Fletcher? Ist mir nur so rausgerutscht, ich wollte nicht neugierig sein. Mach der Gewohnheit nämlich an. Nein, nein, schon gut. Wir brauchen jetzt einen guten Detektiv. Ich bin aber kein Detektiv. Ich lese Zeitung, Mrs. Fletcher. Meine angeblichen Heldentaten sind meistens reichlich aufgebauscht worden, glauben Sie mir. Das hatte ich anders gehört. Lieutenant Barnes.
Nur Sergeant. In Desert Palms haben wir keine Mordkommission. Sehr erfreut. Meinerseits. Ich war zur Tatzeit im Dienst. Jetzt habe ich den Fall. Sehen Sie, Mrs. Fletcher, der Sergeant braucht schon Ihre Hilfe. Oh nein, doch, also. Bitte, Jess, das kannst du nicht abschlagen. Der Sergeant ist für deine Hilfe dankbar. Wieso nicht? Sie haben in Ihren Büchern solche Fälle gut beschrieben, wenn auch nicht immer allzu genau, fürchte ich. Ich habe jedenfalls gut recherchiert, das versichere ich Ihnen. Aber ich habe nicht die geringste Absicht, Ihnen... Nicht allzu genau, wie meinen Sie das? Ich schlage vor, das sage ich Ihnen auf dem Weg zum Tatort. Entschuldigt uns bitte. Also die Polizei geht bei Ihnen immer zu teufelhaft vor. Die Mörder sind bei Ihnen meist viel interessanter als die Polizisten. Sehen Sie, die meisten Mörder sind ziemlich einfältig. Wo ist deine Schwester? Wenn ich das nur wüsste. Terry ist nach dem Verhör mit dem Sergeant weggefahren. Buster hat mir von dieser Szene gestern im Club erzählt. Sie hat sie arrangiert. Du hättest ihre Kaltschnäuzigkeit Johnny gegenüber erleben sollen, dann... Mom, das darfst du nicht sagen. Nicht mehr denken. Hier ist es. Johnnys Leibwächter musste die Tür aufbrechen. Ah ja, Schnappschloss. Mhm. Der Mörder muss die Tür hinter sich zugezogen haben. Richtig. Johnny Shannons Höhle, seine Trophäen, seine goldenen Schallplatten, Erinnerungen an seine Shows. Oder kennen Sie das alles schon? Nein, nein, ich bin zum ersten Mal hier. Ich auch. Shannon und ich verkehren nicht in denselben Kreisen. Sind Sie ihm oft begegnet? Ja, von Zeit zu Zeit. Das hier ist unverkennbar er. Er saß in seinem Lieblingssessel, als der Mörder hereinkam und ihm in den Hinterkopf schoss. Er hat wohl nicht viel gemerkt. Ja, er hat fern gesehen. Der Mörder konnte sich unbemerkt anschleichen. Als man die Leiche fand, war der Fernseher aus. Womöglich hat er geschlafen. Warum sollte er in einem Sessel vor dem leeren Bildschirm schlafen, wenn es hier im Zimmer ein so bequemes Sofa gibt? Das ist eines der Rätsel. Und noch eins. Niemand hat den Schuss gehört. Oh, die Wände sind dick. Wenn hier im Zimmer jemand Klavier spielt, hört man es draußen auf dem Gang. Wieso also hat niemand im Haus einen Schuss gehört? Ich habe nie so ein Ding gesehen, um ehrlich zu sein, aber in Krimis löst sich dieses Rätsel gewöhnlich mit Hilfe eines Schalldämmers. Wir sprechen von Schalldämpfern. So einfach ist es nicht, ein Schuss lässt sich nicht völlig dämpfen. Auch wenn er nicht vollständig gedämpft war. Womöglich hätte es gereicht, um ihn in den anderen Geräuschen, etwa aus der Stereoanlage oder dem Fernseher, untergehen zu lassen. Okay, das leuchtet mir ein. Und jetzt erklären Sie mir bitte, wie der Mörder die Alarmanlage ausgetrickst hat. Das Eingangstor wird rund um die Uhr bewacht. Die Bodyguards lassen nur Besucher herein, die ihnen von hier oben aus gemeldet worden sind. Und das erst nach ausführlicher Kontrolle. Und der Diensteingang, wo liegt der eigentlich? Auf der Rückseite, beim Swimmingpool. Aber der wird wie das ganze Grundstück durch ein raffiniertes Alarmsystem gesichert. Fernsehkameras und so. Und dort kommen die Bademeister und Gärtner und so weiter rein? Sie drücken einen Knopf und melden sich bei den Wächtern am Haupteingang. Die sehen Sie auf dem Monitor und lassen sich Ihre Legitimation vorweisen. Diesen Knopf hat heute Nacht niemand gedrückt. Und niemand hätte durch den Diensteingang oder über den Zaun kommen können, ohne alles in Aufruhr zu versetzen. Verstehe. Dann scheint es nur eine mögliche Erklärung zu geben. Der Killer ist nicht von außerhalb des Grundstücks gekommen. Wir kommen zur selben Schlussfolgerung. Johnny Shannon wurde von jemandem ermordet, der sich schon im Haus aufhielt. Mickey, was hast du ihnen erzählt? Mom, ich habe nicht gewusst, dass du hier bist. Natürlich nicht, da hättest du früher kommen müssen. Wo zum Teufel warst du? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, Mickey. Ach, Mom. Geht's dir gut? Ja. So, du warst also tatsächlich bei diesem Idioten. Was habt ihr gemacht? Gefeiert? Mickey. Mom, Dad konnte den Kerl nicht ertragen. Aber das ist dir völlig egal. Komm schon, erzähl dir, was du gestern Abend gesehen hast. Gestern Abend? Was war los gestern Abend? Mickey, was geht hier vor? Was war gestern Abend? Das weißt du so gut wie ich. Johnny war bei seinen Lieben nicht sehr beliebt. Und das Motiv? Wie wär's mit einem Klassiker? Ein reicher Mann stirbt, Sonntag für die Erben, die Kinder also. Falls nicht noch jemand im Testament bedacht worden ist.
Mickey und Terry waren gestern Abend nicht die einzigen im Haus. Die Angestellten hatten frei. Sie denken an die Bodyguards und an Buster, ja? Die könnte er auch bedacht haben. Ich frage mich, ob der Mörder nicht einfach nur was klauen wollte. Daran habe ich auch schon gedacht. Verzeih. Nämlich als Terry mir das hier gezeigt hat. Oh, ein versteckter Tresor. Ja, aber wenn der Mörder deshalb gekommen wäre, hätte er Johnny doch nicht einfach so erschossen. Er hätte ihn erst gezwungen, den Tresor zu öffnen. Es sei denn, der Mörder kannte die Kombination bereits. Wer kannte sie eigentlich? Terry zum Beispiel. Sie hat mir gezeigt, was drin ist. Aktien, Obligationen, Bargeld, persönliche Papiere. Ich habe die Angestellten befragt. Sie bezeugen übereinstimmen, dass nichts fehlt. Mhm. Falls jemand, der die Kombination kannte, diesen Tresor plündern wollte, hätte er Johnny nicht töten müssen. Er musste nur warten, bis er weg ist. Das war also nicht der Grund. Es sei denn, der Mörder hat irgendetwas anderes mitgehen lassen, als er hier war. Sehen Sie sich mal diese verblichene Stelle hier an. Da hing offenbar ein Bilderrahmen. Nein, das war nichts. Nur ein altes Bild von Johnny und seinen Kindern. Sergeant, kommen Sie schnell. Lou Ross dreht völlig durch. Er sagt, Mickey hat seinen Vater getötet. Er schlägt ihn zusammen. Wo? Beim Swimmingpool. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, ganz ruhig. Tief durchatmen, ganz tief, ganz ruhig. So, ja, ausatmen, tief atmen, schon besser, nicht ganz langsam, so. Alles okay, Mick? Ja. Glück gehabt, er hätte sie um mein Haar erwürgt. Sergeant, buchten Sie ihn ein. Er hat seinen Vater getötet. Er hat Johnny getötet, ich weiß es. Ich sag's ja, er dreht völlig durch. Mr. Ross, warum bringen Sie Ihre Anschuldigung erst jetzt vor? 12 Stunden nach der Tat. Heute Morgen hat der Sergeant gesagt, ich wäre der Letzte, der Johnny gesehen hat. Da wusste ich, da ist was faul. Und plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe ihn in Johnnys Zimmer gehen sehen, bevor er erschossen wurde. Das ist der Beweis, er hat Johnny ermordet. Jetzt sind wir gespannt. Lou hat sich getäuscht. Sie haben behauptet, Sie hätten in Ihrem Zimmer gearbeitet, als es geschehen ist. Habe ich auch. Sind Sie in Johnnys Zimmer gegangen? Ja, ich wollte meinem Vater ein verbessertes Arrangement zeigen. Er fand es schlecht, Sie haben sich geschlagen. Nein, er hat es nicht mal angesehen. Ich sollte wiederkommen, wenn ich alle Arrangements fertig hätte. Wenn Lou da geblieben wäre, hätte er mich wieder rauskommen und auf mein Zimmer gehen sehen. Wie lange waren Sie da unten? Vielleicht eine Minute. Haben Sie einen Revolver? Nein. Mickey und einen Revolver, sowas hasst er. Andere Kinder haben Räuber und Gendarm gespielt, er Makler und Buchhalter. Mein Vater und ich haben uns nicht immer verstanden. Manchmal habe ich ihn gehasst. Vielleicht wollte ich ihn sogar umbringen. Aber ich hätte es niemals tun können. Ich habe immer an die besseren Zeiten gedacht, als es noch anders war. Mrs. Fletcher, Sie wissen, von welchen Zeiten ich rede? Ja. Als wir noch alle vier zusammen waren. Bevor wir nach Desert Palms gezogen sind, stimmt's, Buster? Sagen Sie es ihm, Mrs. Fletcher. Sie werden's kaum glauben, aber wir waren meine wunderbare Familie. Hä? Mickey hat Dad nicht getötet. Es war noch jemand im Haus gestern Abend. Wer? Vic LaRosa. Dieser Tennisspieler, mit dem sich Ihr Vater fast geprügelt hätte? Ja. Wie ist er reingekommen? Nein, Terry. Du brauchst. Ich habe ihn reingelassen. Er hat um Mitternacht am Hintereingang gewartet. Und die Alarmanlage? Ich war in Daddys Schlafzimmer und habe die Alarmanlage so lange ausgeschaltet, bis Vic im Haus war. Es kann doch dem Wächter in der Zentrale nicht entgangen sein, dass die Anlage abgeschaltet worden ist. Ja, wenn er auf die Schalttafel gesehen hätte. Da leuchtet ein kleines rotes Licht auf, wenn sie abgeschaltet wird. Aber der Wächter liest nachts und sieht nicht oft auf die Schalttafel. Und er soll nicht gesehen haben, dass das Bild auf einmal weg war? Die Videoanlage schaltet sich erst per Alarm ein. Sie scheinen diese Alarmanlage ja sehr gut zu kennen. Es war nicht der erste Mann, den ich reingelassen habe. Terry, weißt du, was du da sagst? Ja, Mutter. Ich habe jemanden reingelassen und Daddy wurde ermordet. Hat noch jemand LaRosa im Haus gesehen? Ja, Mickey, in meinem Zimmer. Stimmt das? Ja. Ich habe ihn gesehen. Wieso haben Sie das nicht gesagt? Ich muss ihn verhaften und verhören. Kann ich im Club anrufen? Das Telefon ist da drüben. Er ist nicht im Club. Ich habe ihn weggeschickt.
Warum, Terry? Weil ich nicht wollte, dass er wegen mir Ärger kriegt. Ich dachte, er war's nicht. Und wo ist er? Das weiß ich nicht. Verzeihung. Das war dumm von mir. Ja, hier Barnes. Fahndungsbefehl gegen Wickler Rosa. Ja, der Tennisspieler. Ich gebe Ihnen eine Beschreibung. Notieren Sie. Entschuldige, dass ich auf dich losgegangen bin. Ich habe den Kopf verloren. Schon gut, Lou. Sie waren also vor Johnnys Zimmer, Mr. Ross. Sie haben Mickey reingehen sehen. Aber als er kurze Zeit später wieder rauskam, waren Sie offenbar nicht mehr da. Wohin sind Sie gegangen? Darf ich das fragen? Auf mein Zimmer. Du solltest Johnnys Zimmer bewachen, das weißt du. Johnny hat selber zu mir gesagt, ich soll verduften. Er hat eine Tussi erwartet. Eine Lady. Johnny hat seine Bodyguards immer weggeschickt, wenn er Besuch erwartete. Ich meine, Besuch vom zarten Geschlecht. Und gestern Abend war das also der Fall? Das kann nicht sein. Er hat mir doch sonst immer einen Namen genannt, damit ich ihn ans Eingangstor weitergebe, wenn ihn eine seiner Ladies besucht hat. Aber angenommen, es war jemand, der die Wache schon gekannt hat. Trotzdem. Ausnahmen gab es keine. Auch nicht bei seinen besten Freundinnen. Niemals. Die Wachen hätten sie nicht durchgelassen, wenn ich nicht Bescheid gesagt hätte. Eine Regel ohne Ausnahme gibt es nicht. Woher weißt du das? Na ja, niemand im Haus wusste, dass du heute kommst. Aber die Wächter haben dich wie selbstverständlich durchgewunken. Ich nehme an, es handelt sich um Leute, die seit vielen Jahren für Johnny arbeiten und die der ehemaligen Herrin des Hauses noch treu ergeben sind. Ja, ich war bei Johnny, nachdem du zu Bett gegangen warst. Ich wollte mal mit ihm über Terry sprechen. Er war wie verwandelt, so liebenswürdig und melancholisch. Und er wird zärtlich, sehr zärtlich. Wir haben zum ersten Mal seit unserer Trennung miteinander geschlafen. Ich verstehe. Oh ja, von Frauen verstand er was. Das war ja auch der Hauptgrund für unser Scheitern. Er war ein Casanova. Und es schien ihn zu wundern, dass ich darunter litt. Einmal da hat er sogar Buster, ein Mädchen, ausgespannt. Und das hat ihm Buster bestimmt nicht vergessen. Jetzt lacht er darüber. Aber damals wäre er fast zerbrochen. Und wieso hast du dein kleines Abenteuer dem Sergeant nicht erzählt? Das konnte ich nicht. Das Spiel auf Platz 4 wird für 15 Minuten unterbrochen. Jedenfalls war Johnny noch lebendig, als ich bei ihm war. Und wie? Ich war es nicht. Und meine Kinder waren es auch nicht. Es war dieser Tennisspieler. Peggy, ist dir eigentlich klar, was daraus folgt? Dass Terry die Komplizin des Mörders ist. Jess, du musst ihr helfen, bitte. Hatte Johnny irgendwelche Feinde? Ich kann. Gestern Nacht hat Johnny sich gebrüstet, er würde Milo Valentine eins auswischen. Der Name kommt mir bekannt vor. Oh, Jess, ihr seid ganz schöne Hinterwäldler in Cabot Cove. Die dunklen Geschäfte des berüchtigten Mr. Valentine sind Geschichte. Ach, natürlich, der Gangster. Das würde er strikt von sich weisen. Aber wieso kennt Johnny einen Mann von so schlechtem Ruf? Milo hat Johnny ins Showbusiness gehievt. Das klingt mir nach einem Freundschaftsbeweis, aber nicht, als wäre er Johnnys Feind. Die Freundschaft muss in die Brüche gegangen sein. Johnny sagte, wenn ihm danach wäre, dann könnte er Valentine fertig machen. Wie er das meint, hat er mir nicht erklärt. Du hast recht. Das klingt schon viel weniger freundschaftlich. Ich erwähne diese Möglichkeit, weil mich dieser Mord an etwas erinnert, was ich einmal gelesen habe. Es gehört bei der Mafia gewissermaßen zum guten Ton, ein Opfer durch den Hinterkopf zu erschießen. Woraus Sie schließen, dass es ein Profikiller war, der Johnny umgebracht hat. Na ja, ich gebe zu, es klingt weit hergeholt. Das finde ich nicht. Ich war in Chicago, bevor ich in diese aufregende Gegend versetzt worden bin. Und da gab es Gerüchte, Johnny hätte was mit der Mafia zu tun. Aber warum jetzt seine Hinrichtung? Man könnte vermuten, er hätte einen kleinen Streit mit Milo Valentine. Das wäre kein kleiner Streit, das wäre ein unwiderrufliches, selbstverhängtes Todesurteil. Ich muss zugeben, das passt nicht zu der Version, dass La Rosa ihn getötet hat. Wieso nicht? Das passt gut. Aber La Rosa ist ein Profi-Tennisspieler. Aber das ist doch für einen Killer das ideale Cover-Tennis. Keine festen Beziehungen, viele Reisen. Es war unverdächtig, als er sich Terry näherte. Ganz nach Plan. Niemand im Haus außer ihm hatte das Zeug zum Killer. Mach schon, mach schon. Hallo, hallo, hier Buster Bailey. Geben Sie mir Mr. Valentine. Natürlich ist es wichtig. Meinen Sie, ich gebe ihm die Football-Resultate durch? Machen Sie keine Witze.
Ich habe mit Mr. Valentine über eine wichtige persönliche Angelegenheit zu reden. Was war das? Wer ist da? Da ist jemand in der Leitung. Wer ist da? Wer sind Sie? Antworten Sie bitte. Wer sind Sie? Das war eine sehr angenehme Fahrt. Hier, der Rest ist für Sie. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Peggy Shannons Freundin. Na klar. Haben Sie eine Minute Zeit? Nur ein, zwei Fragen. Sie ist hier drin. Danke, Lou. Oh, schon repariert, wie ich sehe. Terry? Ja, bitte, die Tür ist offen. Guten Tag, Mrs. Fletcher. Hallo, Terry. Schalten Sie immer den Ton aus, wenn Sie fernsehen? Ich wollte ihn mir nur noch mal ansehen. Das Showgirl da wäre fast meine Stiefmutter geworden. Und nicht nur sie. Terry, ich will mich nicht aufdrängen. Schon gut. Der Mensch da auf dem Bildschirm, das ist ein Fremder. Mein Daddy ist jemand anderes. Kennen Sie das Bild mit Mickey und mir? Ach, wie dumm von mir. Ich hab's in mein Zimmer mitgenommen. Sie waren das, ein Rätsel weniger. Sie haben es mitgenommen, als die Polizei den Safe geöffnet hat. Nein, viel früher. Als wir Daddy fanden. Es war mein Lieblingsbild und, ich hab was gebraucht, woran ich mich halten kann. Wenn Sie nicht weiterreden wollen, dann sagen Sie es. Doch. Wieso nicht? Was wollen Sie von mir wissen? Wie sind Sie und Wiggler Losser sich begegnet? Er war der lauteste und aufdringlichste Tennisspieler an der Clubbar. Ich wusste, Daddy hasste ihn. Deshalb nahm ich ihn mir. Sie ihn und nicht etwa er Sie? Natürlich. Er war so mit sich selbst beschäftigt, dass ich mich fast ausziehen musste, bevor er mich bemerkt hat. Und Sie haben ihn hierher eingeladen? Ja, das erste Mal an einem Nachmittag, damit Daddy ihn sich ansehen konnte. Er hasste ihn von der ersten Sekunde an. Und dann wollten Sie, dass er nachts wiederkommt, um Ihren Vater zu ärgern? Ich bin nicht besonders stolz drauf. Aber so war's. Übrigens habe ich ihm gesagt, dass Daddy unten war. Wieso? Weil mir seine blöde Macho-Nummer auf die Nerven ging. Ich wollte ihn verunsichern. Mit Erfolg. Es ist völlig undenkbar, dass dieser Pimpf Daddy getötet hat. Er hat sich nicht mal aus dem Schlafzimmer getraut. Wohl kaum der Typ, den ein mächtiger Mafioso für die Hinrichtung ihres Vaters ausgesucht hätte. Daddy wurde von der Mafia ermordet? Ich fange an zu begreifen. Was zu begreifen? Ich habe heute ein Telefongespräch mitgehört. Buster hat versucht, Milo Valentine zu erreichen. Buster? Ja, er meinte, es sei furchtbar dringend und er war schrecklich aufgeregt, weil jemand anders in der Leitung war. Allem Anschein nach stand Mr. Bailey ihrem Vater ziemlich nah. Ja, und Daddy hat ihn manchmal wie Dreck behandelt. Vielleicht hatte er es satt. Terry, Sie haben doch da eben eine Kassette angesehen. Stand sie zufällig in diesem Regal hier? Ja, das sind die Kassetten von Daddys Shows. Und die hier? Seine Billardkassetten. Billard? Ja, er war in allem ein großer Perfektionist. Er wollte auch im Billardspielen der Größte sein und ließ eine Kamera über dem Spieltisch installieren. Und er nahm alle Spiele auf, um seine Fehler zu korrigieren. Ah ja, da ist die Kamera. Gar nicht leicht zu erkennen in der dunklen Ecke. Miss Shannon, wo finde ich Ihren Bruder? Er trifft mit meiner Mutter Vorbereitungen für die Beerdigung. Mrs. Fletcher, was tun Sie hier? Dasselbe wie Sie. Was wollen Sie von Mickey? Ich brauche eine Aussage von ihm, und zwar ziemlich schnell. Wiggler Rossers Wagen ist bei einer Tankstelle gesehen worden, etwa 10 Meilen nördlich der mexikanischen Grenze. Die Autobahnpolizei wird die Verfolgung aufnehmen. Die alte Fernstraße war mal der schnellste Weg nach Baja. Meine Frau und ich sind sonntags immer zum Stierkampf runtergefahren. Und nach dem zweiten mexikanischen Bier stand sie schon auf dem Stuhl. Machen Sie schnell, Mann. Musik
Halt! Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Wenn Sie von diesem Recht keinen Gebrauch machen, kann alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden. Ich habe ihn nicht getötet. Sie war's. Terry Shannon hat ihn ermordet. Okay, Lanosa, diese Gerichtsschreiberin schreibt alles mit, was wir sagen. Sie können immer noch einen Anwalt verlangen. Wozu? Michael Shannon, erkennen Sie den Verdächtigen wieder? Ja, Vic LaRosa. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? In der Nacht, als mein Vater ermordet wurde. Und wo? Zu Hause. Im Schlafzimmer meiner Schwester. Ist das richtig, Mr. LaRosa? Ja, und? Ich war nicht der Einzige im Haus. Sie haben zu dem Polizisten, der Sie festgenommen hat, gesagt, Terry Shannon hätte Ihren Vater getötet. Das ist was? Er lügt. Sie hat ihn nicht getötet. Er versucht doch nur, seine eigene Haut zu retten. Vic, du weißt, dass das nicht stimmt. Warum hast du mir dein Geld für die Flucht gegeben? Das war eine Falle. Du hast ihn gehasst und ich bin der Sündenbock. Sie nehmen das doch wohl nicht ernst. Ich nehme das zu Protokoll. Wir haben hier zwei Mordverdächtige und zwei der Beihilfeverdächtige Komplizen. Mr. LaRosa, ich würde Ihnen doch dringend raten, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Ja, ich will einen Anwalt. Führen Sie ihn zum Münzfernsprecher im Flur. Wenn er kein Geld hat, geben Sie ihm was aus der Kasse. Finden Sie das nicht eigenartig? Was? Dass ein Profikiller keinen besseren Fluchtplan hat, als über die mexikanische Grenze zu fliehen? Auf einer Nebenstraße mit einem kaputten Lieferwagen? Vielleicht ist er Anfänger. Vielleicht ist er kein Profi. Und vielleicht stimmt es, was er über Sie sagt. Bin ich verhaftet? Nein, aber Sie müssen vorläufig in der Stadt bleiben. Das gilt für Sie und für alle, die zur Tatzeit im Haus waren. Bis der Fall geklärt ist, verlässt keiner von Ihnen die Stadt. Sind Sie jetzt fertig mit Ihren Tiraden? Dann bringe ich meine Schwester nach Hause. Ich würde mich gerne anschließen, wenn ich darf. Mir ist dann nämlich noch etwas aufgefallen. Darf man erfahren, was? Dazu muss ich noch mehr wissen. Sie verstehen, ich würde mich ungern vor Ihnen bloßstellen. Wiedersehen, Sergeant. Das erinnert mich an einen Witz. Es ist tiefe Nacht. Ein Mann liegt allein im Hotelzimmer, das Telefon läutet und eine aufregende weibliche Stimme sagt, mach das Licht aus, leg eine schöne romantische Platte auf und zieh dich aus. Ich komme gleich zu dir, Sam. Der Mann sagt, mein Name ist nicht Sam. Entschuldigung, falsch verbunden, sagt sie. Er antwortet, was, dann kommen Sie nicht zu mir? Tja, da sehen Sie, wieso ich aus dem Showbusiness raus bin. Mrs. Fletcher? Sie waren heute nicht in der Leitung. Sie waren nicht hier. Terry hat mir davon erzählt. Natürlich, Mick war weg und Lou hätte mich verdroschen. Woher haben Sie Milo Valentines Nummer? Ich musste ihn ein paar Mal anrufen und ich habe ein wahnsinniges Gedächtnis für Witze und Zahlen. Wollen Sie mal eine komische Nummer hören? Warum haben Sie Valentine angerufen? Ich hatte Angst. Ich habe ja gesehen, was Johnny passiert ist und ich wusste, Valentine steckt dahinter. Was wollten Sie ihm sagen? Dass mir Johnny nichts über Valentine erzählt hat. Wer weiß, vielleicht ist er auch hinter mir her. Ich wollte mich nur ausklinken, das ist alles. Sagen Sie das der Kleinen. Ich will nicht, dass sie denkt, was sie denkt. Das ist ein komisches Bild, nicht wahr? Der alte Narr hat die Hosen voll. Was hatte Milo Valentine gegen Johnny? Sie sagten doch, dass er ihm geholfen hat. Ja, er hat ihm zum Start verholfen. Die Band, die Musik, die Kostüme, die Werbung. Und nach diesen Vorleistungen hielt er Johnny für eingekauft. Aber Johnny stellte sich in den letzten Jahren quer. Erst neulich wieder, da sollte Johnny bei einer großen Wahlversammlung auftreten. Die Trommel rühren für einen Kandidaten, der von Valentine geschmiert wird. Und wie hatte Valentine darauf reagiert? Naja, er kam mit seinem Privatjet an und wollte ihn zur Rede stellen. Die Kinder waren in L.A. Sie haben geredet, ist das alles? Sie waren in Johnnys Zimmer, die Tür war zu. Sie denken doch nicht, ich bin so tief gesunken, dass ich an den Türen lausche. Okay, also ich hatte zufällig eine Zigarre fallen lassen und mein Ohr, das ist beim Aufheben versehentlich ans Schlüsselloch geraten. Aber ich habe nur die Billardkugeln klicken hören. Ich dachte, Johnny hat ihn zu einem Billardspiel überredet.
Und das hat er aufgenommen. Johnny hat den Paten gefilmt? Und das heißt, der Killer hatte zwei Aufträge. Nummer eins, Johnny Shannon hinzurichten. Und zweitens, das Videoband zu entwenden. Johnny muss angedeutet haben, dass es existiert. Wahrscheinlich bei einem Telefonat mit Mr. Valentine. Ja. Ja, Johnny hat dauernd solche Bemerkungen und Witze gemacht, die ich nicht verstand. Valentine hat sie verstanden. Wissen Sie zufällig, wann die nächste Maschine in die äußere Mongolei fliegt? Seien Sie unbesorgt. Wenn Valentine sie auch töten wollte, hätte der Killer das vorgestern Nacht erledigen können. Glauben Sie mir... Sie brauchen nicht weiterreden. Das passt ins Bild. Mr. Bailey, sagen Sie das nochmal. Schön, dass endlich mal wieder jemand eine Zugabe von mir will. Ich sagte, das passt ins Bild. Das war's. Das war was? Ich weiß, wer Johnny getötet hat. Hallo, Vermittlung. Die Polizei, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Wigla Rosa stand bei Ihrem Anruf kurz vor dem Geständnis. Vergessen Sie Wigla Rosa. Ich habe den Fall gelöst. Erstens habe ich eine ganz klare Vorstellung, wie der Mörder ins Haus gekommen ist. Ich bin ganz Ohr. Er wusste, dass Wigla Rosa sich mit Terry trifft und ließ die beiden nicht mehr aus den Augen. Und er wusste, er hat früher oder später Glück. Vorgestern Nacht war es soweit. Als Vic am Diensteingang war und Terry die Alarmanlage ausschaltete, ist ihm der Killer ins Haus gefolgt. Er wusste natürlich, wo sich Johnnys Zimmer befand. Milo Valentine war ja im Haus gewesen und konnte es ihm sagen. Er fand Johnny in seinem Sessel. Er sah fern oder betrachtete eine Kassette, aber nicht die Kassette, die der Killer suchte. Er konnte davon ausgehen, dass Johnny ihm bei der Suche nicht behilflich sein würde. Deshalb legte er ihn auf der Stelle um. Er machte die Tür zu und verriegelte sie. Dann widmete er sich den Kassetten auf den Regalen. Er legte die erste Kassette ein, sah sie an und merkte, dass es die falsche war. Er stellte sie wieder ins Regal und versuchte es mit der nächsten Kassette, bis er an diese Stelle kam. Hier. Ich hab's ausprobiert. Alle Videobänder vor dieser Lücke sind ein paar Sekunden abgespielt worden. Die Kassetten dahinter liegen auf Anfang. Als der Killer die Kassette fand, nach der er gesucht hatte, und sie abspielte, sah er darauf Johnny bei einer Billardpartie mit Milo Valentine, der nichts wusste von einer versteckten Kamera. Ich nehme an, Johnny hat ihm dabei verfängliche Bemerkungen über eine schmutzige Wahlkampagne entlockt. Der Killer schaltete jetzt den Rekorder aus und auch den Fernseher und nahm die Kassette mit. Er verließ den Raum, zog die Tür zu und schloss ab. Und wie hat er das Grundstück verlassen? Während Lou die Tür einschlug, schaltete Terry für Vic die Alarmanlage aus. Der Mörder konnte einfach hinter ihm hinausschlüpfen. Was Sie da sagen, ist reine Spekulation, aber es leuchtet ein, die Sache hat nur einen Haken. Wir können beweisen, dass La Rosa zur Tatzeit im Haus war. Von Ihrem Unbekannten gilt das nicht. Mm-mm. Sie täuschen sich. Wir können es beweisen. Der Mörder hat uns selbst den Beweis geliefert. Am Morgen, nachdem es passiert ist, haben Sie gesagt, Sie wären zum ersten Mal in diesem Haus. Als ich Sie später darauf hinwies, dass an der Wand etwas fehlte, sagten Sie, es handle sich nur um ein altes Bild von Johnny und seinen Kindern. Ja, so ist es. Was wollen Sie damit sagen? Terry hat mir gesagt, sie hätte das Bild mitgenommen, als man ihren toten Vater fand, bevor die Polizei hier war. Sie hätten wohl kaum wissen können, was an der Wand hing. Es sei denn, sie waren schon einmal hier, bevor Johnny tot war. Ausgezeichnet. Deshalb haben sie Chicago den Rücken gekehrt, um einen Posten in einer winzigen Station in der Wüste anzunehmen. Gute Tarnung. Ich gratuliere, Mrs. Fletcher. Sie haben den großen Preis gewonnen. Ein Trip ins Vergessen. Das ist also ein Schalldämpfer. So sieht das Ding also aus. Ich hatte mich schon gewundert, wie wichtig Ihnen das war. Sie hatten natürlich vor, die Mordwaffe in La Rosas Wagen zu finden. Tut mir leid, dass ich Ihren Plan durchkreuze. Ich töte nie, außer für gutes Geld. Dass ich bei Ihnen eine Ausnahme machen muss, ist traurig. Ich kann Sie von Ihrem Schmerz erlösen. Hallo, ihr da draußen! Es ist offen! Ich würde mich an Ihrer Stelle vorsehen, Sergeant. Mr. Ross war von Johnnys Tod tief getroffen. Sie haben wirklich einen Preis verdient. Danke.
Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Als Trophäe Ihres Triumphes? Nein. Als den einzigen wirklichen Beweis, den ich habe, dass Sie der Mörder von Johnny sind. Durch einen Ballistiktest wird man beweisen, dass das die Tatwaffe ist. Aber das überlasse ich der Polizei. Schmerzhafte Lücke. Wir alle werden ihn vermissen. Und wir fühlen mit seiner geliebten Tochter Mary und ihrem Verlobten Art Merrick, mit Jacks Bruder Timothy Carver und seinen treuen, lebenslangen Freunden Doc Welles, Sam Breen und Bill Carmody. Und somit übergebe ich die sterbliche Hülle unseres Freundes John Carver der Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Was Gottes ist, das sei Gott wiedergegeben. Gesegnet sei der Name des Herrn. Amen. Jetzt bin ich aber gespannt, alter Junge. Der nächste Schuss ist wohl für mich, ja? Ganz sicher nicht. Da sind nur Platzpatronen drin. Du kennst meine Frau noch nicht, Bill. Sal, das ist Bill Carmody. Er ist ein Geldsack oder Geschäftsmann, wie man sowas in diesen Gegenden hier nennt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Meinerseits, Madam. Kyle, ich hoffe, dein Besuch dauert nicht lange. Hier ist keiner traurig, wenn du wieder gehst. Du darfst nicht auf ihn hören, mein Mäuschen. Der gute alte Bill hatte schon immer einen eigenartigen Humor. Schon immer. Ich finde, das klang gar nicht komisch. Ich verstehe einfach nicht, warum Carl Mistin zur Beerdigung kommt. Dad hatte nichts mit ihm zu tun. Und Onkel Tim kann ihn nicht ausstehen. Was kümmert's dich, Schatz? Er wird schon seine Gründe haben. Er wird mir so fehlen. Mir auch, Baby.
Was für ein Mann. Mary, ich erinnere mich noch, als Ihre Mutter ein paar Tage nach ihrer Geburt gestorben ist. Da waren wir so besorgt, ob Jack das alles ganz allein schaffen würde. Aber er hat's geschafft. Und wie? Oh ja, das stimmt. Ja, das hilft gegen alles, glauben Sie mir. Hilft es auch gegen die Zeitverschiebung? Ich bin ein bisschen nervös. Nochmal sehen. Ich habe seit Jahrzehnten keinen Löwenzahnwein mehr getrunken. Könnten Sie mir nicht ein paar Flaschen verschreiben, Dr. Wallace? Dr. Wallace? Ach du meine Güte. Wenn jemand im Umkreis von 200 Meilen der einzige Arzt ist, dann wird er von jedermann einfach Doc genannt. Na gut, Doc. Dann bin ich für Sie Jessica. Hey, Tim. Tim, was gibt's denn da zu sehen? Hast du was verloren? Nein. Da braut sich ein ganz schönes Gewitter zusammen, Doc. Bei mir draußen geht's schon los, glaube ich. Ihre Farm grenzt an diese hier, ist es nicht so? Ja, Madame. Jacks Farm und meine gehörten mal zusammen. Als unser Vater starb, haben wir das Grundstück geteilt. Jetzt ist es hier. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss mal bei mir zu Hause anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Doc, ist der junge Mann da drüben, der Polizist, nicht ein bisschen unpassend angezogen? Das ist Ed Potts. Ich hab's nie beweisen können, aber meiner Ansicht nach trägt er seinen Revolver und seinen Sheriffstern auch im Bett. Oh, er scheint uns gehört zu haben. Wenn Sie einen Freund fürs Leben haben wollen, dann nennen Sie ihn nicht Sheriff, sondern immer Marshall. Ja. Sie kommen aus Maine und schreiben Kriminalromane, nicht? Ich bekenne mich schuldig, Marshall. Habe einen gelesen. Nicht dasselbe wie Perry Roden, aber erstaunlich gut für eine Frau. Tja, wir alle stehen in Perry Rodens Schatten, fürchte ich. Ich geb's zu. Krimis sind nicht gerade mein Fall. Aber für einen guten Western würde ich alles liegen lassen. Sowas wie 12 Uhr mittags, kennen Sie doch. Wie ich sehe, haben Sie Ihr Halfter festgezurrt, um schneller zu sein? Ja. Ich übe jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde ziehen. Darf ich es Ihnen mal zeigen? Oh, danke, aber ich glaub's Ihnen auch so. Ich hoffe, Sie mussten bisher noch nicht gegen einen Menschen ziehen, oder etwa doch? Leider noch nicht. Aber wenn der Augenblick kommt, bin ich auf alles vorbereitet, worauf Sie sich verlassen können. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, okay, ich kümmere mich dann. Alles in Ordnung bei dir zu Hause? Ja, alles klar. Hör zu, Mary, wenn ihr schon mal da seid, ihr zwei... Ich bitte dich, zum Arbeiten kriegst du uns heute nicht. Nein, nein, es geht um was anderes. Irgendwann müssen wir ja doch mal über das Testament reden. Mein Bruder hat mir gesagt, dass die Ranch nach seinem Ableben an mich verkauft werden soll. Das hat Vater dir gesagt? Das ist mir neu. Naja, dein Vater und ich, wir wollten, dass es dir eines Tages besser geht als uns. Dazu musst du doch nicht die Farm kaufen. Ich habe ihm versprochen, dass ich dir so viel geben würde, dass du für immer gut davon leben kannst. Stimmt das, Sam? Ich zweifle nicht daran, dass du und Jack das so vereinbart habt, aber Tatsache ist, er hat kein Testament hinterlassen. Was? Ich habe ihn immer dazu gedrängt, aber er wollte einfach keins machen. Ich bitte dich, Sam. Nicht doch, Tim. Natürlich, Mary kriegt erstmal alles. Sie ist die Alleinerbin. Immerhin ist sie sein einziges Kind. Es dauert nur ein wenig länger, bis wir die gerichtliche Bestätigung haben. Dann kann ich ja in Ruhe über dein Angebot nachdenken. Ich will auch mit Art sprechen. Ich weiß nicht, was er davon hält. Zum Teufel, was ist das? Oh nein. Mr. Mestin, Sie sind ja unerwünscht, das haben wir Ihnen doch schon gesagt. Oh, hören Sie mir doch erstmal zu. Nein, jetzt hören Sie mir zu. Mein Vater hätte bestimmt noch länger gelebt, wenn Sie ihn nicht im Krankenhaus besucht hätten, Mister. Moment mal, Sie wollen mir doch nicht verbieten, einem alten Freund die letzte Ehre... Sie gehören nicht zu meinen Freunden. Verlassen Sie mein Haus. Die Sache hat einen Haken. Sehen Sie, dieses Haus gehört Ihnen nicht, Miss. Was? Ja, ich habe den letzten Willen Ihres Vaters hier in meiner Brusttasche. Das ist unmöglich. Du wirst dich wundern, Sam. Darf ich das mal sehen? Ich bin der Familienanwalt. Natürlich, du kannst es sogar behalten. Ist eine Kopie. Die Kleine kriegt genug, um was Neues anzufangen. Aber das Land und das Vieh, das Haus und alles andere gehört mir. Sie sind ein Lügner, Mr. Mastin. Sie sind Merrick, der Vorarbeiter, was? Haben sich noch schnell Jacks Tochter geangelt und geglaubt, sie heiraten dein schönes Vermögen. Nicht, 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 nicht,
Wir wollen doch nicht alles noch schlimmer machen, als es schon ist. Beruhigt euch doch bitte. Komm schon, komm. Komm, trinken wir ein. Sei doch vernünftig. Ich verstehe das nicht. Die behandeln ihn, als ob sie irgendwie Angst vor ihm haben würden. Wie dem auch sei. Jedenfalls haben sie damit eine Schlägerei verhindert. Ich bin explodiert, verzeih. Wieso hatte ich Sam Breen zurückgehalten? Nächstes Mal schafft er das nicht mehr. Halten Sie sich lieber zurück, Art. Sie kriegen nichts als Ärger, glauben Sie mir. Mary, der Tod Ihres Vaters geht mir sehr nah. Erstaunlich, Mr. Mastin. In Wyoming ist offenbar vieles anders als bei uns. Na dann? In Maine würde ein Vater normalerweise nicht seine einzige Tochter enterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jack das getan hat. Vielleicht hat es was mit Dankbarkeit zu tun. Sie wissen wohl nicht, dass ich ihm im Koreakrieg das Leben gerettet habe. Vor Ihnen schon. Wirklich? Dann müssen Sie meinen Mann gekannt haben, Tom. Tom Fletcher, er war Jacks Einheitsführer. Fletcher? Ah ja, natürlich, ja, Lieutenant Fletcher, toller Kerl, toller Kerl. Ich muss mich um Sally kümmern. Hallo Art, wie geht's Mary? Sie schläft, tief und fest. So eine Pille wirkt oft Wunder. Sie war ja so durcheinander. Oh, das überrascht mich nicht. Mr. Mastin hat sonderbare Manieren und er kommt immer im unpassenden Augenblick. Ich kann mir nicht denken, dass Jack in die Ranch vererbt haben soll. Mr. Breen ist offenbar der Ansicht, das Testament ist echt. Komm mit raus, Art. Wir müssen alles gut verriegeln. Ja, der Sturm entwickelt sich zum Orkan. Ach, du Schlappschwanz. Mit mir hältst du nicht mit. Komm mir nicht so. Ich weiß, wer von uns beiden mehr verträgt. Dazu brauche ich kein Wetttrinken, Mäuschen. Nur weil ich dich da auch fertig mache. Trinken, pokern, Arm drücken. Immer bin ich die Bessere. Arm drücken, was soll das, Sally? Nur weil ich dich ein paar Mal habe gewinnen lassen? Hast du mich gewinnen lassen? Du hast den Schwanz eingezogen. Ich wette $500, dass ich's nochmal schaffe, hier und jetzt. Mach dich nicht lächerlich. Was haben wir denn? Soll ich das Angebot erhöhen oder hast du Angst? Oder was sonst? Siehst du? 500 bitte. Nächstes Mal kugel ich dir den Arm aus, nur dass du Bescheid weißt. Ich komme mit, die Schuppentore müssen bei Westwind gestützt werden. So ist es, Chef. Eine Tasse Kaffee rein, wenn du die Drahtrollen ausgeladen hast. Ja, okay, gracias. Das reicht, Jessica. Mrs. Danke, Emma. Bitte. Doc, noch eine Tasse? Bitte sehr. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Art. War was mit dem Wassertank nicht in Ordnung? Ich bin in einen Graben gefahren und stecken geblieben. Habe 2 Stunden vergeblich versucht, rauszukommen. Dann hat mich Jesus aufgegabelt. Gott sei Dank. Ach, Sie müssen ja völlig durchgefroren sein. Emma hat eine schöne warme Suppe gekocht. Und wenn Sie Kaffee oder Sandwich... Ja, ich muss nur kurz nach Meldung sehen. Ich komme gleich wieder runter.
Señor Merritt! Señor Merritt! Señor Merritt! Señor Merritt! Kommen Sie, Señor Merritt! Señor Merritt, kommen Sie schnell! Schon gut, Jesus. Was ist denn passiert, Jesus? In Schuppen! Kommen Sie schnell in Schuppen! Was ist denn los hier? Buschka, verdammt nochmal! Oh Gott! Das glaube ich nicht. Ihr hättet ihn wenigstens runterholen können. Verzeihung, das geht auf meine Kappe, Marshall. Danke, Doc. Ich dachte, Sie wollten alles sehen, wie es war. Ja, schon. Okay, ich hab's gesehen. Holt ihn runter. Wo ist seine Frau? Die ist in ihrem Karawan. Sie ist völlig fertig. Sagen Sie mal, Doc, hat der Marshall schon mal in einem Mordfall ermittelt? So viel ich weiß nicht, aber es hat in diesem Bezirk ja auch seit 5 Jahren keinen Mord mehr gegeben. Ah. Und Ed ist erst seit 3 Jahren Sheriff. Wie hat er das nur angestellt? Das ist genau die richtige Frage, Marshall. Es gibt hier weit und breit keine Leiter und kein Podest. Selbstmord scheidet aus, es war Mord. Richtig. Das meine ich auch. Es scheint fast so, als hätte der Mörder versucht, diesen Heuballen da unter die Leiche zu ziehen oder jedenfalls in ihrer Nähe. Wahrscheinlich, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Entweder er ist dabei gestört worden oder er hat es überlegt. Ja, das sehe ich auch so. Ich an Ihrer Stelle würde mir diesen Blutflecken am linken Ohr ansehen. Das sieht so aus, als hätte ihn jemand geschlagen, bevor er aufgehängt wurde. Sie haben scharfe Augen, Jessica. Es stimmt, das sind Schlagspuren. Ja, tja, und dann ist mir noch etwas an dem Balken aufgefallen, wo die Leiche hängt, nämlich frische Schleifspuren. Ich bin sicher, der Sheriff hat erfasst, was das bedeutet, nämlich, dass das Seil schon Mestins Gewicht trug, als es über den Balken gezogen wurde. Genau das wollte ich gerade eben sagen. Doch können Sie in etwa angeben, wie lange er schon tot ist? Ich würde sagen 4 oder vielleicht auch 5 Stunden. Das würde heißen, die Tatzeit ist etwa um... Etwa um 3 Uhr. Ja. Okay, ihr könnt dann gehen. Aber bleibt bitte in der Nähe. Ich muss jeden Einzelnen von euch verhören. Haltet euch also bereit. Ich will mir die Leiche noch etwas genauer ansehen. Ich komme dann gleich nach. Mary, als Mr. Mestin heute aufgekreuzt ist... Haben Sie da erwähnt, dass er kürzlich Ihren Vater besucht hat? Und dass dieser Besuch sein Leben verkürzt hätte? Das habe ich nicht so gemeint. Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn gerade besuchen, als Mestin aus Daddys Zimmer kam. Er hat kein Wort zu mir gesagt. Er lächelte nur verächtlich. Hat Jack Ihnen nicht gesagt, weshalb er da war? Er war so verstört, er konnte gar nichts sagen. Danach war er völlig verändert. 2 Tage danach war er tot. Das Testament ist von 2 Zeugen unterschrieben. Von Krankenschwestern. Mestin hatte wohl das Testament schon dabei, als er im Krankenhaus erschienen ist. Und er hat die Unterschrift von ihrem Vater erpresst. Erpresst? Wie denn? Genau das müssen wir herausfinden. Er hat mir eine fadenscheinige Geschichte aufgetischt. Er hätte im Koreakrieg Jacks Leben gerettet. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe ihm eine Fangfrage gestellt. Ich fragte ihn nach meinem Mann. Glauben Sie mir, er kannte ihn nicht. Also, aus Dankbarkeit hat Ihr Vater jedenfalls nicht unterschrieben. Er hat ihn erpresst, das steht fest. Mein Vater hätte sich nicht erpressen lassen. Hier seid ihr. Der Sheriff will uns allen zusammen ein paar Fragen stellen. Bill, gibt es irgendetwas, womit Mestin meinen Vater hätte unter Druck setzen können? Inwiefern? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Dazu habe ich Mestin nicht gut genug gekannt. Ich dachte, Sie hätten mal geschäftlich mit ihm zu tun gehabt. Geschäftlich, mehr nicht. Er hat mir damals eine Menge Getreide aufgeschwatzt. Wir wollten eine Verteilungsstation einrichten. Und daraus ist nichts geworden. Nachdem ich das Getreide gekauft hatte, hat sich Mestin verdrückt und ich blieb auf dem Zeug sitzen. Ich
Ich habe damals mein letztes Hemd verloren. Wieso haben Sie sich denn mit Carl Mestin eingelassen, Bill? So wie mein Vater oder Onkel Tim immer über den Kerl geredet haben, war klar, dass er ein Windhund ist. Ich hatte keine andere Wahl. Na kommt schon, wir gehen rein. Doc Wallace ist noch im Schuppen. Wo ist Art Merrick? Er versucht mit Resus den Pritschenwagen wieder flott zu kriegen. Er kommt gleich wieder. Und wo ist Mrs. Mestin? Oh, sie hat einen Berg nasser Wäsche mitgebracht. Die hängt sie im Trockenraum auf. Oh, das ist ja großartig. Unser vagabundierendes Cowgirl hätte auch noch warten können, bevor es hier einzieht. Pass auf, was du da sagst, du Trampel. Ich hätte gern darauf verzichtet, diese stinkende Ranch und die Leute darin kennenzulernen. Gucken Sie nicht so blöd. Einer dieser ehrenwerten Bürger hat meinen Mann ermordet. Und was machen Sie? Nichts. Sie werden gleich sehen, was ich mache. Wenn Sie sich erstmal abgeregt haben. Also. Wo waren wir? Ich glaube, das ist genau die Frage, die Sie uns stellen wollten, Sheriff. Nämlich, wo wir so gegen 3 Uhr gewesen sind. Richtig. Wer will anfangen? Na ja, das war, als der Orkan losging. Da haben wir draußen alles sturmfest gemacht. Ich und Bill, wir waren zusammen in den Ställen. Ja, Sheriff. Wir haben die Pferde von der Wiese in die Ställe geführt. Mr. Breen, wo waren Sie? Vor dem Stall waren ein paar Heuballen aufgestapelt. Die habe ich reingeschafft, damit sie nicht nass werden, wenn es regnet. Kann das jemand bezeugen? Naja, Tim und Bill haben mich sicher gesehen, als sie die Pferde reingebracht haben. Ja, das ist richtig. Und Doc Wallace? Der war auf der anderen Seite der Ranch. Er hat die Garagen abgeschlossen. Genau, ich war bei den Garagen. Das heißt, Sie bestätigen sich alle gegenseitig, dass es keiner von Ihnen vieren war, der Mr. Mestin aufgehängt hat. Übrigens ist er nicht durch Erhängen gestorben. Der Mörder hat ihn erschlagen. Er hat einen schweren Schädelbasisbruch und er muss auf der Stelle tot gewesen sein. Der Mörder hat die Leiche aufgehängt, das steht außer Frage. Das ist krank. Wer hängt einen toten Mann auf? In den alten Tagen, Mrs. Mestin, haben die Rancher oft einen toten Wolf oder Kojoten an den Zaun gehängt zur Warnung für alle Halunken und Diebe. Und? Worauf wollen Sie raus? Dass der Mörder vielleicht Carl warnen wollte, nur dass er ihn nicht am Zaun aufgehängt hat. Das klingt ja, als hätten Sie was gegen ihn gehabt, Carver. Ja, Port, so ist es. Der Kerl hat meinem Bruder die letzten Stunden seines Lebens vergällt und meinen großen Traum zerstört. Ohne ihn hätte es vielleicht wieder eine einzige große Carver-Ranch gegeben wie früher. Mrs. Mestin hat mein Angebot schon ausgeschlagen. Tja, nennen Sie das ein Angebot? Okay. Zurück zur Tatzeit, wenn ich bitten darf. Mary? Wo ich war? Doc Wallace hat mir Schlaftabletten gegeben, nachdem Sie gegangen sind. Ich war oben. Ich habe geschlafen, als er ermordet wurde. Und ich habe das Haus geputzt, die ganze Zeit. Ich? Ich war im Karawan und habe auch geschlafen. Ich habe mich in meinem Zimmer ausgeruht. Die Zeitverschiebung. Tja, sieht ganz so aus, als hätten wir 4 keine Beweise für unsere Alibis. Hier wird ganz schön viel geschlafen. Na schön. Eine Frau hätte Mestin sowieso nicht umbringen können, so wie die Dinge liegen. Da wäre ich mir aber gar nicht so sicher. Aber ich bin mir sicher. Wenn ich richtig sehe, haben alle hier ein Alibi, bis auf Art Merrick. Art war doch gar nicht auf der Farm. Er war drüben bei dem kleinen Stauwehr und hat nachgesehen, ob die Dämme halten. Und auf dem Rückweg blieb er stecken. Das war's dann wohl. Können wir jetzt bitte gehen, Sheriff? Ja, wir haben noch was zu erledigen. Hab nichts dagegen. Oder möchtest du, dass ich bleibe bis Abend? Nein, ich komm schon klar, Onkel Tim. Du musst nach Hause, ich weiß. So. Wo sagten Sie, ist Art? Wirklich, Sheriff. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass Art der Mörder ist. Ich habe Sie offenbar überschätzt, Mrs. Fletcher. Wer soll's bitte sonst sein? Sie haben ja allein Alibi. Wir sehen uns morgen. Mañana, sí. Was soll denn das?
Sie hätten dieses Schlammloch ganz einfach umfahren können, Art. Rechts und links davon ist fester Grund. Hey, Ed, es hat so stark geregnet. Ich hab's erst gesehen, als ich festsaß. Oder meinen Sie, ich sei absichtlich reingefahren? Genau so ist es, Cowboy. Ed, nehmen Sie doch Vernunft an. Und Sie halten sich da raus, klar, Mary? Nein. Verdammt, Ed, spielen Sie hier nicht John Wayne und sagen Sie mir, worum es geht. Sie hatten eine Auseinandersetzung mit Mastin, wenn ich das richtig sehe. Und weiter? Danach, als Carl Mastin in den Schuppen ging, sind Sie weggefahren. Aber sobald Sie außer Sichtweite waren, haben Sie angehalten, um zum Haus zurückzuschleichen und ihn umzubringen. Und dann haben Sie den Wagen in den Schlamm gefahren, damit Sie ein Alibi haben. Clever. Aber nicht clever genug. Sie sind nicht bei Trost, Ed. Mach dir keine Sorgen. Ich verlese Ihnen Ihre Rechte auf den Weg in die Stadt. Gute Nacht, Mary. Ich sag Sie nochmal, Pott, Sie begehen einen großen Fehler. Was Sie da gemacht haben, ist nicht gesetzmäßig. Das interessiert mich alles gar nicht, was Sie da sagen. Der Mann ist so gut wie überführt. Sheriff, überlegen Sie sich die Sache doch nochmal. Und sehen Sie die Dinge, wie Sie sehen. Die Logik ist nicht auf Ihrer Seite. Logik? Welche Logik? Zunächst einmal, der Mörder hat Mastin auf den Kopf geschlagen, und zwar von links. Das bedeutet, es handelt sich um einen Linkshänder. Art ist Rechtshänder. Na bitte. Sehen Sie, Ed? Hören Sie auf Sie. Und dann die Motivfrage. Was für ein Motiv? Das ist es ja gerade. Mr. Merrick hat keins. Hat er doch. Er wollte, dass Mary die Ranch kriegt. Oder er, wenn er sie heiratet. Oh, aber er kriegt die Ranch nicht, sondern Sally, Mastins Witwe. Von Carls Tod hat keiner was, mit einer einzigen Ausnahme vielleicht, Sally. Ich meine, sie könnte auch alles kriegen, nicht nur den Witwenanteil aus dem öffentlichen Besitz. Sie hat recht, Ed. Merken Sie das denn nicht? Also seien Sie nicht ein verdammter Dickkopf. Geben Sie es doch zu, Sie täuschen sich. Ihr könnt mich bloß nicht leiden, ich weiß, ich kann machen, was ich will. Na schön. Wenn es nicht erst 9:30 wäre, würde ich sagen, er reitet in den Sonnenuntergang. Ja, er ist ein Querkopf, aber immerhin, er muss Art entlassen. Ich habe die Freilassung auf Kaution schon am Bezirksgericht beantragt. Oh, gut, Sam, Sie sind ja wirklich schnell. Falls die irgendwann mal Luft holen, sagen Sie Mary, ich habe mit den anderen geredet. Und wir haben uns gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir im Haus blieben, bis das Ganze geregelt ist. Wir sehen uns also dann später draußen auf der Farm. Das ist sehr ritterlich von euch. Also dann. Art. Art erzählt gerade, er hätte gehört, wie der Sheriff mit dem Leichenbeschauer telefoniert hat. Haben Sie etwas über die Autopsie gehört? Ja, er hat sich ganz schön drüber aufgeregt. Er hat ständig alles wiederholt, was der Leichenbeschauer sagte. Dass Mastin durch Erhängen gestorben ist. Der Schlag auf den Kopf ist erst nach seinem Tod erfolgt. Eigenartig. Ich frage mich, warum Doc Wallace so sicher war, dass er erschlagen worden ist. Fragen Sie ihn doch, er wohnt auf der anderen Straßenseite. Ich glaube, Sie haben recht. Ich komme gleich wieder. Ja, Wiedersehen. Guten Morgen. Ich bin Alice. Und Sie sind Mrs. Fletcher. Hm? Hallo, Alice. Sie haben recht. Ich bin Jessica Fletcher. Wie sind Sie drauf gekommen? Naja, ich bin hier die Krankenschwester, die Haushälterin und noch alles Mögliche. Unter anderem die Telefonvermittlung. Es passiert hier in der Gegend nicht viel, was ich nicht gleich erfahre. Ist Doc Wallace zufällig da? Er kommt in einer Stunde wieder. Er macht einen Hausbesuch. Oh, je. So lange kann ich nicht warten. Oh, fehlt Ihnen etwas? Nein. Nein, er hat nur gestern Abend jemand untersucht und ich wollte fragen, ob er darüber Unterlagen hat. Meinen Sie, es macht ihm was aus, wenn ich mal in den Ordner schaue? Um Gottes Willen. Och, Mrs. Fletcher, das mag er überhaupt nicht. Ich habe nur einmal erlebt, dass er die Fassung verloren hat, nämlich als er jemanden ertappte, der in den Akten herumschnüffelte. Oh, wirklich? Er hat den Mann einfach rausgeschmissen und ihn beschimpft mit Worten, die den Teufel hätten rot werden lassen. Wenn Sie je ein Wort verraten von dem, was Sie gelesen haben, schrie er, dann war es Ihr letztes Wort. Um Gottes Willen, Nathan. So einen Ausbruch wollen wir natürlich nicht provozieren. Dieser Eindringling, war der fremd in der Stadt? Nicht direkt. Es war dieser schreckliche Mann, der gestern auf der Cover Ranch ermordet worden ist. Carl Mastin. Das geschah ihm recht, wenn Sie mich fragen. Finden Sie nicht auch, Mrs. Fletcher? Thank you.
Jessica, ich kenne Doc Wallace mein ganzes Leben lang. Es gibt keinen sanfteren Menschen auf der Welt. Was ist los, Emma? Ich soll der trauernden Witwe Saft und Kaffee in die Bibliothek bringen. So viel? Das ist ja genug Tomatensaft und Kaffee für eine ganze Entziehungskur. Sie hat offenbar einen ganz schrecklichen Kater. Sie werden sich über die Telefonrechnung wundern, Miss Mary. Seit dem Frühstück hängt diese Frau an der Strippe. Ferngespräche natürlich. Auch das noch. Sie sind nicht ihr Zimmerkellner. Ja, da sind Sie ja wieder. Haben Sie vielleicht was auf dem Herzen, Süße? Oh ja, Madam. Falls Sie es noch nicht begriffen haben sollten, Sie gehen mir auf die Nerven. Solange Sie noch nicht im Grundbuch stehen, haben Sie ja nichts verloren. Ist das klar? Sie können mit Ihren Bauernwaden herumtrampeln, solange Sie wollen. Ich verdufte erst, wenn Karls Mörder hinter Gittern sitzt. Wenn Ihnen meine Gesellschaft nicht passt, dann hauen Sie doch ab. Früher oder später blüht Ihnen das sowieso. Ich will es wissen. Womit hat Mestin aus meinem Vater diese Unterschrift herausgepresst? Das hat Karl mir nicht gesagt. Aber was immer es war, es muss ein dicker Hund gewesen sein. Und es hat sich gelohnt, das müssen Sie zugeben. Bis zur Tür, das nenne ich Dienstauffassung, sehr zuvorkommend. Das war ja wohl das Wenigste. Ich habe die Anklage fallen lassen. Sie und Ihre Logik. Ein wirklich starker Mann zögert nicht, einen Fehler zuzugeben, Marshall. Ich halte ihn ehrlich gesagt immer noch für verdächtig. Ma'am, wenn Art Mestin nicht umgebracht hat, wer war es dann? Ich finde, es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn Sie mal Sally Mestin zum Armdrücken herausfordern würden. Das wird Sie vermutlich auf eine Idee bringen. Sie und Armdrücken? Och, mit einem schwachen Weib? Jessica sagt, Sie wären ziemlich stark. Süße, ich bin sogar sehr stark. Und nicht nur im Armdrücken. Lassen Sie sich nicht stören, Sally. Ich will nur Ihre Technik analysieren. Das ganze Geheimnis lautet Körperbeherrschung. Die nordamerikanische Meisterin ist nur 1,40 groß. Ich habe keine Chance gegen sie. Ich wäre soweit. Das war's. Wollen Sie noch mal? Nein, danke. Das reicht durchaus. Ich wusste gleich, was Sie im Hinterkopf haben. Hätte nicht gedacht, dass eine Frau Mestin umbringen kann. Aber kräftig genug ist sie. Und Linkshänderin auch. Was? Was habt ihr da ausgeheckt? Oh, das war nur eine kleine Nachhilfestunde für den Sheriff. Wollen Sie damit sagen, Sie verdächtigen mich des Mordes an meinem Mann? Sie können mich mal. Alle beide. Wie schade. Ich dachte schon, sie mag mich. Ist da jemand? Ich habe das Gefühl, da wird jemand nervös. Ah, Frühstück. Verzeihung, mein Kühlschrank ist leer. Und ich habe es satt, allein in dem blöden Wohnwagen zu sitzen. Du hast Muskeln wie ein Bär. Ich glaube, dich übernehme ich, wenn ich die Farm kriege. Das würde dir doch gefallen. Mary, lass dich nicht provozieren. Oh nein, ich wollte sie nicht provozieren. Muchas gracias, Süße. Sie können sich freuen, Sally.
Sie haben Herrenbesuch. Guten Morgen, Leute. Mrs. Mastin, ich habe hier einen Haftbefehl. Sie stehen unter Verdacht, Ihren Mann Carl Mastin ermordet zu haben. Oh, Ed, ich könnte Sie küssen. Sie belieben zu scherzen. Ein Haftbefehl? Ja, Madam. Kommen Sie bitte mit. Hey, Sie sind ja wahnsinnig. Ich habe Carl nicht getötet. Nehmen Sie doch einen von denen. Tim Carver oder Doc Wallace oder die anderen beiden. Ich werde Ihnen was sagen. Ich weiß nicht, woher und wieso, aber Carl kannte die besser, als Sie glauben, Sheriff. Also hat das, womit Carl Jack Carver unter Druck zu setzen versucht hat, auch mit den Vieren hier zu tun. Genau. Gehen Sie denen etwa auf den Leim oder was? Die stecken doch alle unter einer Decke. Kein Wunder, dass sie sich gegenseitig ihre Alibis bestätigen. Ich zerkratze Ihnen das Gesicht, Cowboy, wenn Sie mich anfassen. Wollen Sie nicht gleich Ihre Trumpfkarte ausspielen, bevor Sie wegen Mordes angeklagt werden? Wovon reden Sie überhaupt? Das wissen Sie genau. Wenn Sie Carl umgebracht hätten, gibt's dafür nur ein Motiv, nämlich als seine Witwe die Ranch zu erben. Nicht wahr, Marshall? Genau das ist der Grund. Aber sie ist nicht seine Witwe. Das stimmt doch, Sally. Sie und Carl waren nie verheiratet. Wissen Sie das ganz genau, Jessica? Ja. Sally hat doch gestern eine Reihe von Ferngesprächen geführt und ich habe mich erkundigt, mit wem. Sie lassen auch keinen lausigen Trick aus. Nämlich mit einem von diesen Blitzheiratsinstituten in Nevada. Sie haben sich krampfhaft bemüht, eine gefälschte Heiratsurkunde zu bekommen, nehme ich an. Nur so konnten sie erben. Und das muss ihnen auch gelungen sein, sonst wären sie nicht plötzlich so sicher gewesen, dass sie die Ranch kriegen. Es wird ihnen verdammt schwerfallen, das alles zu beweisen. Den Beweis habe ich schon. Ihren sogenannten Ehering nämlich. Als Sie gestern Ihren Ring und das Armband abgelegt haben, da hatten Sie weiße Stellen unter dem Armband, aber nicht unter dem Ring. Die Haut unter dem Ring war sonnengebräunt wie Ihre ganze Hand. Das war also kein Ehering. Sie hatten das Ding nur übergestreift, damit alle denken, Sie seien Carl Mastins Frau. Er sagte, die Leute hier wären so altmodisch. Wenn wir als verheiratet gelten, hätten wir es leichter. Er sagte, wir hätten es auch so schon schwer genug. Und da hat er auch recht. Sheriff, wenn Sie mich nicht verhaften, dann würde ich gerne gehen. Es gibt ein paar hübsche Stellen hier in der Gegend, wo Sie Ihren Schlitten hinstellen können. Sie dürfen die Stadt vorläufig nicht verlassen. Okay, ihr habt's geschafft. Ich geb's zu, ich bin ratlos, Leute. Wer hat Carl Mastin getötet? Sheriff, ich denke, ich kann Ihnen eine ziemlich genaue Beschreibung des Mörders geben. Er ist groß, kräftig, sowohl Links- als auch Rechtshänder, und er hat, wie ich annehme, viele Gründe, Carl Mastin zu hassen, und einer davon war stark genug, um ihn zu töten. Naja, so jemanden haben wir nicht hier. Ja, ich weiß. Sehr traurig, nicht, dass sie gut wird. Hoffentlich fährt sie das Ding erst außerhalb der Farm zu Schrott. Um ganz ehrlich zu sein, irgendwie tut sie mir leid. Hey, jetzt hätten wir Zeit, den Pritschenwagen zu holen. Stimmt ja, der ist immer noch da draußen. Kommen Sie mit? Oh nein, das schafft ihr auch allein. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ich auch, wirklich, Mary. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Sie sind Linkshänder. Ja, ich bin Linkshänder. Und mit der rechten Hand sehr ungeschickt. Sagen Sie mal, das war ja ein Kabinettstück. Wie sind Sie drauf gekommen? Der Schlag auf Carls Schädel wurde mit der linken Hand ausgeführt. Und zwar, nachdem er aufgehängt worden war. Sie haben sich getäuscht, Doc. Übrigens hat gestern Abend jemand mein Schlafzimmerfenster mit einer Schlinge verziert. Und der Knoten stammte von einem Rechtshänder. Sie sehen, meine Theorie stimmt. Eine Schlinge vor Ihrem Fenster? Er kann das gewesen sein. Ein Beithänder, der nervös geworden ist. So nervös, dass er mich von hier wegscheuchen möchte, bevor ich herauskriege, wer der Mörder ist. Welcher Mörder? Wer soll das sein? Groß, stark und zugleich Rechts- und Linkshänder. Jessica, wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen? Ja, ich fürchte ja. Ich werde jetzt ein paar Schritte gehen. Rüber zum Schuppen. Ich sehe mich ein bisschen um. Thank you.
Sie sollten sich nicht in etwas einmischen, was Sie nicht verstehen. Wissen Sie überhaupt, was Sie damit anrichten? Ich weiß mehr, als Sie denken, Doc. Es geht um Mary. Mary ist es, um die Sie sich sorgen. Dann lassen Sie die Sache fallen, jetzt gleich, bitte. Carl Mestin ist getötet worden, um Mary von etwas fernzuhalten. Von einem Geheimnis. Und Jack Carver war eher bereit, die Ranch preiszugeben, als dieses Geheimnis. Was für ein Geheimnis kann so schrecklich gewesen sein? Es gibt Dinge, an die soll man nicht rühren. Bitte, Jessica. Da seid ihr ja alle. Tim, Doc Wallace, Sam und Bill. Es gibt nicht nur einen Mörder, es gibt vier. Groß, stark, gleichzeitig Rechts- und Linkshänder. Das passt nur auf euch alle zusammen. Eure Alibis. Die haben mich verwirrt. Doch dann wurde mir klar, worum es ging. Denken Sie doch mal an Mary, Jessica. Natürlich denke ich an Sie, Tim. Doc, was hat Carl Mestin in Ihrem Archiv gefunden? Was, das wissen Sie? Drei von euch hatten Grund, Mestin zu hassen. Tim, weil er ihm die Ranch wegnehmen wollte. Und Sie, Bill, weil er Sie in ein ruinöses Geschäft getrieben hat. Und Doc Wallace, weil Carl in Ihren Akten etwas entdeckt hatte, was er nicht entdecken sollte. Das Geheimnis, das Sie vor Mary verbergen, nicht? Ein Teil des Geheimnisses. Sie haben recht. Was ist mit Ihnen, Sam? Hatten Sie einen Grund, Carl zu verabscheuen, den ich bisher noch nicht weiß? Es war schon Grund genug, Carl Mestin zu kennen. Und wir haben ihn verdammt gut gekannt. Wer war Carl Mestin überhaupt? Er schien mit der Farm sonderbar vertraut zu sein. Er wusste sogar, dass das Schuppentor bei Sturm verstärkt werden muss. Offenbar hat er früher mal hier gearbeitet. Aber bevor Mary geboren war. Sie kannte ihn jedenfalls nicht. Okay, Sie sollen alles wissen. Die ganze unselige Wahrheit. Carl, das ist übrigens nicht sein richtiger Name, war früher hier Farmarbeiter, ein Lump. Er hat Jacks Frau auf jede erdenkliche Weise nachgestellt. Ihr Name war Ruth. Sie war noch so jung und unerfahren. Als er sie einmal allein antraf, da fing er wieder zu säuseln an. Und als sie Nein sagte... Vergewaltigte er sie. Er war wie ein Tier. Sie war übel zugerichtet, als ich sie untersuchte. Und er lief davon. Wir vier und Jack versuchten, ihn einzuholen. Und wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn gefesselt und wir hätten ihn getötet nach dem, was er Ruth angetan hatte. Aber Jack war dagegen. Er hat uns davon abgehalten, ihn aufzuhängen und wollte, dass wir ihm dem Gesetz übergeben. Aber er ist entkommen und wurde nie bestraft. Ruth erwartete, wie sich zeigt, ein Kind, Mary. Und Carl Mestin war der Vater. Oh mein Gott. Ruth war nach der Vergewaltigung gesundheitlich angeschlagen. Ich dachte mir, es wäre das Beste für Sie, wenn Sie das Kind austragen würde, egal wer der Vater war, nur, naja, sie starb bei der Geburt. Mein Bruder hat das Kind großgezogen, als wäre es seines. Er hat sie geliebt, er hat sie vergöttert. Und er hatte nur eine Angst, dass Mary erfahren könnte, wer ihr Vater ist. Und Carl, woher wusste er, dass Mary seine Tochter war? Nach dem, was wir herausgebracht haben, hat er seinen Namen geändert und blieb hier in der Gegend. Von Mary erfuhr er aus der Zeitung. Uns ging er natürlich aus dem Weg. Er musste nur nachrechnen. Seit der Vergewaltigung waren genau 9 Monate vergangen. Aber er brauchte einen Beweis. Da kam er unter einem neuen Namen hierher zurück. Er brachte uns mit der Drohung, alles zu verraten, zum Schweigen und verschaffte sich meine Unterlagen. Marys Akte? Nein, Jacks Akte. Jack war steril. Er hätte niemals ein Kind zeugen können. Und das war für Carl der unwiderlegbare Beweis, dass er Mary Covers Vater war und nicht Jack. Und von da an haben Sie versucht zu verhindern, dass Mary die Wahrheit herausfindet. Am Tag der Beerdigung, als wir versucht haben, die Ranch sturmsicher zu machen, da sahen wir ein Pferd in den Stall rennen, wo Carl arbeitete. Und da hatten wir alle dieselbe Idee. Vor vielen Jahren hatten wir ihn auf ein Pferd gesetzt und wollten ihn lynchen. Ja, es schien fast so, als ob die Vorsehung irgendein Zeichen gäbe. Eigentlich wollten wir ihm nur einen Denkzettel verpassen, damit er für immer hier verschwindet. Er war so arrogant und überheblich. Er saß da auf dem Pferd und lachte uns aus. Ihr traut euch ja nicht, meinte er. Aber dann brach plötzlich das Gewitter. Das Pferd bäumte sich auf und ging durch. Carl war auf der Stelle tot. Es war, als ob Gott das Urteil vollstreckt hätte. Es war klar, dass sie nicht einen Mann allein gelünscht haben konnte und so... holten wir ihn runter und dann hab ich ihm einen Schlag versetzt. Ich wusste ja, wie. Danach haben wir ihn wieder aufgehängt. Was dann geschah, wissen Sie. Wir waren entsetzt, dass Art beschuldigt wurde.
Wir wollten uns schon stellen, aber Sie haben ihn ja rausgeboxt. So, und was passiert jetzt? Ich kenne jetzt euer Geheimnis. Was wollt ihr tun? Das weiß ich nicht, aber wir haben uns etwas geschworen. Mary darf die Wahrheit nie erfahren. Aber Karl ist gestorben. Es war kein Mord. Aber ihr seid trotzdem an seinem Tod mitschuldig. In Ordnung. Wir werden zum Sheriff gehen. Wir sagen ihm, was passiert ist und stellen uns der Justiz. Die Geschworenen sollen urteilen. Wenn es sein muss, dann gehen wir ins Gefängnis. Aber eins schwöre ich Ihnen, Mary wird nie erfahren, niemals aus welchem Grund, jedenfalls nicht von uns. Von mir auch nicht. Mary hat schon genug gelitten. Thank you.